Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming. Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu Guild News Podcast Nummer 200, nein Lüge, 304. Ich wollte schon fast 204 sagen. Das ist natürlich eine absolute Lüge, denn wir sind schon längst in den 300ern und Mensch, geht die Zeit schnell voran. Es ist quasi für mich erst gestern gewesen, dass wir hier zum großen Special saßen und mit Chronic und Durzan und Vance kurzzeitig ausführlich über ja, so die gesamte Welt diskutiert haben. Wolltest du Vanitas sagen? Ja, ich wollte erst Vanitas sagen, aber es war Vance, der später dazu gekommen ist. Ich freue mich, dass es hier schon so proppevoll ist. Wir haben gleich auch ein ganz, ganz großes Thema im Gepäck, nämlich braucht Guild Wars 2 eine Itemspirale? Plus, wir spekulieren über kommende Story. Und das alles mache ich zum Glück nicht alleine. Wir sind in einer, ich sag mal, Sparausgabe des Podcasts heute hier. Aber, und das ist das Wichtigste, die Qualität ist da. Neben mir, ich bin nicht ganz so die Qualität, ist der Herr der Diskussionen an meiner Seite, Hi Sky. Ja, guten Abend. Du hast dich ja eh schon selber eingemischt, bevor ich geredet habe, dich vorgestellt habe. Ich finde es irgendwie interessanter, das so zu machen. Du magst es einfach so, ne, alte Strukturen aufzubrechen und mal Sachen zu verändern. Ja, wir sind zu zweit, spielt doch keine Rolle. Das sehe ich anders. Gerade unsere Zweier-Podcasts sind meist die am besten funktionieren und den lustigsten Content mit sich. Ja, wir müssen erstmal einen Content im Spiel geben. Guck mal, Sky fängt schon an, ne? Der Meister der Kritik kann sich nicht zurückhalten, egal was passiert. Hashtag kein Content. Weißt du, wie es ist? Also ich spreche doch nur das nach, was derzeit überall bei den wenigen Leuten, die sich informieren, gesagt. Aber das ist ja das Problematische. Ne? Es gibt halt die Leute, die sich tatsächlich über keinen Content beschweren und es gibt Leute, die das immer wieder aufgreifen und es nicht kenntlich genug machen, mein lieber Sky, dass das Ganze nicht ernst gemeint ist, sondern Parodie. Da muss ein kleines bisschen mehr Sensibilität her. Nichtsdestotrotz. Ich habe dabei ja auch gegrinst und gelächelt. Du hast es nur nicht gesehen. Das ist halt das Problem. Das ist das Problem. Meine Mimik funktioniert nicht ganz so. Moment, Sky ist viel lauter als ich. Warte, das kann ich ändern. Überrascht mich aber. Eigentlich so. Dann soll ich einfach mal weiterreden und du stellst mal ein. Und die Leute sagen dann, ja, das ist okay, das ist schlecht. Ja, wir sind übrigens heute im Discord. Das ist nämlich der Unterschied. Er war zu faul, ins TS zu gehen. Ja, vielleicht ist das das Problem. Ich habe mal die Lautstärke von Sky ein kleines bisschen reduziert. Vielleicht ist das besser. Gibt uns. Ja, das macht er jetzt mit Absicht. Gibt uns gerne Feedback dazu, genauso wie ihr uns Feedback zu den Themen geben dürft. Ich gebe die ganz kurze Themenübersicht, damit ich das auch später wieder schön und lustig zusammenpacken kann in den Timesteps auf YouTube. Und zwar Nummer 1. Wir sprechen gleich über kurz zwei, drei interne Dinge. Ich habe mal die Turian Gazette mit da reingepackt. Da kann Sky ein kleines bisschen was schon wieder, sagen, okay. Wie das gelaufen ist. Was heißt schon wieder? Die Indiegogo-Kampagne ist erst letzte Woche gestartet. Also kannst du dazu zumindest noch nichts gesagt haben. Ach Gott, ist schon wieder eine Woche her. Stimmt ja. Ach Gott, ich habe so verdrängt, ja. Dann haben wir natürlich noch kurz das Thema legendäre Runen und Sigille. Einmal ein Überblick, wie teuer ist der ganze Spaß, lohnt es sich nicht. Da haben wir auch einen kleinen Gastkommentar vom lieben Nico mit dabei. Das Schöne ist, er hat es mir geschrieben, das heißt, ich kann es vorlesen, das heißt, ihr hört dieses Schweizerdeutsch nicht. Das heißt, alle haben gewonnen bei der Aktion. Danach sprechen wir über den Patch, der jetzt gerade vorgestern rausgekommen ist, samt Edelstein-Shop-Update. Dann haben wir den Guild Wars Geburtstag und den Champion-Ansturm, also eine ganze Menge News mit der Elitist Raiding Party. Und hinten raus kommen dann die zwei großen News dieser Woche, nämlich zum einen der verdächtige Reisende und was das alles mit Jormark zu tun hat. Das heißt, wir gehen in ein bisschen Lore-Spekulation. Und dann haben wir noch die allgemeine Spekulation. Und da brauchen wir auf jeden Fall eure Hilfe und eure Meinung. Und das entwickelte sich Dienstag zwischen Sky und mir. Braucht Guild Wars 2 tatsächlich eine Itemspirale? Hört ihr das Ganze also später auf YouTube, könnt ihr zu dem entsprechenden Timestep springen. Hier müsst ihr euch den ganzen Quatsch dann tatsächlich anhören. Könnt ihr auch erzählen, wie wir darauf gekommen sind, auf dieses Thema. Ja, also ich bin generell dafür, dass wir auch wieder so ein bisschen die Geschichte der Woche zurückbringen. Also Sky, erzähl ein kleines bisschen was. Wie war deine Woche? Achso, du willst jetzt
Ich hatte einen schönen Stream mit Alex gehabt am Dienstag. Das kann man ja fast schon das Highlight der Woche. Das ist es, ja. Manche würden sagen, es ist traurig. Ich sage, es ist so gemixt. Wie seine Gesichtszüge gerade entgleisen. wir haben eine schöne Diskussion gemacht. Falls ihr das wissen wollt, geht auf Twitch und schaut euch den Mitschnitt an. Ich denke, es war okay. Wir hatten auch einige schöne Themen gehabt, wie zum Beispiel, wie wir uns die Living World 5 vorstellen, was wir gerne für Features hätten. Die große Diskussion, warum Alex keine Ahnung von Spielen hat, aber ich, weil ich viel so das Übliche halt. Vergiss manchmal deinen Knopf zu drücken, kann das sein? Weil ich push to talk an und ich soll das ausmachen, weil ich krieg ständig hier so ein Geräusch und bip bip und das geht mir auch auf den Sack, deswegen warte mal. Ja, genau, weil das geht mir nämlich auf den Sack, dass du zwischendurch immer abbrichst. Das ist echt anstrengend, dir zuzuhören gerade. Immer so mitten im Satz, kurze Sekunde weg und dann wieder da. Ja, weil das dürfte ja jetzt richtig funktionieren. Ich hoffe, dass mit dem Mikrofon funktioniert. Aber soweit ich weiß, ist Discord ein bisschen empfindlicher als TS. Das kann deswegen durchaus sein, ja. Wahrscheinlich hören sie dich jetzt alle durch mein Headset. Nö, bisher ist alles super und wunderschön. Ja, stimmt, wir saßen hier Dienstag, das war ein super unterhaltsamer Stream und sind so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, was bräuchte eigentlich Guild Wars 2, um Leute langfristig zu binden? Und deshalb sind wir bei dem Thema Itemspirale oder nicht gelandet. Macht euch da jetzt schon mal eure Gedanken drüber, behaltet das im Hinterkopf und schreibt uns nachher eine ganze Menge dazu im Chat. Wir müssen ja den WoW Classic Hype mitnehmen und da gibt's eine Itemspirale. Das ist tatsächlich so ein bisschen. Das war wieder der Gründe, warum wir draufgekommen sind auch, glaube ich. Ja, genau. Das war so ein bisschen meine News der Woche. Ich habe quasi Guild Wars 2 betrogen, jetzt ganz offiziell. Also so, im Prinzip habe ich es ja noch nicht gespielt, aber irgendwie habe ich es getan. Vanitas gemacht, Leute. Ich habe den Vanitas gemacht. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach weil das so gehypt wird, weil alle meine Buddies irgendwie da unterwegs sind und weil es ja tatsächlich eine Erfahrung sein soll, WoW Classic zu spielen. Das ist nicht unbedingt eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen, aber schon eine relativ spontane Sache. Bin selber von mir überrascht, dass ich das gemacht habe. Und wie ihr hier seht, habe ich mir meinen Namen prägesichert, damit da auch keiner mir Sputti wegklaut. Ich bin enttäuscht, dass du kein Nachtelf gemacht hast, weil das passt doch eher zu deinem Baumschmuser. Ich habe mir tatsächlich auch ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht, ob ich eigentlich nicht lieber eine Nachtelf hätte. Bin aber zu dem Schluss gekommen, Pustekuchen. Ich wollte ein bisschen mit Menschen zusammenspielen und der Weg von den Nachtelfen zu den Menschen rüber ist gigantisch lang. Ja, aber so eine Sputteline, so eine sexy Nachtelfe, die bounzt so schön, wenn sie springt. Also eine Sputteline, die lustig bounzt, wenn sie springt, versprochen, wird noch folgen. Dann halt als irgendwas anderes. Jetzt haben wir den Namen schon gesagt. Irgendjemand wird dann auf den Server gehen, falls er draufkommt, weil ja alles voll ist und wird dann den Namen reservieren. Das ist eine Riesendiskussion mit der Namensreservierung, ne? Menschen sind so komisch. Keine Ahnung, ob ich würde irgendwie nicht geil davon werden, dass ich einem Streamer seinen Namen klaue, aber hey, what the fuck, yes. Topaz macht schon, bietet schon die Gilde an, sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie das gildentechnisch aussieht. Vanitas, Sanka, ich habe so ein paar Leute, die mich gerne in irgendwelchen Gilden hätten. Muss ich gucken, regelt sich dann alles tatsächlich. Geh dahin, wo Twitch Money gibt, Alex. Regelt sich aber auch erst alles in der Woche, anderthalb, zwei, drei, weil nächste Woche ist erstmal Gamescom. Nächste Woche wird sowieso alles ein kleines bisschen anders hier auf Guild News und auch im Drumherum. Denn wir sind so ein bisschen vom Team im Gamescom-Hype und haben dieses Jahr mehr zu tun als die letzten Jahre. Also ihr kennt vielleicht so die Guild News Gamescom-Coverage im Prinzip aus zwei Sachen. Erstens, wir schreiben im Anschluss ein paar News. Zweitens, wir twittern ein bisschen von der Messe. Und drittens, es gibt den lustigen Chaoscast. Und dieses Jahr haben wir uns halt den Terminplan ein bisschen voller gepackt, haben Anspiele und Interviewtermine unter anderem für Borderlands 3, Blade & Soul und was weiß ich nicht alles und werden dementsprechend auch eine deutlich interessantere Gamescom-Coverage dieses Jahr auf die Beine stellen, als das in den Jahren vorher der Fall war. Ja, und ich bleib GW2 und Final Fantasy 3, indem ich zu Hause bleibe. Indem du zu Hause bleibst. Und Alex zuschaut, wie er im Stream da bei den ganz großen GameStar-Leuten hier klein gemacht wird. Das wird schön. Freue ich mich jetzt schon drauf. Genau. Eigentlich will ich da gar keine Eigenwerbung für machen, aber Sky hat es jetzt getan. Also nutze ich das. Donnerstag 16 bis 17 Uhr bin ich live bei twitch.tv/monsters-and-explosions zu Gast. Wir sprechen über MMORPGs. Unter anderem stelle ich Astellia vor, das neue Asia-MMO. Ich weiß nicht, wohin sich dann das Gespräch noch entwickelt und worüber man noch spricht, aber das wird halt auf jeden Fall ein Teil
der Show sein, bei der ich dann dabei bin. Und ja, ich finde es großartig, deswegen habe ich es ja auch angesprochen, weil das heißt mal stolz drauf. Das ist ja schon mal ein Karriereschritt. Ja, und nächstes Jahr übernehme ich den Laden. Ist schon fest. Nächstes Jahr gibt es ja kein Gilden jetzt mehr. Das hast du schon für ein Apfel und ein Ei verkauft. Habe ich mal erzählt, dass mir 8.000 Euro dafür geboten wurden? Wenn jetzt einer kommt und 8.000 Euro dafür bietet, who knows? Ja. Nur? Oh Gott, das ist ja nicht viel wert, das Ding. Also, wir hatten mal zu Zeiten von Venian EU so eine lustige Aktion, wo Venian versucht hat, den Wert von der Seite schätzen zu lassen. Und die hatte jetzt ein zigfaches mehr an Aufrufen als wir. Das war schon ganz witzig, eigentlich. Gut, nichtsdestotrotz, Gamescom die nächste Woche wird auf jeden Fall sehr anstrengend, aber eben auch sehr interessant. Ich empfehle an dieser Stelle das, was ich immer wieder tue, wenn ihr euch für meinen Content und für mich interessiert, mir tatsächlich auf Twitter zu folgen. Wer also nicht nur Guild Wars 2 affin ist, sondern auch offen für andere MMOs, für generell Content, den ich twitter, oder für Sachen von der Gamescom. Ich gelobe hoch und heilig, und das wird wahrscheinlich wieder ein paar Leute verschrecken, ich werde recht viel von der Gamescom persönliches twittern dieses Jahr. Das ist bei mir immer ganz lustig. Ich bin vor 2 Jahren das erste Mal auf 900 Follower gestoßen. Da habe ich nie aktiv getwittert mit Sputti. Hab dann 6 Monate gar nicht getwittert. Dann habe ich richtig 3 Monate durchgetwittert, hab über 100 Follower verloren, dann habe ich wieder nicht getwittert, habe wieder 50 bekommen, habe wieder angefangen mehr zu twittern, und so läuft das immer. Je mehr ich twitter, desto mehr Twitter-Follower verliere ich. Bin gespannt, was dann dieses Jahr auf der Gamescom passiert und ob ich es jemals schaffen werde, die 1000 zu knacken. Das ist so mein kleines persönliches Ziel über die Jahre hinweg, mal irgendwann 4-stellig zu werden. Gut, warum ich das Ganze erzähle, hat auch 4-stellig klingt süß, da bin ich schon längst drüber. Ja, mit Guild News bin ich seit zig Jahren darüber, aber ist ja gut. Aber nicht privat. Ja, ich weiß, ich bin alleine nicht interessant genug. Ja, komm, als ob die Leute deine Tweets lesen, die wollen nur deine Kunstwerke sehen, ja. Wenn ich mir die Zahlen so angucke, glaube ich nicht mal das. Leute wollen dir einfach folgen, weil es cool ist, geil zu folgen. Also folgt nicht nur mir. Wenn die haben vergessen, auch, wieder zu entfolgen, das ist das Problem. Folgt auch @gearstonoms. Bist du nicht auch mit Twitter bei uns verlinkt? Ja, hey, ich teste mit Sky eigentlich drin. Sky? Nö. Doch, Twitter, doch da. Twitter, Twitch, oh. Tumblr. Folgt Sky. Ich weiß nicht, warum du Twitch gemacht hast, weil ich streame eigentlich nicht auf dem Kanal. Ich streame immer hier, weil du bessere Bandbreite hast. Ja, ist auch cooler hier. Guild News ist super. Ja, du musst auch Geld verdienen. Das ist richtig. wobei, ja gut, Resubs verdienen Geld, normale Streams sind halt so, also Werbung, Twitch-Werbung. Gut, warum und als ich Final Fantasy und GW2 gestreamt hatte am Samstag, gab's wieder welche. Ja, es funktioniert. Ja, es gibt so ein paar Leute, die resubben, egal was du machst. Du könntest hier irgendwie einen Affen hinstellen, der die ganze Zeit so bumm, bumm, bumm mit, wie heißt es, mit 2 Becken gegeneinander schlägt, und es gibt Leute. Das wird wahrscheinlich sogar unglaublich gut ankommen und auf irgendwelche Newsseiten drauf. Scheiße, wahrscheinlich, ne? Das ist eigentlich eine super Idee. Definitiv. Twitch Plays Bum Bum Äffchen wäre vielleicht auch ein lustiges Format. Das Affentheater auf Twitch. Warum ich euch das Ganze eigentlich erzähle, ist der Artikel von der lieben Julia, der diese Woche rausgekommen ist. Was wurde aus Retime, meinem Geheimtipp der Gamescom 2018? Den Artikel habe ich ja vor 3 Wochen vor meinem Urlaub auch schon geschrieben gehabt. Da ging es um Bannerman. Für Retime lief es übrigens deutlich besser als für Bannerman. Das Spiel ist unheimlich lustig, wird von sehr, sehr vielen Leuten gehypt. Der Release für die Nintendo Switch war kurz nach der Gamescom, beziehungsweise noch während der Gamescom. Und jetzt ist es sogar so weit, dass ein Release für den PC geplant ist, weil das Spiel so gut ankam. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Macht mit Freunden, vor allem wenn man so nebeneinander steht, tierisch viel Spaß. Retimed. Ja, ich kann mich daran erinnern, ihr wart alle an dem Stand gestanden, habt viele Spiele gespielt und ich war nur weiter vorne und hab mir gedacht, boah, seid ihr bald fertig. Es war witzig, du musst dich auf sowas manchmal einfach einlassen. Auf Spaß. Ich weiß, dass nicht dein Stil ist, Sky, ne? Wenn man nee, ich hab so Freitag, glaube ich, geredet, alter, als mit der gemeinsam rumgelaufen sind. Du bist halt so ein alter, grumpy Mann. Wir sind um 6 Uhr morgens ins Bett gegangen, ja? Und ich hatte ja keine Decke irgendwie und ich habe die ganze Nacht gefroren. Ich glaube, ich war da ein bisschen schachmatt freitags. Ist mein Alter, ja. Ja, die zweite interne News, bevor wir dann tatsächlich zu dem kommen, was die Woche und auch die Wochen vorher passiert ist, ist die Turing Gazette. Das habe ich mal mit dazu gepackt.
die ihre Kampagne auf Indiegogo gelauncht hat und innerhalb von 15 Stunden sämtliche Welle eingerissen hat. Geil, was ist passiert? Gib mir einen kleinen Moment, ich muss nämlich kurz Spechtmusik hier antworten. Das kann ich eigentlich auch gleich nochmal hier kurz im Stream sagen. Also nur, falls sich jemand gewundert hat, ich hatte ja letzte Woche, gab es eine Wiederholung von meinem Archer von vor 3 Wochen jetzt. Und ich weiß nicht, die haben ein neues Intro übrigens gemacht. Weil du das schon nicht gesehen hast. Wir haben jetzt so ein eigenes Intro für unsere Artshow von Stephanie bekommen. Oh, echt? Die verschiedenen Artworks gezeigt, das Ganze ist so ein bisschen animiert, also das Bild bewegt sich so ein bisschen. So wie Wooden Potatoes mit seinem Anfang was hat, irgend so ein paar bewegte Sachen. Und ja, das ist ganz nett. Und die hatten das benutzt, plus die Aufzeichnung von mir deswegen. Ich halte nicht viel von Wiederholungen, aber es war nicht mehr möglich, da einen Original-Livestream zu machen. Weil ich rede über den Chat, gehe auf den Chat grundsätzlich ein, wenn ich stream. Ja, in der Wiederholung ist es dem nicht. Kann man das nur so, so am Rande. Also Twitch hat ja irgendwann vor einem Jahr oder sowas ein Feature gelauncht, bei dem du Streams, die du mal aufgezeichnet hast, nochmal abspielen kannst als Livestream. Wer Bock oder macht zum Beispiel sehr häufig da. Dann läuft einfach der alte Stream allgemein als Wiederholung. Die Leute können dann wieder neu reinschreiben. Bei Critical Role, glaube ich, war das genauso. Das heißt, wenn du eine Aufzeichnung von dem Zeug anguckst, dann, also wenn es nochmal so dargestellt, also nochmal so aufgeführt wird, dann kannst du da auch direkt schreiben, mit Leuten unterhalten. Aber es gibt auch noch die alten. Ich habe halt auch überlegt, Mods. Also es ist halt so eine für mich sehr, sehr strange Vorstellung. Also man könnte den Podcast zum Beispiel, weiß nicht, Freitagnachmittags nochmal restreamen, irgendwie für die Leute, die da Bock drauf hätten. Aber ich kann mir halt nur absolut nicht vorstellen, dass das cool ist. Also ich habe nicht die Zeit, um nebenbei den Stream-Chat zu bewachen. Und wenn ich die Zeit hätte, würde ich halt selber aktiv streamen. Und ja, wenn ich die Zeit nicht habe, um den Streamchat zu beobachten, dann ist es ja scheißegal, ob es eine Aufzeichnung auf YouTube ist oder gelivestreamt wird auf Twitch. Das hat ja keinen Mehrwert. Ich finde live grundsätzlich besser irgendwie. Also ich finde es wichtig, dass man Voice hat, also dass man mit den Leuten einfach reden, allgemein redet. Ich weiß nicht. Gut, bei Artshows geht es vielleicht anders. Quasi aber Twitch von Let's Plays und Twitch von dem Fernsehprogramm. Ja, eben. Die Live-Komponente ist halt wichtig, falls die Leute was schreiben. So bei Marios gestern war es ein bisschen traurig wieder. Er hatte von den Zahlen her war es eigentlich gut, so ungefähr 40 rum. Das ist für eine Art Show auf dem offiziellen Kanal mittlerweile nicht mehr gut, aber es ist besser als vorher bei ihm. Aber der Chat hat halt kaum geschrieben und ich war gestern abgelenkt. Ich wollte die ganze Zeit, weil schon steht immer nur mein Name die ganze Zeit da. Und ich kann nicht einfach mit ihm die ganze Zeit einen Dialog führen über den Chat deswegen. Das ist halt dann ein bisschen traurig, wenn keiner schreibt, ist halt auch schwierig, aber hey. Es gibt auch andere Streamer, die ich kenne, die jetzt halt mit wenig Leuten zu kämpfen haben. Ja, es ist ein bisschen die Luft raus in Guild Wars 2. Wir klären vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen, warum. Jetzt erstmal Tyrion Gasset. Gut, aber Tyrion Gasset, ja genau. Also, dann gebe ich euch hier als erstes mal. Bei Darf hat die Luft nicht raus. Haha! Ich meine, du machst das sicher da mit dem Timestamp, dann kannst du ja auch da den Link vielleicht nochmal reinmachen. Hier gibt's nochmal den Twitter-Account zum offiziellen Guild Wars 2 Art Collective, du zeigst auch schon, genau. Und hier ist die Indiegogo-Kampagne. Und ja, wir haben letzte Woche den Launch gehabt und hatten es geschafft, in weniger als einem Tag wieder das Ziel zu erreichen und sind aktuell bei 231%. Wow, ist auch zum ersten Mal, dass ich sehe, dass wir so hoch sind. Und es läuft noch 27 Tage, von daher, yay. Also, ich habe das in Erinnerung, glaube ich, bis 80.000 gab es Stretch Goals. Ja, also wir sind diesmal haben schon erweitert, die Stretch Goals, kann das sein? Ja, das Neueste hier zum Beispiel direkt vom 12. August ist zum Beispiel 75.000. Da gibt es die Karte, die Kobold gezeichnet hat, mit Ipos. Mhm. Und das hat so einen schönen Hologramm-Effekt drauf. Das ist eine Postkarte, die dann jeder also in dem Paket mit dazu bekommt. Und ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich schon, ich glaube, ich darf nicht darüber reden, aber wir haben noch was anderes jetzt gerade im Petto. Da arbeitet sie jetzt gerade dran, das dürfte auch ganz interessant werden. Also in Ideen mangelt es dies ja nicht. Weil letztes Jahr war es ja so mit der Tyrion, mit den Tarotkarten, dass Mel niemals damit gerechnet hätte, dass innerhalb von weniger als einem Tag das ganze Ding gefundet ist. Und die hatten in den Nacht-Nebel-Aktionen ständig neue Stretch Goals machen müssen. Diesmal sind sie besser vorbereitet. Ich bin gerade total geflasht davon, was halt schon alles raus ist von der Also es gab ja neben den, also rechts am Rand, da seht ihr vielleicht so diese Pakete, die ihr quasi tippen könnt. Das heißt, wenn ihr da Geld reinsteckt, dann steckt ihr ja nicht nur Geld in das Projekt an sich, sondern ihr bekommt was dafür zurück. Und zwar für, da gibt's halt, ne, ähnlich wie bei uns bei Patreon, da kriegt ihr auch was für bestimmte
Donations im Monat und hier kriegt ihr halt was für bestimmte einmalige Donations. Für 30 Euro gibt es dann eben diese Tyrion Gazette. Das ist für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ein Fan-Magazin, so ein bisschen in der Fashion. Nein, Fashion drop mal ein bisschen. Also es ist Fashion mit drin, aber es ist kein Fashion-Magazin. Also kein Modemagazin. Das ist halt einfach so, ich weiß nicht, vielleicht sowas wie Stern oder sowas in der Richtung, nur luxuriöser, keine Ahnung, also irgendwas mit vielen Geschichten, mit viel Werbung, mit schönen Artworks, mit allem drum und dran, aber halt für ganz Tyria bezogen. Es gibt einen Modeanteil natürlich da drin, aber das ist nicht ein reines Mode. Wärst du überrascht, die meisten Fashion-Magazine beziehen sich nicht nur auf Mode. Also wenn du irgendwie durch diese der Playboy ohne nackte Frau und so hier. Weißt du doch, den Playboy kauft man sich nur für die Geschichten und nicht für die nackten Frauen. Und danke schön, Glücksschlupfer, für den Sub. Ja, das ich nicht. ich stelle übrigens gerade fest, dass das Bild zu hoch ist und man deshalb den Sub nicht gesehen hat. Glücksschlupfer, du musst nochmal subben. Jetzt sollte der Alert sichtbar sein. Das ist das Problem, weil ich gerade an den Overlays nochmal gebastelt subben, genau. Oder donaten oder tippen oder sowas, dann ich meine, wenn du es nochmal ein bisschen hochscrollst, da siehst du ja so ein paar Beispiele einfach da, mit dem Chefkoch auf Amnum zum Beispiel, Hintergrund haben wir Götterfels. Mein Artwork ist links neben Götterfels, ganz oben, dieses gelb-grüne über den Frauenkopf. Ah, da, ja, das Stück, ja. Dieses Hauchding, das ist Saufschan mit Kaka. Und links haben wir Werbung für einen Stein, das hat jetzt Ole gemacht. Und das Hochzeitskleid zum Beispiel kam bei Peachy gut an, nachdem sie das. Ich habe bei Peachy im Stream auch gleich mal Werbung gemacht, was ziemlich gut war. Gut, aber wir haben auf jeden Fall einen Haufen Sachen rechts am Rand, die man halt bestellen kann. Unter anderem noch 666 Ausgaben der Tyrion Gazette für EU, US und 500 Ausgaben weltweit. Die sind gar nicht, also zumindest diese weltweiten Ausgaben sind gar nicht so krass weggegangen. Was mir gerade so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, sind die ganzen 76, Artworks, die Commissions, genau. Die alle raus sind. Weil die Commissions waren ja teilweise gar nicht so günstig. Also 112 Euro für die, also ist die eine Sache. Aber da waren ja auch Commissions 188 Euro, 300 Euro, 583 Euro von Joshua Cadogan. Sollte mir das was sagen, der Name? Wenn der so teuer seine Commissions verkauft? Oder ist da was Besonderes dran? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Es kommt noch drauf an. Ich nehme mal an, das hat was damit zu tun, was die Künstler halt verlangen, die damit gemacht haben. Ja, das habe ich mir halt nämlich auch gedacht. Aber mein Cassandra zeichnet ziemlich gut. Die Qualität, wo sie liefert, ist echt nicht schlecht. Sogar Mike C. hat bei ihr eine Commission gemacht mit seiner Azura. Und das ist ein großartiges Bild. Mir wurden sogar kritisiert dafür auf Reddit. Also da gab es echt jemand, der war ein Kunstkritiker. Pseudo-Kunstkritiker, der hat dann erstmal rumgefilmt und gesagt, also für manche hier da so viel Geld auszugeben, das ist so billig, so das eine kommt so ein bisschen an den GW2-Stil hin, aber hin und her, der hat halt richtig da rumgeflammt. Aber fertig, ich meine, Künstler verkaufen sich eh unter Wert, ich meine, ich zeige alles für dich kostenlos. Oder früher hat er von daher. Ich hatte auch so ein lustiges Erlebnis. Da war jemand, der hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich für ihn ein paar Zeilen texten könnte. Und ich habe gesagt, ja klar, was gibt's denn dafür? Und dann meinte der, wieso? Ich will doch nur so und so viel Zeilen. Das kannst du mir irgendwann mehr. Geschenkt. Das mache ich nächstes Mal auch so, wenn du sagst, hey Sky, kannst du uns mal wieder hier einen neuen Sub-Icon oder irgendwas machen? Sag ich, ja klar, wie viel? Ja, ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. So, stimmt, so diesmal kann das sein. Du verdienst ja endlich Geld. Also von daher kann man ja auch Geld richtig die Kohle raushauen. Ja. Ich bin reich hier. Nehmt alle mein Geld. Gut, auf jeden Fall, auch hier werden wieder irgendwie alle Rekorde gebrochen. Weißt du noch, was bei dem Tarot rumgekommen ist insgesamt? Da müsste ich jetzt wieder nachschauen hier. Ist die als Gruppe sogar drin? Das war extrem viel. Ich glaube, wir haben über 10.000 Dollar für ich glaube, das war für die Tiere oder irgendwas. Nee, das war für Zinn, war für die Tiere. Was war? Waren Erzone Grenzen das? Ich weiß gar nicht mehr, was das Ding war. Aber da war es vielleicht Wildlife. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Erzone Grenzen war auf jeden Fall das erste Projekt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, es war über 10.000 Dollar. Also ich glaube, bis zu 12, glaube ich. Okay, und wie viel wird hier für Charity werden? 10%, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, also ganz am Anfang ist es, glaube ich, also 3.000 sind aktuell schon sicher. Und je nachdem, wie du es hörst, natürlich noch mehr. Ich kann das allerdings nicht. Vielleicht sind es auch mittlerweile. Also 10% genau vor. Also 10% insgesamt geht raus für Charity, steht ja unten dran. Plus ja, klar, halt ja. Die Stretch Goals von
3000 müsste, glaube ich, gerade erreicht sein, ne? Das heißt also 13.000, also statt jetzt gehen 7.000 plus 3.000 etwa auch 10.000 Euro an wohltätige Zwecke. Was gut ist. Also das klingt sehr, sehr ordentlich. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache diesmal. Das geht auch an Extra Life, das ist ja die Charity, die ArenaNet unterstützt. Wieder, ich nehme an, Ende Oktober, November? November. Ist das machen immer. Die sicher wieder diesen Livestream über 24 Stunden mit Ruby. Und ja, ist eine schöne Sache, weil ArenaNet sponsert das ganze Projekt. Das ist ein offizielles Projekt, das auch über die Creative Partnership, also die Partnerschaft geht, wo ich auch drin bin. Also Mel ist Mitglied, die ist extra da drin als Creative Partner für solche Projekte. Und das habe ich ja schon mal gesagt, also die Sachen, was wir da drin machen, von den Zeichnungen her bis zu den, was die Schreiber an Geschichten schreiben und so weiter, ist alles so gemacht, dass es halt Canon ist. Also dass es wirklich zur Lore zum Spiel passt. Das heißt, so ein Poki kann ich nicht reinzeichnen. Nicht mal als Sticker, das ist nicht erlaubt. Ein Gordon mit Bikini könnte ich noch machen, weil es eine Grauzone ist. Was ich auch mache, als extra Sticker, muss ich noch zeichnen. Gut, also wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, wenn ihr euch so ein Magazin sichern möchtet, tut das. Ihr findet dazu auch eine schöne News auf gatenews.de, die sich eben genau mit dem Erfolg der Tyrion. Also ein Weihnachtsgeschenk ist es nett, das wird erst eben, wenn ich richtig mache, glaube ich, im Februar wird das verschickt. Januar soll die erste Fuhre rausgehen, Februar die zweite. Ja, genau. Und es ist diesmal anders als letztes Jahr. Sayera macht diesmal nichts. Das bedeutet, wir kriegen nicht aus Tschechien die Sachen geschickt. Das heißt, wir müssen zwangsläufig leider gute Steuern zahlen dafür oder Zoll zahlen, Zollgebühren. Da kommen wir nicht drum herum. Mel macht diesmal alles alleine mit Verschicken und das heißt, es kommt aus den USA und da kommt der deutsche Staat und sagt, hey, machen Sie doch mal auf, was ist das für ein Scheiß hier? Kann ich ein Lied von sehen, wir haben damals als gesamtes Team ganz, ganz groß bestellt bei, hier, wie heißt das Fan-Ding? Wheel of Fine, ich glaube, das heißt genau, Fanforge ja. Mittlerweile. Ja, da haben wir richtig was dagelassen. Ich glaube, wir haben für $300 eingekauft und 200 Euro bei Zoll gelassen oder irgendwie sowas. Da habe ich mich echt hingesetzt. Ja, das ist auf jeden Fall, was er noch mit berücksichtigt. Das wird zwar alles, die Chipkosten sind zwar alle drin, allerdings der Zoll wird trotzdem von euch verlangen, dass ihr vielleicht noch bis zu 7 Euro draufzahlt oder so, je nachdem, was es ist. Das ist ein bisschen bitter, weil ich hasse es, immer 1,5 Stunden zum Zoll zu fahren, aber hey. Es ist, die Qualität ist es wert. Die Produkte, was er macht oder was wir da machen, muss ja wir sagen, das ist wirklich hochwertig und Leute fragen immer noch Mel an, ob sie endlich mal wieder Tarotkarten noch verkaufen kann und hin und her. Also, die Leute denken echt, es ist offizielles Merch von ArenaNet, weil die Qualität halt einfach so hoch ist. Also wenn es euch gefällt, ich kann es echt nur empfehlen, weil so ein Fanprojekt gibt es sonst nirgends. Gut, dann hüpfen wir tatsächlich weiter zu den News, die wir zurückgelegt haben uns. Und zwar zum einen, das ist jetzt ungefähr 2 Wochen her, 2 Wochen und 2 Tage, da erschien in Guild Wars 2 ein kleiner Patch, der die legendären Runen und Sigille gebracht hat. Die haben wir in der letzten Woche noch nicht durchdiskutiert, weil wir da das Balance-Special hatten. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr das die Woche davor schon mal angesprochen habt. Wahrscheinlich nicht, weil da noch nicht zu den Preisen hundertprozentig feststand, oder? Sky, erinnerst du dich an den Podcast von vor 2 Wochen? Boah, das ist lange her. Okay, ich mach's so oder so nochmal, weil meine Meinung ist ja sowieso eine spannende und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute hier explizit auf meine Meinung warten. Also, kurze Übersicht, legendäre Runen und Sigille. Ihr könnt sie euch jetzt herstellen, beliebig viele, wenn ihr Lust darauf habt und ihr benötigt dafür verschiedene Gaben, unter anderem die Gabe der Handwerkskunst, die setzt wiederum 50 Versorgermarken voraus. Die Versorgermarken kennt ihr vielleicht noch aus der Zeit, in der ihr die legendäre Rüstung gebaut habt. Die könnt ihr euch einmal am Tag bei einem spezifischen Händler, könnt ihr euch ein paar Stück davon besorgen, müsst dafür spezifische Kreidwaffen mitbringen. Ist alles ein ganz kleines bisschen komplizierter, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Dafür gibt es aber unser Tool und unser Tool verrät euch explizit, was ihr braucht und vor allem, wie viel es kostet auf GateNews. Seid ein kleines, du hast auch einen schönen Guide hier gemacht, genau. Genau, es gibt einmal den Guide und es gibt halt einmal dieses Versorgermarkentool. Beim Versorgermarkentool kann es vorkommen, weil es ein JavaScript ist, dass euer Skript das blockt und ihr das nicht seht. Eigentlich ist das eine Tabelle, in der ihr Einzelpreis, Sofortpreis und auch Herstellung, wenn ihr das selber herstellen möchtet, sehen könnt. Das ist super praktisch und schnell zu überfliegen. Herstellung 40 Silber, Bestellung 58 und Sofortkauf 66 zum Beispiel. Hier für das Meuchelnde, für die Machete.
Genau, und das ist das große Problem. Nicht bei jedem funktioniert das Ganze. Wie gesagt, achtet da ein bisschen auf den Scriptblocker. Ich zeige das sogar einmal, das Problem. Das machen wir ganz, ganz fix, weil es mir nämlich im Firefox angezeigt wird, problemlos. Und in Google Chrome muss ich immer wieder das Java-Skript, also der blockt immer wieder automatisch die Java-Skripte. Sieht dann einmal so aus. Hier seht ihr dann plötzlich bei den Kreidmacheten nicht das, was ihr eigentlich sehen sollt. Und in Chrome, beziehungsweise in Firefox, seht ihr dann ganz genau aufgelistet. Bei mir ist es jetzt gerade so. Da muss man ein bisschen Adblocker ausschalten. Ja, der Adblocker ist nicht an. Aber nice try! Wenn ihr den Adblocker anhabt, macht ihn aus, unterstützt damit. Geht ich probier's mal. Ich mach ihn mal an. Brauche ja eh kein Geld und. Holala, ich sehe trotzdem Geld. Also, aber okay, ich seh's nicht. Doch, ihr könnt dann ganz einfach es funktioniert nicht mit Adblocker, man muss ihn ausschalten. Unbedingt. Ihr seht dann hier einfach, das ist der Händler, der befindet sich an der Wegmarke. Zu dem geht ihr dann hin und da könnt ihr dann immer eine Sache aus jedem Tab heraus kaufen. Dann geht ihr zum zweiten Händler, Göhne Talkessel, macht da das Gleiche. Und dann könnt ihr nochmal beim Ogerhändler ebenfalls diese Gegenstände gegen eine Versorgermarke eintauschen. Bei allem Respekt, habe ich schon keine Lust, das herzustellen. Mal. Es ist super anstrengend und nervig. Ja, das ist doch nervig. Kann man das nicht einfach kaufen? Warum muss man immer schon was machen? Das ist, egal. Also du kannst davon 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, glaube ich, nee, 16 immer herstellen. Und seit dem Patch gibt es neue Händler in den Hauptstädten. Und die neuen Händler in den Hauptstädten sind spannend, weil, oh, steht hier oben sogar, 15 Marken pro Tag und Städte könnt ihr nochmal mindestens 18 Marken pro Tag eintauschen. Aber Dinge, die einmal täglich hergestellt werden können, können auch mehrfach eingetauscht werden. Und hier kommt ein ganz besonderer Clou. Aufgeladene Quarzkristalle könnt ihr nur einmal am Tag herstellen. Ihr könnt aber beliebig viele aufgeladene Quarzkristalle bei dem Händler umtauschen in eine Versorgermarke. Ich hatte über 200 und habe dann instant meine 50 Versorgermarken vollgemacht. Okay. Das so als kleiner Trick. Das ist schon mal besser, aber trotzdem ist es halt. Ach Gott, ja, ich weiß. Hier unten beim Hain ist übrigens dasselbe. Da ist dieser Batzen von Rückständen des ältesten Geistes, dieser Vorgegenstand, den man braucht für T7-Holz. Die Triumbrocken sind hier unten noch. Und Steine der mystischen Schmiede, die man so gar nicht bekommt. Die könnt ihr endlos oft eintauschen, wenn ihr die besitzt. Sodass ihr relativ zügig seit dem Patch an Versorgermarken kommen könnt. Ja, dann bietet sich an, jeden Tag Quarzkristalle zu machen, ist wahrscheinlich das günstigste, was wir machen können. Ja, die anderen Sachen gehen auch vom Preis her. Jetzt sind wir aber bei dem Punkt, was brauche ich sonst noch für die legendäre Rune? Ihr braucht einmal die Gabe der, also die Gabe der Handwerkskunst, dann die Gabe der kondensierten Macht und Magie. Die beiden Gaben kennt ihr schon von anderen legendären Gegenständen. Das sind die, wo ihr jedes Material T3, T4, T5, ja, T6 benötigt. 250 Sachen von dem Zeug. Genau. Ja. Und dann kommt die neue Gabe dazu, das ist die Gabe der Runen. Die braucht 50 mystische Aspekte und die wiederum sind in der Herstellung ein kleines bisschen teurer. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, weil das sind die, die es vor anderthalb Wochen gebraucht hat. Ungefähr 1,5 Gold, glaube ich, pro mystisches Aspekt. Das sind ja so rund 75 Gold alleine schon für die Aspekte aus der Gabe der Rune. Plus halt die anderen Gaben. Macht insgesamt, da kommen wir zu dieser lustigen Tabelle, die hat Community-Mitglied Nasbit erstellt. Da findet ihr die exakten Preise just in diesem Moment, was ihr zahlt für eine legendäre Rune und ein legendäres Sigill. Und die Preise aktuell sind 520 bzw. 580 Gold pro Rune oder Sigill. Und da wird ganz, ganz groß drüber diskutiert. Weil warum zur Hölle soll ich in meine legendäre Rüstung oder sogar nur in meine aufgestiegene Rüstung etwas reinpacken, was so teuer ist? Diese Aufwertung sorgt halt im Prinzip nur dafür, dass ihr die Rune frei wechseln könnt, so wie ihr bei legendärer Ausrüstung auch die Stats wechseln könnt. Und es gibt keine Rune, die ansatzweise so teuer wäre. Also ihr könnt halt theoretisch euch jede Rune einmal kaufen, sie in euer Inventar packen und immer durchtauschen, weil die Runen werden nicht gelöscht bei legendärer Ausrüstung. Das heißt, es wäre günstiger, alle Runen dieser Welt mit euch herumzutragen, als einmal so ein Ding herzustellen. Plus, ihr werdet in eurem ganzen Leben wahrscheinlich nur 5 oder 10 Runen überhaupt davon benutzen. Das heißt, ihr müsst euch euer Inventar gar nicht so vollmüllen. Also preislich ist das ein absoluter
Witz. Ein absoluter Witz. Ja, aber du bist halt komplett legendär dann halt einfach. Jedem Slot ist ein Legendary. Geil, oder? Also ich muss halt auch sagen, zur Probe habe ich das gemacht. Ich habe eine legendäre Rune hergestellt. Das musste ich tun, einfach um diese ganzen Wege zu überprüfen. Es war sehr, sehr strange bis zum Patch. Seit dem Patch am Dienstag ist alles ein bisschen besser. Da haben sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein paar Änderungen an der Rune vorgenommen. Also beziehungsweise an den legendären Runen und dem Sigil. Vorher war das total unnötiger Blödsinn. Jetzt ist es okay, wie sie es gemacht haben. Nur der Preis ist halt eine absolute Frechheit. Ich zitiere an dieser Stelle den von uns allen sehr, sehr hochgeschätzten Nico. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist in keinem Sinne akzeptabel. Eine legendäre Rune alleine kostet ca. 420 Gold. Lüge, 520 Gold. Das ist schon, das ist mit der API exakt durchgerechnet. Das ist just in der Sekunde der Preis, den ihr zahlen würdet. Das ist schön. Ein Set aus Runen aus dem Handelsposten kostet um die 15G und wird, sofern die Meta sich alle 2 bis 3 Monate wechselt, in knapp 52 Jahren rentieren. Ich bin ja schon immer lustig, wenn ich über meine Heimatinstanz rede und sage, ich muss nur 1200 Tage abbauen. Das sind 4 Jahre, dann hat sich das rentiert. Aber 52 Jahre ist halt nochmal eine neue Hausnummer. Puh, dass sich Nico da überhaupt Gedanken drüber gemacht hat. Ja, vielen Dank dafür. Er hat auch geschrieben, ein legendäres Rüstungsteil kostet 350 Gold, bietet die Vorteile, dass man sich seine Stats aussuchen kann. Man kann die Rune frei wechseln. Plus, es ist halt, hat noch eine optische Komponente. Und dieser Slot, legendäre Rune und legendäres Sigil, haben halt null optischen Effekt. Ihr zahlt halt wirklich nur für diesen minimalen Vorteil, dass ihr die Rune nicht im Inventar haben müsst. Eigentlich zahlt ihr für ein paar Inventarplätze 520 Gold. Das ist günstiger, sich einen weiteren Inventarplatz zu kaufen für Echtgeld oder für Goldfarm und dann Gems eintauschen. Wow, das ist übel. Und zudem kommt es übrigens noch zu Bugs. Das heißt, wenn man dieses Tool, das man sich herstellt, die legendäre Rune und das legendäre Sigil auf seine Rüstung setzt, kann man es ja auch wieder runternehmen und auf eine andere Rüstung packen. Theoretisch kann man das auf eine aufgestiegene Rüstung und auf eine exotische Rüstung packen. Exotische und aufgestiegene Rüstungen zählen aber nicht zusammen. Also es gibt, also legendäre Runen sind auf einer exotischen Rüstung eine andere Rune als auf der aufgestiegenen Rüstung. Obwohl man 6-mal die Gelehrtenrune auswählt, bei, sagen wir mal, 4 aufgestiegenen Rüstungsteilen und 2 exotischen Rüstungsteilen, bekommt man nur den 4er- und den 2er-Bonus, nicht den 6er-Bonus. Das ist ein Bug, das wird sicherlich noch behoben, ist aber gerade ein Problem und hat Nico auch noch mal darauf hingewiesen, dass das ein Problem ist. Die Bugs sind gefixt, sagt Uri. Okay. Nico hat das gerade noch geschrieben. Das heißt, da habe ich ihn jetzt in diesem Fall einfach mal vertraut, dass der Bug noch existiert. Anscheinend tut das nicht mehr. Zumindest auf den ersten Blick. Da baue ich mir lieber noch eine legendäre Rüstung. Ich gucke gerade übrigens mal so ein bisschen durch den Chat durch. Samara sagt, wenn es aufs Gold nicht mehr ankommt, da kann man das machen. Da baue ich mir lieber noch eine legendäre Rüstung. Topaz oder Pivo würde 100 Gold zahlen, kein Kupfer mehr. Ich glaube, 100 Gold ist auch so ein Bereich, wo man akzeptabel mit sowas für alle Runen 100 Gold und fertig, wenn überhaupt. Keine Ahnung. Ich glaube, mit 100 Gold könnte ich leben. Da bräuchst du 600 Gold für die Runen, nochmal ein bisschen was für die Sigille. Das wäre okay und machbar und was, wo man drauf hinarbeitet. Aber das ist halt absolut lächerlich und unnötig. Das ist schon krass, wie sehr Arena Net daneben gegriffen hat. Also wirklich krass. Vor allem braucht man sowas noch in der Zeit. Zum Beispiel, ich sage immer, das System, was sie im PvP haben, ist doch toll. Dieses Build-Template, was sie da benutzen. Du wählst einfach deine Rune aus auf deine Waffe und fertig. Du musst vielleicht nur einmal gesammelt haben, freischalten, das wär's gewesen. Das ganze Ding ist ja noch nicht mal irgendwie ein gutes Geschäftsmodell, oder? Oder kann man sich da eine goldene Nase verdienen, wenn man Runen herstellt und in den, oder irgendwie. Du kannst damit mit nichts Geld verdienen, außer wenn du darauf spekuliert hast, dass du ein paar Materialien davon verkaufen würdest. Die T6-Materialien sind ein bisschen teurer geworden. Diese Symbole, die man bei der Wiederverwertung kriegt, sind ein kleines bisschen teurer geworden. Aber selbst da war kein großer Spike. Also das wird wahrscheinlich vor dem Patch
weil wäre es vielleicht irgendwie 40 Gold günstiger gewesen oder 30 Gold. Und das ist halt jetzt ein bisschen angestiegen, weil die Leute das halt haben wollten und gebaut haben, aber im Großen und Ganzen. Also wenn du es jetzt rausmachen würdest aus dem Spiel, dass es keine Sigillenrune mehr geht, die du herstellen könntest, sondern die werden einfach freigeschaltet, du hast schon mir aus alle jetzt schon freigeschaltet auf deinem Account für dich. So, und es wird ja eh witzig, weil sie arbeiten im Hintergrund ja an dem Template-System. Das heißt, an dem Punkt, ich meine, okay, das Template-System wird wahrscheinlich Rücksicht darauf nehmen, dass du alle Runen und Sigille auswählen kannst und es wird halt wahrscheinlich dann halt nichts auswählen, wenn du dir ein falsches Bild speicherst. Aber so allein diese Vorstellung, sie kreieren ein Template-System, das eventuell auch mit der Ausrüstung interagiert und das spätestens würde legendäre Runen total obsolet machen. Ja, total unnötig eigentlich. Das ist nur sowas, ja gut, wir haben es mal reingebracht, wo wir es vielleicht mal versprochen haben, aber das ist halt... Ja. Das ist, vielleicht ist es einfach nur deswegen, genau deswegen drin und natürlich, dass wieder Gold aus dem Spiel rausgenommen wird. Dinger sind wie ein Bugatti Veyron. 2 Millionen Euro für ein cooles Auto, 60.000 reichen aber auch. Ja, so ein bisschen in diese Richtung geht's. Es ist halt für Leute, die das Geld haben, aber selbst das Schlimme ist ja, dass selbst die Leute, die das Geld haben, der Meinung sind, dass das unnötig und viel zu teuer ist. Und das ist ja verrückt. Also wann waren wir mal in einem Zeitpunkt, wo Leute gesagt haben, mir ist selbst dieser Luxusgegenstand zu teuer, obwohl ich das Geld habe? Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Ticket. Was hat das gekostet? In Ember Bay. Da war doch dieses Zirkus-Ticket. Was hat der 1000 Gold? Erfolg, oder? Man hat doch nicht noch einen Erfolg dazu für fünf unglaublich reich oder wie das hieß. Ja, ja, genau. Dieses mit 10.000 Gold oder was? Nee, ich glaube, es waren 1000 Gold für 10 Erfolgspunkte. War nur 1000. Ja, aber selbst da haben die Leute, selbst da gab es Leute, die das ich halt bin steinreich, haben, ne? Ist der Titel, ja. Ja. Ja, klar, das ist natürlich nur, das schreibt der Ori genauso, das ist nichts weiter als Prestige. Ich habe überall Legendary drin, ich bin hier der Beste, ich habe Gold, bam. Aber okay, ich meine, wenn die es haben wollen, fertig, ist in Ordnung, aber es macht halt für uns Normalos irgendwie keinen Sinn. Wie gesagt, ich habe das eine Teil gebaut, weil ich halt einmal den Crafting-Weg nachvollziehen wollte. Ich veröffentliche keinen Guide, wo ich nicht zumindest halt schon mal überprüft habe, dass das stimmt. Und entweder habe ich es überprüfen lassen aus einer sicheren Quelle oder ich mache es halt selber. In diesem Fall habe ich es halt wieder selber gemacht. Ja. Ich habe eine legendäre Rune. Und kann yay, Alex, hab ich schon mal. Wie viel gibt's? 5? Sollen wir mal gucken? Warte, wir können mal Spaß haben, wir geben 2 Fish und sie schauen, also, wie viele Leute eine. Jetzt, wobei, kann ich das sehen, wie viele Leute in legendäre Runde? Nee, es ist, glaube ich, nirgendwo drin in den Stats, oder? Jetzt überleg mal, die machen ein Build-Template und alles kannst du auswählen, von Ausrüstung bis zum geht nicht mehr. Und nur bei den Runen musst du jetzt eine Rune aus dem Inventar nehmen und rüberziehen in das Fenster vom Build-Template und dann musst du die Rune sozusagen da verbrauchen. Das Schöne ist ja, auf legendäre Rüstung wird die Rune nicht verbraucht. Geil. Nee, die natürlich nicht, weil du kriegst dann sofort, wenn du das reinmachst, schon wieder ein Duplikat bei dir im Inventar oder so. Kannst du nicht verlieren. Ja. Ja, aber alle anderen musst du kaufen und trotzdem herstellen. Problem gelöst, die sind nicht unnötig, Leute. Aber dann hast du das Bild-Template ja auch wieder absurd umgeführt. Also Fenriska, ich sag nur so, also Fenriska schreibt gerade, für mich sind legendäre Sachen schön im WVW, weil ich viele Builds teste, aber die Runen und Sigille sind eine Frechheit. Ja, dadurch, dass Runen und Sigille halt nicht kaputt gehen, einfach die einmal im Handelsposten kaufen, so ein Set kostet im schlimmsten Falle irgendwie 3 Gold. Oder ja gut, das ist einmal Daily oder 2 Tage Daily, wenn überhaupt, oder mach halt noch mehr und dann ist das Zeug ohne Probleme. Genau, die anderen Sigille und Runen wieder sammeln, die du sonst benutzt und gut ist. Also legendäre Ausrüstung an sich, schön. Legendäre Runen und Sigille, eine absolute Frechheit. Absolute. Ja, nur weil es wieder legendär heißt, muss alles extra extrem teuer sein, habe ich so das Gefühl. Weil die Leute es gewohnt sind, keine Ahnung. Das hier wäre echt mal interessant, was die Entwickler gedacht hätten. Da wäre so ein Killchat schön, muss man mal drüber erzählen, warum das so toll ist. Aber das trauen sie sich nicht. Gelehrtenruhen so teuer gerade. Wow. Eine kostet 5 Gold, ja, 5 mal 6. Ja, okay, ja, 30, knapp über 30 Gold, das stimmt. Wow. Aber viele, also er hat ja gerade geschrieben, er trotzdem immer noch günstiger als 500. Bis ich möchte kurz auch anmerken, Fenriska sagt, er experimentiert häufig mit WVW-Builds. Der wird schon einen gelehrten Runenset haben und experimentiert dann mit schwächeren Runen und nicht mit der besten Rune. Mit der besten Rune im Spiel experimentierst du nicht, die hast du sowieso. Wäre jetzt zumindest mein Bauchgefühl. Ja, und da wäre natürlich ein Build-Template, wo man auswählen kann wie im PvP, göttlich. Es ist ja jetzt so ein bisschen so, also wenn du das alles machst, es ist halt nur schweineteuer. Ich meine, hier siehst du das, ne? Es ist mein Screenshot, ich habe den Screenshot gemacht.
Das ist meine Ausrüstung, wie du hier auch siehst, das immergrün Beinkleid. Da habe ich das draufgepackt. Ja, sieht wunderschön halt aus, die UI, die ist großartig. UI ist gar nicht so schlimm, vor allem seit dem Patch, denn sie haben ist ja nicht drin. Sie haben jetzt eine Suchleiste und einen Filter reingebaut, sodass du jetzt die Runen auch findest, die du suchst. Außerdem sind die Sachen alphabetisch sortiert. Auch das ist sehr angenehm. Das waren sie vorher nämlich nicht. Dementsprechend hat der Patch ein bisschen die legendären Runen und Sigille verbessert. Es hieß ja, als das rauskam, dass das ja alles so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt worden ist, auch mit den ganzen Bugs. Denkst du, das war Nikutschus oder so? Es muss einfach schnell raus jetzt, damit wir was Positives haben, oder? Die legendären Runen und Sigille haben sie doch schon im... Ja, angekündigt war es ja, aber Februar, als es rauskam, war es ja verbuggt teilweise und nicht gerade so, dass man gesagt hat, wow, cool. Ja, aber das gab's Problem ist, sie hatten ja jetzt keine Not, die rauszubringen. Mhm. Also sie haben ich die mit dem Veteranenschucht los oder so, um irgendwie ein bisschen mal diesen negativen Zeug. Hand aufs Herz, sie haben mit Vision und der Himmelsschuppe zwei Sachen gebracht, die recht teuer waren, die Geld aus dem Spiel genommen haben und die, die einen langfristig beschäftigt haben. Das ist halt eher ein wie süßes kleines Gimmick, plus es betrifft so eine geringe Prozentzahl von Spielern. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gerusht war. Ich glaube, die sind einfach nur ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen. Also weder haben sie, weißt du, da war so einer und hat gesagt, legendäre Rüstung brauchte Versorgermarken. Ey, das wäre doch voll geil, wenn wir die Versorgermarken nochmal wiederverwerten, damit die irgendwer, der sich zu viel gekauft hat, noch was damit anfangen kann. Geil, die bauen wir in die legendären Runen und Sigille ein. Gott. So, und dann, ja, aber alle legendären Sachen brauchen so eine Gabe der Magie und der Macht und Magie, ne? Oh ja, stimmt, dann packen wir die auch noch mit dazu. So, und das wird genau so gewesen sein, das klingt so richtig. Ja, das ist so der normale, also dieses, wir bauen das so auf und die anderen werden dann halt so ähnlich aufgebaut. Und dann guckst du halt nicht auf den Preis. Und das ist das Problem. Das war wie bei dem Sigil der Auslöschung eine lustige Idee, wie man ein paar Sigille der Auslöschung aus dem Spiel nehmen kann. Was sie halt nicht bedacht haben, ist, die Leute bauen die halt nicht so schnell nach, wie sie aus dem Spiel verschwinden für die eine Rüstung, für die Energierüstung. Und ratzfatz war das halt alles weg. Die gehen das kann man ja auch nicht wissen, dass die Leute plötzlich da neue Ausrüstung wollen. Aber sie gehen so blauäugig an die Sache ran. Irgendwie so. Es wird so schon nicht schlimm werden. Und dann, natürlich wird das schlimm. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Ja. Gut, damit sind wir indirekt eigentlich schon bei Patch 13. August. Der Patch am 13. August kam also vorgestern, paar kleinere Anpassungen bekommen, besonders im Bereich Fraktale, was interessant war. Und ich muss zwar auch kurz aufrufen, haben sie in den beim Unterwasser-Ruinen-Fraktal ein bisschen die Position von den Kreid verändert und Anpassungen an den Faden vorgenommen, die jetzt eine tägliche Rotation haben, anstatt zufällig. Es gibt ja zwei Wege in den Unterwasser-Ruinen, anstatt zufällig zu sein. Plus, sie haben die Qualmbestie anscheinend mit ein paar neuen Mechaniken verpasst. Dann wird der Unterwasserkampf anspruchsvoller. Yay. Ja, warum nicht? Ich finde Unterwasserkampf nicht so tragisch. Auch nicht. Sven fragt mich. Wer immer sagt, ey, das ist nicht toll, Unterwasserkampf, schaut euch bitte nochmal einen Mitschnitt von meinem Sommerfest von Final Fantasy an, vom Wochenende, vom Samstag, und dann zeige ich euch mal, wie Unterwasserkampf in Final Fantasy 14 funktioniert. Wow, wie das Tauchen funktioniert mit Ladescreen und naja, also dann sagt ihr nie wieder, dass GW2 miesen Unterwasserkampf habt. Dann sagt ihr, das ist das Beste, was ihr jemals gespielt habt, glaubt mir. Sven hat mich gerade die Final Fantasy wären glücklich, wenn sie kämpfen könnten. Sven hat mich gerade dick genannt im Stream. Kein Subscriber mehr und kommt hier rein und beleidigt mich. Komm her, kleiner Mann. Wo bist du dick? Er hat gesagt, ich ist Alex dicker geworden. Dann empfehle ich den Jubiläumspodcast mit dem gab's da Videobilder von dir? Ja. Kann man mal sehen, wie Alex damals aussah. Das war dick und jung und lange Haare. So, aber zurück zu der Fraktaländerung. Tank sagt gerade, die ist komplett dämlich, zieht das Fraktal nur unnötig in die Länge. Das ist auch so ein bisschen das Feedback, das ich bekommen habe. Anscheinend gab's da irgendwelche Möglichkeiten, das besonders schnell zu machen und irgendwie auszunutzen. Aber mein Gott, es ist das Unterwasserfraktal an der meist total unnötigen Stelle.
Das, was sie jetzt gemacht haben, stößt bei vielen Leuten irgendwie negativ auf. Also das scheint keine gute Änderung gewesen zu sein. Nur weil der Bus schwieriger ist jetzt, oder? Und weil er ist nur länger Champion und geht. Nicht schwieriger. Das ist auch wieder interessant. Das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller in Anführungszeichen. Das ist auch wieder nicht cool. Nein, das Problem ist halt anspruchsvoll ungleich längerer Kampf. Also du kannst halt einen 1 Minuten intensen Kampf haben, also so richtig intensiv dodgen, ausweichen, Party und Aber war die Quallenbestie so intensiv? Nein, die Quallenbestie war fürchterlich langweilig. Und anscheinend ist sie jetzt noch fürchterlich langweiliger, als sie vorher war. Okay. Weil zusätzlich, das ist nämlich der Punkt, es wurden Champions zur Bewachung des Tores hinzugefügt, die zum Bossraum führen. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Das ist nochmal extra ein bisschen mehr, klar. Genau, das packst du halt dazwischen. Das ist anstrengend. Ja gut, ich vertraue den Leuten, die das spielen. Weil ich kann das nicht beurteilen. Ich habe jetzt lange keine Fraktalen mehr. Ich auch nicht. Ich war weder im neuen Delfin-Fraktalen, noch weiß ich, was da vorher ein Problem hätte sein sollen. Müssen wir mal spielen, Alex. Hätten wir am Dienstag Fraktale. Ja, vielleicht machen wir das nächste Woche Dienstag, Fraktale. Oh, nee, Gamescom. Danach die Woche Dienstag, Fraktale. Ich bin da, ich warte auf dich. Ist okay. Du kannst gerne Dienstagabend haben. Okay, dann haben wir feurigen Hochofen hier. Ja, die sonstigen Änderungen sind nicht besonders interessant. Auch bei den Klassen-Balance-Änderungen waren es vor allem Fehlerbehebungen, keine echten Balance-Änderungen. Das Einzige, was es halt jetzt gibt, ist, dass sie, worüber wir letzte Woche auch im Podcast gewitzelt haben, beim Schattenportal ein Symbol eingefügt haben, das darüber informiert, wie lange die Zeit da ist, bevor das Schattenportal sich wieder schließt. Die größte Änderung des Patches war tatsächlich die neue PvP-Karte Güldene Spanne sowie Hype, neue Karte, das wird geil. Waffenset, echt, das ist, ich war noch nicht auf der Güldenen Spanne. Ich habe aber auch. Nein, das war ironisch gemeint, weil die ja nur über eigene im Spielbrowser möglich ist zum Spielen und nicht in der Queue drin ist. Richtig, das habe ich den Leuten aber auch vorher gesagt. Ich liebe Roka. Ja gut, das war ja auch klar, aber es ist halt einfach schade, oder? Da kriegst du eine neue Karte rein, da haben wir mal richtig was spielen können und dann ist die halt versteckt so, ja, spiel die freiwillig, aber spiel doch die alten Scheißkarten weiter und das Neues kommt nicht rein, machen wir nicht. Witzig ist ja, ich glaube, die Anekdote habe ich letzte Woche schon erzählt, ich weiß es aber nicht. Roka hat an mich getwittert und hat gesagt, er hat getwittert, yay, endlich kommt eine 2 gegen 2 PvP-Karte. Schade, dass sie keine Warteschlange bekommt. Und ich schreibe so, Roka, dir ist schon klar, dass wir bereits 2 gegen 2 PvP-Karten haben. Er so, oh stimmt, die sind schon seit über 2 Jahren im Spiel, ne? Und ich so, ja, da vergessen, diese Asura-Arena, die, glaube ich, letztes Jahr kam die Asura-Arena, gell? 2 gegen 2 mit dem so ein bisschen Battle Royale-mäßig mit dem Kreis, der sich dann schließt. Genau, da habe ich mit Ori ein Live-Duell gehabt. Videovorstellung der 2 gegen 2 Arena im PvP. Und davor kam schon mal eine 2 gegen 2 Arena, nämlich im Juni, glaube ich. Also es ist, da überlege ich gerade, was war das für eine? Das weiß ich gerade gar nicht. Das ist eine kleine Halle, wo du auf 2 gegenüberliegenden Seiten beginnst und dir dann aufs Maul gibst. Die habe ich im PvP-Stream letzte Woche Mittwoch gezeigt. Ah, okay, muss mal schauen. Die sagt mir nämlich gar nichts. Da habe ich kein Bild im Kopf dazu gerade. Die hatte ich hatte da auch nichts mehr im Kopf tatsächlich. Das sagt eigentlich alles, oder? Ja, und ich habe ja über Weihnachten 2 Monate lang wegen dem PvP jeden Tag gespielt. Also, ne? Die Karten kenne ich, aber von diesen Dingern nichts, was halt unglaublich schade ist. Ich war ja auch enttäuscht, dass die Chin-Karte nicht irgendwie reinkam. Dass das alles so ist, ja, gut, Chin-Karte ist ja in dem Nicht-Rang-Modus drin. Genau, ja. Ja, aber das kannst du ja nicht spielen, das ist ja furchtbar. Gerade nochmal, um herauszufinden, wann die andere Karte eingeführt wurde, aber auch das ist schon ewig her. Also ja, man hat einfach vergessen, dass 2 gegen 2 existiert. Das ist, warum kann man das halt in der Queue reinmachen? Oder warum, was spricht da dagegen, dass man sowas reinmacht? Obwohl, das klar, ich meine, wir haben schon wieder die 2. Offizielle Aussage ist, wenn sie halt eine 2 gegen 2 Warteschlange machen würden, wäre das A, Programmieraufwand und B, würde das bedeuten, dass sie offiziell den Spielmodus unterstützen. Und dann hätten Spieler die Chance zu meckern, dass doch bitte Balance-Änderungen spezifisch für das 2 gegen 2 gemacht werden müssen. Und sie sagen halt,
2 gegen 2 läuft nur so nebenher. Wir unterstützen nur das 5 gegen 5 und balancen auch nur für das 5 gegen 5. Und Balance bei 5 gegen 5 im PvP, weil es keine 2 Klassen gibt, die alles dominieren. Nein, das Problem ist halt, also die 2 gegen 2 Meta, es gibt ja tatsächlich Leute, die 2 gegen 2 spielen, die 2 gegen 2 Meta ist halt schon anders als die 5 gegen 5 Meta. Es gibt halt schon bestimmte Klassen und Builds, die halt, wo, wenn es nur darum geht, sich zu zweit auf die Mütze zu geben, ganz anders funktionieren als Klassen und Builds, wo es darum geht, einen Punkt zu verteidigen oder also zum Beispiel, ganz stupides Beispiel. Mesmer-Portal ist im 5 gegen 5, wenn du irgendwie Punkte decappen möchtest oder sowas, essentiell. In einem 2 gegen 2 auf einer kleinen Map benutzt du kein Mesmer-Portal. Das ist totaler Mumpitz. Und genauso gibt es halt Fertigkeiten und Builds, die sind total gut und totaler Mumpitz in einem 2 gegen 2. Und sie wollen halt verhindern, dass sie das balancen müssen. Deswegen unterstützen sie es nicht offiziell. Ja, aber die haben Zeit dafür, trotzdem eine 2 gegen 2 Karte wieder designen und ins Spiel zu bringen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch irgendwie, also für das, dass sie das unterstützen wollen, bringen sie es trotzdem rein. Warum, weshalb, wieso? Das ist doch alles irgendwie. Weil es sich gewünscht wurde. Ja, dann sagen wir Dankeschön und gut. Das ist ja einfach nett, wenn ein Wunsch erfüllt wird. Ich hätte auch lieber, dass sie die Zeit in was Sinnvolles stecken, aber man kriegt halt nicht alles. Nee, nicht mehr. Außer am 30.8. Ja, der 30.8. wird sehr, sehr spannend. Was haben wir denn sonst noch Schönes bekommen? Das Nebelfürsten-Waffenset wurde halt endlich hinzugefügt. Ja, ist nicht so richtig spektakulär. Wurde. Hast du Bilder dazu? Ich hab oder habt ihr die schon mal gezeigt? Ich habe die gemacht. Ach so, okay. Ich hab nämlich, bin nicht sicher, ob ich die schon gesehen habe. Wahrscheinlich nur in diesem Werbeding. Blogpost, aber dann habe ich nicht richtig angeschaut. Okay. Ich habe mir das tatsächlich auch noch nicht. Es gab mal einen Teaser von den Waffen. Es gab mal einen Teaser zu den Waffen und die Leute fanden die Waffen nicht so mega. Und das zieht sich doch wie ein roter Faden durch. Kannst du dir damals vorstellen, als sie ein neues Waffenset reingemacht haben mit diesem Karo-Effekt oder mit diesem Schachbrett-Effekt? Was die Obsidian-Waffen, fürs PvP. Ja. Die ich übrigens immer noch genial finde, weil sie die Farbe deines Teams annehmen, wenn du im PvP und WvP unterwegs bist. Das ist doch dann wenigstens was Gutes, wenn es eine schöne rein. Ja. Schade, dass die halt nicht so schöne Partikeleffekte haben und gut aussehen wie Gemstorfen, aber das ist ja ein anderes Thema. Hm. Gut, der Patch ansonsten hat noch ein Edelstein-Shop-Update gebracht. Es gibt ein neues Erscheinungsbild-Paket, Edler Höfling. Bild gegen Bild würde ich nichts sagen, dass da noch was ist. Ich weiß nicht. Nö, fürs Waffenset. Oder haben sie noch was anderes? Nein, dieses Kommandeure können jetzt ihre Einsatzgruppe jetzt auf privat stellen. Oh, ich weiß nicht, ist das was Besonderes? Das ist tatsächlich wichtig, sehr oder? Interessant, ja. Das habe ich nicht erwähnt. BVW, was ist das, Victor? Nein, dieses private Feature ist sehr, sehr angenehm. Das ist total nützlich, weil es halt Gilden-Raids gibt, die zwar in einer Gruppe zusammenlaufen möchten, aber nicht möchten, dass sich Fremde von außen der Gruppe anschließen und dem Kommandeurssymbol hinterherlaufen. Und die haben jetzt halt die Möglichkeit, die Kommandeure auf privat zu stellen. Das ist super, super cool. Das sind die, wo mich damals geflamed haben, weil ich ja unbedingt die Gabe gebraucht habe. Hey, zum Plebs hat hier nicht rumzuspielen auf der Karte. Das ist alles gildenintern, geh weg. Okay, jetzt können sie es machen. Ja. Gut, wir haben halt das neue Kleidungsset, beziehungsweise das Paket. Aber hast du auch das mit dem Pips hast du gesagt, oder? Ich halte immer so schlecht zu. Noch. Mit dem Pips? Die Kommandeure, die ihren Einsatztrupp öffentlich lassen, halten jetzt 3 Pips pro Tick zusätzlich. Das heißt, wenn du nicht privat das Ganze machst, wirst du belohnt mit mehr Ticks. Pips pro Tick. Oh, das habe ich also, wenn du öffentlich bleibst und das Ganze machst, kriegst du halt ein bisschen. Das habe ich überhaupt nicht gelesen. Auch nicht, als ich mich auf den Patch vorbereitet habe. Guck mal. Gut, dass ich mitlese. Ich bin nützlich. Du bist nützlich. Jetzt aber, das Edler Höfling Erscheinungsbildpaket. 1800 Edelsteine, beinhaltet einen Gleitschirm, ein Rückenteil, ein Schwertskin, ein Kleidungsset und ein Umstyling-Kit. Lustigerweise habe ich gerade bei Massively einen Artikel aus Versehen gelesen, der hieß, Guild Wars 2 Spieler reiben sich die Augen, der Skin ist doch geklaut. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der Skin geklaut ist. Ach, das Ding, ja, das ist aus dem Anime. Das ist aus einem Rift, aus Rift. Es soll 1:1 die gleiche Waffe aus Rift sein. Das doch, ist aus Rift? Ich habe nämlich auch ein Anime-Bild davon gesehen auf Reddit, deswegen, okay, oder war das ein Fanart? Das ist das, also links die Waffe aus Guild Wars 2, wir kennen ja alle den braunen Hintergrund. Rechts ist die Waffe aus Rift.
Könntest du das nochmal hier verlinken, einfach damit ich mir das selbst schon mal groß machen kann? Ja. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, erstens, Schwerter sehen aus wie Schwerter. Und zweitens finde ich jetzt die Details nicht wirklich übereinstimmend. Aber da kann man sicherlich drüber diskutieren. Ist nur eine kleine Anekdote, weil ich das gerade gefunden habe. Oh, warte mal, was ist jetzt? Rechts ist Rift und links ist GW2. Ja. Oh. Das ist... Was sagt der Künstler schon, in dir? Das wäre schon ein Plagiat hier. Bei allem Respekt, aber das ist zu ähnlich. Siehst du, da gibt es zu viel, was einfach, das können keine zwei Leute unterschiedlich gemacht. Das geht einfach nicht. Da gibt es eine Figur, die ungefähr bildet so ähnlich, die den Schaft hier darstellt. Dann das Ganze unten drunter, der Schaft an sich. Unten diese extra schärfe Klinge oder was das da ist. Dann die andere Farbe, dann auch wenn es ein anderes Ornament ist, ist es trotzdem ähnlich. Dann die ganze Form von der Waffe an sich, das ist, und dann noch die Tatsache, dass da doch der Flügel mit nach oben geht wie beim anderen, also das ist, wow, da wurden sie ganz schön inspiriert hier, das ist gefährlich. Das würde als Plagiat durchgehen. Also ich habe jetzt übrigens mal Elbenschwerter, weil das gerade angesprochen wurde, das Elbenschwert gesucht. Also die Elbenschwerter sehen doch schon ein bisschen anders aus. Also hier gibt's halt einfach zu viel, was zu ähnlich ist, um zu sagen, dass da nicht jemand vielleicht Rift hat, finde ich jetzt. Also auch die Tatsache mit dem Flügel hoch, dann hast du noch diesen kleinen Absatz drin, bevor dann die Klinge oben kommt und auch, wow, also das ist, ouch, das ist nicht gut. Hey, vielleicht mache ich daraus auch noch eine MMO-News. Wenn ja, mach das. Ja, so ja, mein MMO-News da drauf, das ist klar, da der alle hat. Ja, nein, aber das sind das, wo der Pöbel kommt und flamet, dass doch alles jetzt scheiße bei doch, dir was. Dann schreib doch gleich über IRP, mach doch das gleiche da und dann kannst du auch noch ein bisschen Drama. Komm, passt doch, hau doch rein hier. Gut, auf jeden Fall ist das Erscheinungsbildpaket jetzt im Spiel. Hier könnt ihr es euch nochmal anschauen. Das Krasse dabei ist, wenn man so möchte, dass die Schwerter den Gleiter und den Rückenskin ausmachen. Also sehr, sehr häufig auftauchen in ihrer ich Zahl. Ich finde übrigens Darkwaters Meinung, das von Rift schöner aus. Das würde ich auch sagen. Dieser kleine ja, Feuereffekt und der Flügeleffekt, die kommen. Der Flügel ist viel, viel schöner, ja. Also. Bau ArenaNet, was habt ihr da gemacht? Das ist interessant. Jojo stürzt sich jetzt hier gleich wieder runter. Also das ist einmal das dazugehörige Kleidungsset. Ihr könnt natürlich alles einzeln benutzen. Kleidungsset, Rückenteil, Gleitschirm, wie ihr lustig seid. Wie gesagt, das Gesamtpaket kostet 1800 Edelsteine. Ist an sich ein fairer Deal. Wenn ihr da Bock drauf habt. Los, Jojo, flieg. Ich möchte dich fliegen sehen. So, ja. Das dann aus mit den fliegenden Schwertern. Wie immer müsst ihr dabei bedenken, der Gleiter ist färbbar, das Rückenteil hingegen nicht. Was immer so ein bisschen problematisch ist. Über das Modell, wie ist ja über dieses Rip-Off-Zeug oder Net-Plagiat, kann man jetzt mal reiten. Aber der Kleider kommt anscheinend ziemlich gut an. Von dem, was ich so gelesen habe. Den Leuten gefällt es richtig. Sogar Tigerpfötchen find's geil. Du sagst doch Tigerpfötchen. Hin und wieder passiert. Hin und wieder schreibt da was. Ja. Ja, also, ja, ich meine, viele Leute, mit denen ich halt nichts mehr zu tun hatte, dann auch vollkommen aus den Augen verloren, muss ich gestehen. Ja, das ist ja normal bei dir. Du schreibst auch mit keinem, ne? Oh, ich habe letztens Mir gefällt das Set eigentlich. Magst du es? Keine Ahnung, ich bin auf dem Fashion-Auge blind, das wissen wir doch. Ja, das hatten wir ja als Thema. Ja, also ich bin enttäuscht, weil Asura haben jetzt ein Kleid und ich persönlich mag ja dieses Genderneutrale bei den Asura ziemlich gern. Ich finde es einfach passt so der Kultur einfach besser. Aber ich glaube, für die Leute, die halt gerne weibliche Asura spielen, haben, wollen es gut. Und persönlich würde ich mir es jetzt nicht kaufen. Ich bin jetzt so der Fan von diesem Kofik-artlichen Stil irgendwie. Ja, ich sowieso nicht. Also ich bin auf dem Fashion-Auge blind. Ich kaufe mir sowas nie. Ich habe mir das früher für Item-Shop-Watchers gekauft. An sich ist mir damals. Als du noch Videos gemacht hast. Das ist richtig. So, ich habe noch drei News der Woche, bevor wir zu den beiden Diskussionsthemen dieser Woche kommen. Punkt Nummer eins, nächste Woche ist Champion-Ansturmwoche. ArenaNet wollte ein minimales Stück kreativer werden als die Bonuswochen zuvor. Vom 20. August, passend zum Ende des Fests der Vier Winde. Also wenn ihr noch Erfolge machen müsst bei dem Event, habt ihr jetzt noch bis Dienstagabend Zeit. Passend zum Ende vom Fest der Vier Winde beginnt die neue Champion-Ansturmwoche. Und dabei gibt es für jeden Champion, den ihr besiegt in Tyria,
egal, also zentral Tyria, das ist übrigens ganz wichtig, ein Champion-Zeichen. Und dieses Champion-Zeichen wiederum könnt ihr bei Konsortium-Offizieren gegen Bonuskisten mit Waren eintauschen. Es gibt also zusätzliche Belohnungen neben der Champion-Tasche. Außerdem gibt es wieder Gemeinschaftsziele. Und wie, ich weiß gar nicht, wer hatte das drunter geschrieben? Ich glaube, Jack hatte das drunter geschrieben, dass das zum ersten Mal ein Gemeinschaftsziel sein könnte, was failt. Oder also was failen könnte. Was ich sehr interessant finde, weil bisher hatten wir das, also diese Weltboss-Events, ich sag mal so, das Spiel wird darauf ausgelegt sein, oder diese Gemeinschaftsbelohnungen werden darauf ausgelegt sein, dass eine gewisse Anzahl an Karten pro Tag die Weltbosse besiegt. Aber diese Weltbosse finden ja alle 15 Minuten statt. Das heißt, es gibt einen klaren Timer. Und an dem kann man sich orientieren. Champions hingegen haben keinen Timer, sind nicht so stark organisiert wie die Weltbosse und nicht so leicht zu verfolgen. Das heißt, wenn viele Spieler kein Interesse daran haben, dieses Event vorzutreiben, könnte es sein, dass halt nach ein paar Tagen gar keiner mehr großartig Champions legt und wir eventuell an diesem Gemeinschaftsziel scheitern. Das finde ich spannend, hängt davon ab, wie hoch ArenaNet das Ziel gesetzt hat. Ja, ich sehe schon die Wiederbelebung vom Fluchküsten und vom Eisklammsund-Farmtrain. Also so ein bisschen back to the basics, die alten Gebiete wieder durchfarmen. Da spawnen in der Regel sehr, sehr viele Champions. Wird sich zeigen, also wenn man einen Weg findet, richtig viele Champions in richtig kurzer Zeit zu legen. Das ist ja auch das Problem der Weltbosse gewesen. 15 Minuten ein, maximal zwei, drei Kisten, die man in der Zeit bekommen konnte. Jetzt besteht ja die Möglichkeit, ich kann ja in einer Viertelstunde 10, 15 Champions besiegen und mir da richtig viele Bonuskisten verdienen. Könnte also sein, dass diese Champion-Ansturmwoche das so ein kleines bisschen aufrüttelt, diese festgefahrenen Strukturen. Ja, bin ich mal gespannt. Ist auf jeden Fall mal was anderes, halt immer die gleiche. Also wie gesagt, ich hoffe ganz, ganz groß auf den Eisklammsund-Farmtrain. Der wird geht Königinthal auch? Nee, oder? Königinthal haben sie damals, das war früher, aber das war noch die gute alte Zeit. Ich weiß, da habe ich es auch beigebracht bekommen, mit meiner Kriegerin die ganze Zeit rum. Immer dieselben Spinne und Ding, diesen Oger oder was das war. Genau, du hast 9 Champions, glaube ich, gehabt, die du in spezifischen Reihenfolgen gelegt hast. Manche zweimal, bevor der eine respawned ist. Das war ja, mega, ja, genau, mega cool. Ganz schnell hin und her. Ist aber leider. Und das alles noch ohne Mounts. Richtig. Ist leider rausgepatcht worden. Viele dieser Champions sind halt jetzt Veteranen. Alle, glaube ich, sogar, oder? Wie wir da standen, an die Flagge aufgestellt worden ist, noch wir warten, bis der erste. Und dann geht's los. Bam, 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 hin und her. Und wieder von vorne. Das war schon geil. Ich meine, ja. Hey, die Leute haben was gemeinsam gemacht, das war cool. Immer am ERP da im Königenthal vorbei an dem Gasthaus. Das war gut. Es gibt bei den Gemeinschaftszielen, das läuft so ab wie bei den Weltbossen auch, es warten wieder Festverstärker, Gildenbanner und als zusätzliche Belohnung diesmal Champion-Taschen auf euch. Bestickte Geldbörsen, immer 5 Stück. Wütende Truhe dran, das ist doch wieder diese Truhe, die Champion-Truhe da, gell? Bei jedem dieser Bonus-Events gibt es am Ende einen Truhentrank und diesmal ist es ein anderer. Diesmal ist es ein Champion-wütende Truhe-Trank, vorher war es ein Bonus-Kistentrank. Also sie haben das anscheinend. Das wird sicher was mit Zähnen sein, entdeckt. Oder? Ich werde es was mit Zähnen sein, so wie so ein Mimik irgendwie. Ja, würde ich von ausgehen. Ist interessant, dass sie diese Tränke als Belohnung sich für diese Events ausgeguckt haben. Vielleicht kommen sie noch auf klügere oder bessere Ideen irgendwann mal. Willst du an Mounts gehen oder irgendwas in der Richtung rein und irgendwas Interessantes? Könnten sie theoretisch machen, also niemand hält sie auf. Ein extra, ein Stuhl. Ein Stuhl mit lauter Weltboss-Leichenteilen oder irgendwie so in der Richtung. Oder so Minis außenrum. Oder ganze das Problem ist halt, dass du diese Gemeinschaftsziele sehr, sehr einfach bekommst, weil du nur ein Champion legen musst, um alle Kisten am Ende zu bekommen. Ja gut, man könnte da noch kuppeln, dass das ein Erfolg ist. Das heißt, jeder, der mitgemacht hat, kriegt halt was. Und dann heißt es, ja gut, hast du diesen einen Erfolg, diesen Meter, einen Dinger. Wird noch abgecheckt, wenn ja, hier. Also man könnte das sicher schon was machen. Ja klar, also ich meine, hier gibt es ja jetzt für jeden besiegten Champion in der Zeit ein Champion-Zeichen. Und du könntest das natürlich eintauschbar machen für Champion-Zeichen. Dann, keine Ahnung, nimmst du irgendwie 800 oder 1000? Ja, aber das müsstest du vorher wissen, weil das Problem ist nämlich dann sonst, da heißt, ihr wollt dieses super duper tolle Ding haben, ja, dann gib nochmal 700 her. Wir haben alle schon ausgegeben. Oh, Pech. Genau, aber das hättest du halt machen können, da haben wir auch mal drüber gesprochen, nach dem ersten Weltboss-Event, glaube ich. 700 oder 800 Champion-Zeichen für so ein ganz, für so ganz besonderen Skin, für einen Stuhl, einen Gleiter, whatever.
Und du kannst halt immer nur während dieser Special Events sammeln. So zwingst du halt die Leute an diesen Special Events teilzunehmen. Du setzt das Ziel so absurd hoch, dass du es nur an einem Event nicht schaffen kannst. Und zwingst halt damit quasi die Personen. Ja, also wie PvP den Rücken zu machen oder das ganze Zeug, wo du halt mehr Season dafür brauchst. Sowas das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt gewesen. Mit den Mensch Arena, ne, da könnte man eine Sammlung draus machen. 2019 Weltboss Ansturm und dann hier da erste Tier, zweites Tier, drittes Tier und dann richtig geil gibt's ein Greifenskin oder irgendwas in der Richtung vom Weltboss, das ist ein Jommer-mäßig oder was weiß ich, irgendwas Geiles. Bam! Die Leute würden spielen, die würden sich drauf freuen, du hättest was. Ja, aber im Gamestar ist halt leichter, ne? Das Thema Banner ist tatsächlich nochmal ein ganz anderer Punkt, den Jack gerade genannt hat. Abgesehen von dem Heldenbanner stehen die dann wieder irgendwo in der Gegend herum, ja. Das ist halt bei diesen Events tatsächlich so. Die müllen mein Inventar voll. Ja, stell sie hin, wie alle anderen auch. Scheiß sie irgendwo in die Welt. Ich könnte sie mal nochmal gebrauchen irgendwann. Nein, brauchst du nicht. Doch, ich bin ein Horter, kennst du mich doch. Du kennst doch mein Inventar, mein Bankinventar. Messi. Ich habe dieses aufgestiegene Staubgrütze, das Zeug. Davon habe ich ja, was weiß ich, gefühlte 10.000 auf der Bank. Ich gedacht habe, die brauchen wir irgendwann. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir diese Woche, weil du vorhin bei Stühlen warst, die Info bekommen, was im Geschenk zum 7. Geburtstag drin ist. Yay, zeig mal. Am 28. August ist offiziell der 7. Geburtstag. Die Headstart-Leute werden ein bisschen eher ihre Geschenke bekommen, wie wir in den letzten Jahren festgestellt haben. Plus, am 27. August macht ArenaNet einen offiziellen Geburtstags-Livestream ab 18 Uhr unserer Zeit. Und was sie halt, wie gesagt, verraten haben, ist, was in den Geschenken drin ist. Und zwar gibt es, wie in jedem Jahr, beziehungsweise also jedes Jahr kam halt ein Geschenk dazu. Das fing mal an mit so Jahrestagsrucksäcken, dann gab es Jahrestagswaffen, dann gab es Jahrestagsrüstungen und dieses Jahr kommt ein Jahrestagsstuhl dazu. Ihr haltet aber in diesem Geschenk auch wieder eine Jahrestagsrüstung, eine Waffe, einen Rucksack. Das alles bekommt ihr auf einen Schlag. Also die Liste für das Geschenk ist inzwischen ziemlich lang. Also für den Account schaltet ihr frei eine garantierte Garderobenfreischaltung, einen von den exklusiven Rucksäcken, einen von den exklusiven Waffen, einen von den exklusiven Rüstungen und jetzt eben diesen einen exklusiven Stuhl. Zusätzlich erhaltet ihr pro Charakter, also diese Belohnung bekommt ihr, wenn ihr euch mit dem ersten Charakter einloggt, der 7 Jahre alt wird. Und pro Charakter erhaltet ihr dann wie immer 5000 Karma, eine Farbe, schwarze Höfenfigürchen und Teleport to Friend. Das ist auch ein Grund, warum ich extrem viele von diesen Teleport to Friend Sachen habe. Ja, Gott. Oh Gott, wieder Farben. Das heißt wieder, ich weiß wieder nicht, was wählen, was brauche ich, was nicht. Oh Gott, ich lasse sowas immer ungeöffnet. Ist schon wieder abgehackt ein bisschen. Ich habe nichts geändert hier. Also okay. Nichts am Discord. Stell mal die Sensitivität im Discord ein kleines bisschen runter. In den Optionen. Ja, wir sehen übrigens auch schon den Siegerfelsen. Das ist der Stuhl. Also ein Stuhl ist es eigentlich nur in Anführungszeichen. In Wirklichkeit ist es halt, keine Ahnung, eine Pose. Ein Fels, du stehst drauf, erzeugst das Guild Wars 2 Logo im Hintergrund und hältst das Schwert in der Hand. Das ist, also es sieht cool aus. Der ist so heroisch ein bisschen, deswegen. Ja. Ist das jetzt besser oder? Bisher klingt es gut, ja. Oder muss ich die Mikrofonempfindlichkeit ändern? Geht automatisch. Oder was die Eingabelautstärke, was du willst, Eingabe? Nee, die Eingabelautstärke nicht. Die Eingabelautstärke sollte bitte gleich bleiben. Was du ändern solltest, ist tatsächlich die, wie heißt denn das? Ausgabe? Mikrofonempfindlichkeit, die automatisch ist. Ist automatisch, okay. Ja, was soll ich da machen? Du als Profi. Ziehst so weit runter, dass man deinen Atmen nicht hört, aber ein Piep von dir. Ich weiß nicht, was hört man jetzt hier? Ich kann es ruhig leiser stellen. Hört man mich überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Minus 80 Dezibel. Habe ich Angst, dass man deinen Atmen hört, aber ist okay. Im Chat wurde gerade gefragt, es müssten alle Rücken, glaube ich, mit dem 8. Geburtstag da sein. Jawohl. Und bei den Farben habe ich ein ähnliches Problem, das Glubschlubber hat. Ich weiß halt nicht, welche Farben ich besitze. Und wenn man ein Paket auswählt, dessen Farben man besitzt, die sind halt accountgebunden, man kann sie nicht verkaufen, hat man halt so ein bisschen die Arschkarte. Da müsste ArenaNet sich noch was einfallen lassen. So eine Anzeige, du besitzt aus diesem Paket bereits 6 von 8 Farben oder 8 von 8 Farben oder so. Das wäre super, super hilfreich.
Also das ist euer Geburtstagsgeschenk. Behaltet das schon mal im Hinterkopf. Und ja, ich weiß, es gibt GW2 Efficiency. Danke, das Grauen. Aber da muss ich trotzdem nachschauen. Und nachschauen ist immer das Problem. Ich bin faul. Scheint so. Gut, letzter Punkt auf der schlauen Liste von Dingen, die in der Woche passiert sind, war die Ankündigung zur Elitist Trading Party 3, die am 24. und 25. August und damit direkt am Wochenende der Gamescom stattfindet, was für nicht alle optimal ist. Organisiert wird das Ganze von Mighty Teapot. 6 Gäden nehmen daran teil. Snowify, Lucky Noobs, Downstate Cucks, Catalyze, Plebs in the Void und Lochloch. Plebs in the Void übrigens, das ist die Gilde, die mich diesen einen Dienstag durch die Raids und Erfolge gezogen hat. Liebe Grüße nochmal an sie. Die Lucky Noobs solltet ihr auch kennen. Und ja, sie spielen diese 6 Gilden um den vielleicht größten Preispool, den es jemals in einem PvE-Turnier gegeben hat. Inzwischen sind die Preise bei Matcherino ordentlich nach oben gegangen. Also zum Zeitpunkt des Videos waren, glaube ich, 2700 Euro, Dollar Preisgeld drin. Inzwischen sind sie hochgegangen auf 3200 Dollar. Und ihr könnt das Ganze übrigens problemlos unterstützen. Wenn ihr der Meinung seid, die Elitist Trading Party verdient meinen Support, bei Matcherino könnt ihr so ein paar einfache Sachen machen. GameStop zum Beispiel spendet 25 Cent für den Preispool, wenn ihr ihn auf Facebook, Twitter und auf YouTube, glaube ich, folgt. Facebook, Twitch und Twitter. Google Plus gibt es nicht mehr. Das heißt, ihr könnt GameStop folgen, 24 Stunden Fitness und ein paar anderen Seiten und erhöht damit den Preispool des Turniers. Außerdem könnt ihr selber theoretisch noch spenden, wenn ihr sagt, ihr habt hunderte Euro über und ihr wollt sie natürlich nicht in Guild News investieren, indem ihr hier einen Sub lasst oder eine Spende lasst, sondern ihr wollt sie in diese Elitist Trading Party stecken, dann könnt ihr das tatsächlich tun. Wie mal kluge Leute sagten, Support ist kein Mord. Gerade so diese 25 Cent, die man ergänzen kann, indem man einfach nur GameStop auf ein paar Plattformen liked, bringt, glaube ich, tatsächlich niemanden um. Für das Turnier ansonsten sind eine ganze Menge weitere Dinge geplant. Es gibt über 30.000 Edelsteine und über 150.000 Gold als Preisgelder. Und Crowy möchte, dass ich den Trailer zeige. Auf die Gefahr hin, dass Mighty Teapot mein Video claimt, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, würde ich euch tatsächlich den 2-Minuten-Trailer einmal zeigen, weil Crowy sich das wünscht. Er ist tatsächlich ganz cool geworden. Lass das einfach mal laufen. Vor allem der Soundtrack, der verwendet wurde, ist eigentlich ziemlich lustig, wenn man so darüber nachdenkt. Ich muss halt sagen, so ein kleines bisschen Gänsehaut löst der Trailer schon aus, oder? Das liegt an der Musik. Die Musik ist tatsächlich sehr, sehr gelungen. Also und an dem Version Artwork von Marius. Und das Artwork am Ende ist großartig. Aber die Version von Toxic ist halt sehr, sehr passend eigentlich für eine Raid-Community. Ja, er ist unglaublich clever mit mit dem Namen von dem ganzen Event und hier Toxic und Elite-Raider und Toxic. Ja, das ist total smart. Es ist tatsächlich smart auf seine Art und Weise und erzeugt halt damit die Aufmerksamkeit.
Ja, ob sie gut oder schlecht ist, kann ja jeder für sich entscheiden. Genau, ich könnte ja wieder stundenlang drüber reden. Ich weiß, das ist der sehr, sehr interessante Punkt. Man kann Teapot mögen oder nicht mögen. Man kann die Art und Weise, wie er das aufzieht, mögen oder nicht mögen. Aber, und das ist halt der entscheidende Punkt, er organisiert was für die Community, er möchte unterhalten und er hat dem Spiel über die Jahre, selbst wenn er dann jetzt zu WoW Classic abwandern sollte, eine ganze Menge gegeben. Nicht alles war immer positiv, aber er hat halt schon was getan. Er ist Content Creator und ne, selbst wenn ihr am Ende ihn selbst nicht schätzt, dann achtet zumindest darauf, was er an sich für die Community getan hat. Zu dem Event selber, ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Es treten immer zwei Gilden gleichzeitig gegeneinander an. Das Ganze wird gestreamt. Die Gilde, die das Duell gewinnt, kommt eine Runde weiter. Das Turnier an sich findet in Double Elimination statt. Das heißt, wer einmal verloren hat, geht in Loser Bracket, kann sich von da aus wieder nach oben spielen. Bosse werden dabei grundsätzlich im Herausforderungsmodus gespielt, sofern halt vorhanden. Die letzten drei neuen Raids, bzw. die letzten vier neuen Raids haben ja alle einen Challenge-Mode. Im Finale sind auch nur die, oder stehen auch nur die zur Auswahl. Bosse werden grundsätzlich nur von 9 und nicht von 10 Spielern gespielt. Und es gibt keinen Downstate. Das heißt, Spieler, die in den Downstate gehen, müssen /GG eingeben, dürfen nicht gerest werden und sind damit raus aus dem Kampf. Das so die groben Regeln des Turniers. Ich glaube schon, dass das spannend wird und ich glaube auch schon, dass das für Aufmerksamkeit sorgt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Über 5600 Leute haben gleichzeitig Teapots Channel bei der letzten Ausgabe der Editors Trading Party geschaut. Was halt ein Wert ist, den über die letzten Jahre, also ich habe spezifisch geguckt bei Sully Gnomes, das ist ja so eine Seite, wo Twitch-Statistiken aufgelistet sind, von dem Path of Fire Ankündigungs-Livestream. Oh, der war, oh ja, da waren viele über 10.000. Und der hatte über 30.000. Und dem Yogscast-Event, das Yogscast-Event hatte, glaube ich, über 18.000 Zuschauer. Das hat es mit dem Guild Wars 1 kaufen, oder? Genau, ja. Die beiden Events, also die hatten mehr Zuschauer als Teapot, aber Teapot hat die meisten Zuschauer von den beiden Events abgesehen seit dem letzten PvP-Turnier über $200.000 und das fand 2015 statt. Anfang 2016 statt. Also in den letzten 3 Jahren gab es niemanden außer Teapot, der halt diese Zahlen wirklich erreicht hat. Und das ja, nur Wooden Potatoes kann halt noch ein bisschen was machen. Damals, als er den Raid gestreamt hatte, in der mystischen Spiele war er auch hoch. Also über 1000. Also das war auch gute Zahlen, also kann man nichts sagen. Aber klar, da kommt er nicht hin. Also da war er bei Weitem nicht. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen, wenn man sich da so ein bisschen durch die Statistiken ja, so wie Ori halt schreibt, ne? Wenn halt bestimmte andere Sachen da nicht wären, wäre das so ein Ding, was eigentlich richtig geil insgesamt ist. Aber man muss ja heutzutage immer ein bisschen kontrovers sein, besser sein als die anderen und ja. Also, was man auch sieht. Also ich bin nicht gut auf die Sache zu sprechen, sage ich ganz ehrlich, wegen dem ganzen Scheiß, was in den letzten Wochen da ab war, dass Creative Partner angegriffen werden, weil sie Retweets bekommen und Artshow streamen und so ein Scheiß, alles was da rauskommt, keine Ahnung. Ja. Ich finde es gut, dass es sowas gibt, so ein Event. Ich finde es toll, dass Marius ein komplettes Artwork in der Qualität zeichnet, weil er die Community mag, kostenlos. Aber sorry, ich bin jemand, der kann halt nicht wegschauen, wenn jemand vom Charakter her jemand ist, den ich am liebsten gern mal. Ne? Also, keine Ahnung. Ich stehe halt dazu. Ich meine, fertig. Es gibt also, ja auch diese, ich meine, man kann auch drüber reden, also es gibt ja auch diese riesen Kontroverse, warum ArenaNet zum Beispiel das nicht unterstützt und das, was viele Leute halt nicht verstehen, ist einfach die Tatsache, dass zum Beispiel der Trailer mit Hex gemacht worden ist durch die Kamera. Es sieht cooler aus, ohne Frage, aber ArenaNet kann halt einfach nicht sowas unterstützen, weil wenn sie einen Präzedenzfall machen, dann ja, dann ist die Kacke halt am Dampfen. Das kapieren die Leute allerdings nicht, weil sie sagen, macht halt Sonderregeln und dann wird halt hin und her gestunken ohne Ende und Drama erzeugt, was völlig unnötig meiner Meinung nach ist. Wie gesagt, wir zeichnen uns seit Jahren darüber aus, dass wir uns eigentlich quasi genau von solchem Kindergartenverhalten und von so einer Art und Weise fernhalten. Das Problem ist halt, es ist das, was funktioniert. Guck dir die viele, viele der großen Streamer an.
Naja, bei WoW ist der Ausgleich mit dem Asmundias oder wie der heißt. Da gibt's ja, auch Dr. Disrespect ist ja auch nicht besser. Auch wenn viele ihn irgendwie für genial halten und es ist halt nur eine Rolle, die er spielt, es sind halt auch ganz, ganz viele Sachen dabei, die echt hart grenzwertig, wenn nicht sogar schon über die Grenze hinausgehen. Es ist auch nicht mein Stil. Ich bin auch niemand, der sich hinsetzt und guckt irgendwie RTL ACTV am Nachmittag. Aber das ist halt das, was zieht, ne? Es ist halt einfach so. Menschen möchten halt irgendwie Leute haben, die entweder all ihren schlechten Gedanken folgen oder denen es halt schlechter geht als einem selbst. Das sind so irgendwie die Sachen, die man haben möchte. Es ist halt einfacher, sich über das Schlechte zu verbinden als über das Gute. Das ist traurigerweise in unserer Gesellschaft. Leidest du immer auf der Toilette, oh Gott. Ey. Ich möchte mich noch ganz kurz mich von gerade eben korrigieren. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Der Stream zur POF-Ankündigung hatte 56.000 Zuschauer im Peak. Das war so alle großartig. Alle zusammengerechnet, aber also an dem Tag haben insgesamt 56.295 Leute an einem Zeitpunkt zusammengeschaut. Das Event von dem Joxcast im Dezember 2018 an dem Tag waren 27.200 Menschen gleichzeitig am Guild Wars 2 schauen. Also der Joxcast ist immer noch gigantisch, um das nochmal zu sagen. Also Elite Trading Party, wenn ihr euch das anschauen möchtet, 24. 25. August. Ich kann zumindest von der grundsätzlichen Idee des Events definitiv ein Go aussprechen. Ignoriert am besten den Twitch-Chat. Ich glaube, das ist für euer Seelenheil eine ganz, ganz wichtige Sache, den zu ignorieren. Was aber stimmt, da würde ich Agromob zustimmen, ist, dass das halt ein extrem guter Trailer war. Wie er zustande gekommen ist, klammer ich an der Stelle aus. Aber weil das steht ja ArenaNet theoretisch auch selber zur Verfügung. Aber der Trailer von der Atmosphäre und von den Bildern war schon nicht schlecht. Ich muss sagen, dass ich es gab schon ArenaNet-Trailer, die eine ähnliche Qualität hatten. Ich fand damals den Trailer zu einem Fehler im System zum Beispiel sehr, sehr cool, sehr, sehr lustig, weil er halt auch eine Geschichte erzählt hat. Aber es gibt viele, viele, wo ich sagen würde, das waren sehr, sehr öde, fade Trailer von ArenaNet selbst. Was sagt der Künstler zur Qualität? Der Künstler ist anscheinend eingeschlafen. Nein, irgendwie hat es der Discord nicht mehr funktioniert. Oh, okay. Es geht um die Qualität. Ich habe gehört, ich musste den Stream anschalten. Irgendwas war hier nicht richtig. Aber es müsste wieder gehen, oder? Ja, also Qualität des Trailers an sich. Ja, nein, gut, schlecht. Ist okay. Also ich finde nicht, dass er der beste Trailer überhaupt für GW2 ist irgendwie. Das sind viele Dinge, die man mit Effekten machen kann. Aber es ist trotzdem ein gut gemachter Trailer. Passt mit Musik und allem. Also kann man nichts sagen. Also handwerklich ist er echt okay. Ich würde ihn jetzt nicht als das Beste ever bezeichnen, weil das ist auch wieder so eine Sache. Aber er ist gut gemacht. Also ja, erfüllt seinen Zweck. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Die freie Kamera hat durchaus Vorteile, wie man sieht. Alex, auch da widerspreche ich dir übrigens, was du gerade schreibst. Der Text nennt den Namen einer Gilde, aber das Video zeigt Doom. Ist die Gilde jetzt Doom? Also das Ding ist halt, auch bei solchen, also bei so einer Aufzählung von Teilnehmern zeigst du nicht die Teilnehmer. Das ist mega uninteressant. Also E-Sport jetzt, doch auch so, oder? Dass man eher dann die Namen sagt und vielleicht vom Game hinten was sagt. Genau, oder richtig. Das ist vollkommen richtig. Da jetzt irgendwie zu zeigen, wie die neun Spieler zusammenstehen, wie die anderen neun Spieler zusammenstehen, wäre halt der langweiligste Trailer ever. Also das ist ganz normal und ganz richtig. Ich finde ihn halt auch gut. Er hat auf jeden Fall aufgrund des Liedes, der Bilder und auch der Artworks der Creative Partner eine unheimlich schöne Atmosphäre. Und das ist das, was zählt. Ja, die Creative Partner, ich meine, die sind Creative Partner, muss ich jetzt sagen, aber das haben die als Privatpersonen für sich mal, weil sie Fans davon sind. Also Wasburg und Marius haben jeweils kostenlos dafür gemacht. Ja, klar. Also das will ich nur damit sagen, also das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von denen gewesen. Und Marius Adler ist halt einfach geil. Der Typ ist so gut. Gut. Das waren die News dieser Woche, beziehungsweise der letzten beiden Wochen, weil wir halt letzte Woche keinen Podcast hatten.
den Block schließe ich hiermit auch offiziell. Kommen wir zu zwei Diskussionsthemen, die hier noch ausstehen. Ich möchte ja den Podcast, wie gesagt, immer aufteilen. Newsblock, Diskussionsblock. Diskussionsblock Nummer 1. Der verdächtige Reisende und Jormark. Wir haben im Podcast 301, glaube ich, und auch in einem Podcast vorher schon so ein bisschen spekuliert, wohin könnte der Weg in der lebendigen Welt Staffel 5 gehen. Ihr habt auch einen Spekulationspodcast, als die Ankündigung kam, mit dem Logo, glaube ich, ohne mich gemacht. Ja klar, da warst du nicht da. Und da hatten wir nochmal dieses Rote und das Blaue mit dem Logo plus diesen E-Mail-Newsletter durchgesprochen, der halt den Schnee gezeigt hat. Und wenn du es richtig machst, hast du halt so ein Wolfsgesicht. Halt die Augen vom Wolf, so ein bisschen die Konturen gesehen. Genau, und jetzt ist das Ganze halt ein kleines bisschen konkreter geworden. Und Schuld daran ist ein lustiger Non-NPC, der aufgetaucht ist. Der verdächtige Reisende. Verdächtiger, genau. Reisende, mein Gott, ist ein Zungenbrecher. Im Hintergrund seht ihr das Video von Noxy the Noxian. Spreche ich das richtig aus? Na, Noxy. Ich habe keine Ahnung, wie man Noxy richtig da spricht. Ich weiß nur, alles grün, ist alles nur grün. Noxy hat zusammen mit einem anderen, und zwar mit Atharia, die Soundfiles da gesammelt. Also dieser, ich wollte es nur mal kurz zeigen, weil da der verdächtige Reisende im Hintergrund zu sehen ist. Es gibt ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem verdächtigen Reisenden. Der verdächtige Reisende, der aufgetaucht ist, ist ein Norn. Er steht an verschiedenen Orten. Unter anderem steht er in den Wandererhügeln, im Lornas Pass, im Eisklammsund und in den Bitterfrost-Grenzlanden. Also alles, was halt so Zittergipfelgebiet ist. Da steht er herum und probiert, Leute davon zu überzeugen, Jormark als ihren Herrscher anzuerkennen. Er nimmt also die, ist wahrscheinlich ein Sohn der Svanir und jetzt bringt so lustige Sprüche zwischendurch. Er sagt unter anderem Praise Jormark, was halt an sich schon lustig ist. Durch Jormark ist alles möglich, durch ihn fließt alle Kraft. Der Drache kam zu mir im Traum, er ist nicht der Feind, nur die, die ihn ablehnen, sind es. Habt ihr den Ruf vernommen und gegen eine Naturgewalt kann man nicht gewinnen? Das sind so ein paar Auszüge. Im englischen Wiki findet ihr tatsächlich alle Zitate, die ihr benutzt. Er ist also eindeutig ein Anhänger so von Jormark, ja? Mhm. Sind da ein paar Worte, was er sagt, so ein bisschen Anspielung auf den Bruder von Jorah von damals? Ich habe nämlich auf Reddit nämlich das alte Video gepostet, wo doch da wo Svanir doch zum Wolf wurde, da korrumpiert von Drakkar, dem Champion von Jormark im GW1. Und ich glaube, ich habe da irgendwas mitgelesen, mit irgendwas mit Kraft und so, habe ich deswegen. Das vielleicht da noch so ein bisschen was ist. Ja gut, spielt keine Rolle, das ist natürlich auch wieder das Svanir-Zeug hier. Also um da so ein kleines bisschen Lore-Hintergrund zu bringen zu dem, was halt Sky gerade erzählt hat, das sind übrigens die Voice-Lines, beziehungsweise die Text-Lines, die er spricht. Mhm. So ein bisschen Hintergrund, der Drakkarsee ist ein See hoch im Norden, bisschen nördlicher noch als das Auge des Nordens, die Halle der Monumente. Und unter diesem See lag eingefroren ein Champion von Jormark. Und dieser Champion hat durch den See, also alle Kreaturen, die da so drüber liefen, hin und wieder mal korrumpiert. Und einer davon war Svanir, der Bruder von Jorah. Und zwar hat er in dem Moment, als die beiden das Eis betraten, Jorah die Kraft genommen, zum Bär zu werden. In Guild Wars 1 war das noch ein bisschen, da wurden die Norden noch ein bisschen häufiger zum Bären und haben ihre menschliche Gestalt verlassen. Und während Jorah ihre Kraft dafür verlor, wurde ihr Bruder dauerhaft zum Bären, zum sogenannten Nornbären. Und das war ein Bär, das sah aus wie ein Wolf irgendwie in der Zwischensequenz. Ist ein Bär. Okay. Und so lief er halt durch die Gegend, korrumpiert von Jormark, griff er halt wahllos Kreaturen überall in den Gebieten an, tauchte immer wieder auf. Wir haben zusammen mit Jorah dann den Nornbären zur Strecke gebracht. Das brach den Fluch. Sie konnte wieder zum Bär werden und ihr Bruder war befreit aus der ganzen Nummer. Und um den Nornbären herum hat sich aber ein Kult gebildet und das sind eben die Söhne Svanirs. Also die halt nach Svanir kamen und die sich dann Jormark teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig angeschlossen haben. Das sind also noch Norn, die sind nicht komplett korrumpiert. Anders als die Eisbrut. Die Eisbrut ist halt von Jormark übernommen. Und die Söhne Svanirs sind zwar noch irgendwo selbstständig denkende Menschen, sind allerdings alle davon überzeugt, dass Jormark halt ihr
großer Anführer ist. Also ein bisschen wie AfDler. Ne? Ja. Ah, und dieser Suspicious Traveler probiert halt jetzt gerade, Leute davon zu überzeugen, dass Yormark die einzig große Zukunft ist. Es gibt lustigerweise auch einen Löwenstein-Offizier. Das ist eine Interaktion in den Wandererhügeln. Der sagt, kann mal bitte jemand diesen Norn da vorne umbringen? Er probiert die ganze Zeit, Leute zum Kult der Söhne Svanias vom Kult der Söhne Svanias zu überzeugen. Ja, im Prinzip ist das alles, was neu ist. Es gibt aber noch eine Kleinigkeit und die hat sich eben Noxy hier genauer angesehen. Und zwar gibt es rund um den Norn immer wieder Geräusche. Und diese Geräusche hat Noxy rückwärts abgespielt. Und wir hören mal so ein kleines bisschen in diese ganze Nummer rein. Schon ein bisschen creepy. Also ihr könnt da tatsächlich selber einmal durchhören. Wie gesagt, das ist ein knapp 7 Minuten langes Video, wo diese Sounds aufgenommen wurden. Ihr hört diese Sounds unregelmäßig immer um diesen Norn herum. Wenn ihr da Lust drauf habt, euch das mal anzuhören. Was genau da gesagt wird, darüber rätselt auch Noxy immer noch ein bisschen. Bei dem einen Teil sind sich fast alle einig. Und der lautet, you are stronger with me. Und der andere Teil ist, they will betray. Das sind wohl die zwei, wo sich die Leute relativ sicher sind, dass das die Stimme flüstert. Ich bin sicher, dass der Jim das rausfinden könnte ohne Probleme. Aber das würde alles kaputt machen. Das macht er nicht. Er hat noch nie Story-Spoiler gepostet. Das stimmt, der ist ein sehr guter. Ein sehr fairer Data-Miner, was das angeht. Ja, doch. Also, ich finde, dass er eine Bereicherung fürs Spiel ist. Gut, also auf jeden Fall haben wir halt diesen Norn. Wir haben das Logo und bei dem Logo sind sich ja schon viele von Anfang an einig gewesen oder haben spekuliert, es könnte halt Primordus, Yormark, beide sind gleichzeitig wieder wach, erheben sich gegen uns. Wurden durch den, weiß ich nicht, Energiestoß, Tod von Krakatorik wieder geweckt, was auch immer. Und es sieht wohl so aus, als wird das die Geschichte sein, die uns die lebendige Welt Staffel 5 oder die lebendige Welt Staffel 5 für uns bereitet. Ich hoffe ja nicht, dass dieser eine Pseudo-League, was damals so war, mit diesem ganzen Kosmetikzeug, was man kaufen muss und die Aura und diese zwei neuen Rassen in Anführungszeichen, wo du spielen kannst, weil eins davon war nämlich so ein Svanier, Eisbrut-mäßiger, schlanker Nonnenmensch als extra Ding und ja. Es sah nicht gut aus. Und es wäre auch ein komischer Leak. Also mir gefällt das nicht. Ne, mir auch nicht, deswegen. Mehr erfahren wir halt am 30. August. Also am 30. August können wir wahrscheinlich relativ sicher sagen, in diese Richtung wird es gehen und ob der Leak eventuell recht hatte oder nicht. Es riecht so ein bisschen nach ein Lied von Eis und Feuer, was sich viele ja gewünscht haben nach dem Auftauchen von Yormark und Primordus in der lebendigen Welt Staffel 3. Der Kampf zwischen. Ein Tipp da drauf, dass die Stimme Drakkar, ich sag Darkwort. Ne? Drakkar schläft ja immer nur in dem See, oder? Der theoretisch ist Drakkar immer noch da, oder? Weil die Glaube von Yormark ist nicht Drakkar. Das ist richtig, ja. Theoretisch kann das durchaus sein. Was immer da im Drakkarsee lebt, kann durchaus auch die Stimme sein. Es muss nicht Yormark sein. Es kann halt auch. Boah, das heißt, wir könnten den Drakkarsee haben wir aber noch nicht im Spiel erreicht, gell? Den können, lange oder? Nicht. Nicht. Oh, das heißt aber. Ah, ja, das ist okay, ja. Warum nicht? Ich meine, das wäre halt wieder so ein GW1-Bezug, was sie ja lieben. Aber es wäre gleichzeitig auch mal eine interessante Möglichkeit für einen Bösewicht, bevor man zum Altdrachen geht, wo vielleicht ein bisschen interessantere Sachen machen kann. Warum nicht? Klingt doch gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Weil wir brauchen unbedingt Bösewichte, die halt mehr sind als nur Schreien und Beast-mäßig sind, irgendwie.
Also erstmal Akumarex übrigens, danke für deine Resub im 58. Ja, Monat. Und dann noch die Punkte, die hier gerade genannt wurden. Jack und Mason glauben, dass es sich zwei Drachen sich da miteinander unterhalten könnten. Bisher klang das aber alles immer nach ein und derselben Stimme. Übrigens auch nicht nach einer weiblichen Stimme, weil das gerade gesagt wurde. Also weiblich ist die Stimme, die da redet, definitiv nicht. Das ist schwer zu sagen, durch den ganzen Filter, der da drüber läuft. Aber klar, Joe Mark ist nicht weiblich, weil das wäre ein interessanter Plot-Twist. Wieso eigentlich nicht? Warum darf der Altrache nicht weiblich sein? Die Ice Queen gegen Prisma Queen. Ja, warum nicht? Ich sehe da kein Problem, warum ein Altrache nicht weiblich sein darf. Geschlechtslos, ja, warum nicht? Gut, brauchen ja kein Geschlecht eigentlich. Dankeschön, Kalinda, für den Resub. Was wir halt eigentlich nur mit Sicherheit sagen, oder was wir auch nicht mit Sicherheit sagen können, was aber sehr, sehr wahrscheinlich klingt, ist, dass sich, dass zumindest okay. In der ersten Episode dieser Norn oder die Söhne Svanias eine Rolle spielen. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass dass Rassenkonflikte in den Vordergrund rücken. Sie könnten es zumindest meinen Wunsch so halb erfüllen. Also wenn das jetzt, also wir hatten jetzt eine Zevari-Expansion, wir hatten eine Menschen-Expansion, wir haben immer Azura in jeder Expansion. Ich fände es geil, wenn das jetzt so eine Norn-Expansion werden würde. Also, wo es nicht. Ich wäre dagegen eigentlich. Dann ist es wieder so, keine Ahnung. Aber das ist, ja. Ich meine, es kommt darauf an, was sie machen. Es kommt darauf an, ob neue Assets endlich reinkommen oder nicht. Wie gesagt, so Kodan würden sich halt da richtig gut anbieten. Die sind davor schon mal geflüchtet. Ja. Mehr Tibet-Kodan-Design ist ja das, was mir unbedingt, also wirklich, wirklich einen abgehen würde. Ich will einfach bis, so wie im Rand der Nebel, habe ich auch am Wochenende im Stream gezeigt, damit die Leute nochmal sehen können, wie sieht so die Kodan-Architektur aus, außerhalb der Eisschiffe. Und sowas könnte ich mir gut vorstellen, so eine Bergkette mit sowas als Karte zum Beispiel, viel Vertikalität, so ein bisschen Tibet angehaucht, die haben ja Glockengaben, andere Dinge. Vielleicht sogar mal ein bisschen die Schalphysik reinmachen, das hätte mir gefallen. Dann hätte ich auch nichts gegen Norn, wenn die interessanter gestaltet wären, einfach, weil oder das Einzige, was ich halt nicht habe, will ich Bra haben. Also der Kult der Söhne Svanias bietet halt schon eine Menge. Wenn sie richtig geschrieben sind. Bis jetzt ist ja so ein Hauptproblem an GB2 ist, für jede Rasse gab es eine böse Partei. So, du hast Inquestur und die normalen Asura und es war ja immer so, die Guten, die mir spielen, und dann immer die durchgeknallten Bösen. So weißer Mantel halt bei den Menschen und das ganze Zeug, der Albtraumhof und so. Das war halt alles immer so schwarz-weiß, was einfach stinklangweilig ist. So, boah, wir sind böse, bring mich um. Ja, Söhne Svanias zum Beispiel haben ein bisschen das Potenzial, dadurch, dass sie halt eben, ja. Also nicht wirklich beeinflusst sind, sondern halt Radikale sind, die selbstständig der Meinung waren, dass Jormark eine coole Idee wäre. Die sind ja auch in Holbrak da unten. Also die hocken ja auch da. Da könnte man wirklich mal interessantere Sachen einfach machen. Vielleicht müsste man mit denen dann auch ein bisschen Politik machen, in Anführungszeichen. Und dann muss man selber böse werden, sich mal auf den Kult einlassen, um da eingeschleust zu werden. Bram vielleicht dann. Ja, sowas. Ja gut, das haben wir, glaube ich, doch. Haben wir das nicht? Das haben wir doch gemacht im Bitterforce. Das brauchen wir nicht schon wieder. Da war es aber mit der Eisbrot. Ja, aber das war ja zu billig. Wir ziehen uns eine Rüstung an und that's it. Ich möchte so ein bisschen in den Kult eintauchen. Ich möchte mich in dem Kult hocharbeiten, indem ich, keine Ahnung, Überfälle auf eigentlich für uns verbündete Doja-Karawanen mache oder sowas. Und ja, die Karawane dann aber hintenrum vorher warne. Und das würde jemand glauben, weil du der Commander plötzlich bist, dann musst du auch verkleidet sein. Aber irgendwann Timey wieder mit Hologramm gerät. Also du meinst, die Söhne Svanias wissen, wer ich bin, weil ich doch. Also der Commander ist der größte Held in ganz Tyrion. Ja, natürlich, okay, das sehe ich als Problem, ja. Okay. Ja. Der Sputi ohne Modegeschmack, den kennt jeder. Ich wünschte, es wäre so. Wie ja, lange war ohne Schuhe kennt da jeder. Kennt. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Darkwood hat noch was Interessantes hier halt kurz geschrieben, wegen dem Drakkar. Das habe ich hier auch noch mal kurz im Wiki nachgelesen. Ich mache mal auf Deutsch, weil steht es dann da besser drin. Was denn? Naja, auf Englisch steht es besser drin, dass Drakkar derjenige ist, wovon Jormark das Geflüster weitergibt an die Köpfen der Leute. Also passt das ganz gut. Es könnte also durchaus sein, dass es zwar Jormarks Worte sind, aber Drakkar bringt die weiter. Das wiederum ist halt interessant, weil wir gehen ja dann wieder mehr ins Auge des Nordens, heißt es auf Deutsch?
Eye of the North, du weißt doch, das Riesengebäude, wo man doch da ist die Halle unter Halle. Da, aber ja, das auch, das. Dass man vielleicht dahin geht und das Ganze vielleicht, sag ich mal, unabhängig von dem einen für uns vielleicht gemacht wird als neues Housing in Anführungszeichen, sowas in der Richtung. Also man könnte da durchaus Potenzial mal als, das wäre eigentlich ideal sogar, man könnte sowas ähnliches wie das halt haben als Hauptbasis und macht dann halt in der Staffel die Kampagne gegen die Swania und gegen die Eisbrot und das ganze Ding mit Pakt hin und her und könnte da halt so, würde diesen Mittelpunkt haben. Unsere Hauptbasis im Norden und dann halt hier die ganzen Story dann, die ganze Season machen. Das wäre halt ideal. Also, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Trakar könnte man dann in der Mitte Mid-Season dann bekämpfen und umhauen. Oder er schafft halt was, Braham zu kompromieren, dass der halt irgendwie zu Eisbrot wird oder sowas. Oh, ja, auf jeden Fall, weg mit dem. Da kann man endlich bashen. Bash den Drecken, Braham. Also, man könnte da einiges machen. Also ich sehe Potenzial da. Und es kann durchaus sein, dass in der Mitte von der Season einfach dann mal Primordos hier auftaucht. Oder Aurin sagt, hey, ich spreche mal mit Prime Daddy hier und hilf uns doch mal gegen den Eisdrachen. Oh, das wäre auch keine lustig, Ahnung, vielleicht wenn wir sie gegeneinander aufhetzen, weil wir haben ja jetzt, wir wissen ja jetzt, dass die Eidrachen an sich Verstand haben, nachdenken können, dass sie Gefühle und Mitgefühl empfinden, dass sie sich auch gegenseitig teilweise spüren, was so erlebt wurde. Also ich hoffe, dass es. Ich meine, Tom Abernathy hat ja auch. Wenn wir uns mit Primordos verbünden, weil er einsieht, eigentlich, also für mich persönlich, das ist übrigens eine persönliche Sache, die ich jetzt erzähle, ist halt Primordos dadurch, dass wir ihn in Guild Wars 1 quasi als erstes begegnet sind. Wir haben ihn quasi unten in der zentralen Transferkammer selber aus Versehen aufgeweckt, indem wir seinen Champion, den großen Zerstörer, umgehauen haben. Für mich ist er deshalb immer so die erste große Gefahr gewesen. Also so ein bisschen der Anführer der Altdrachen, wenn man so möchte. Er ist es nicht. Naja, das sieht der Potatoes ähnlich. Er ist Sinn, es ja. nicht, aber es ist halt so mein Gefühl. Und Prime, also schon namentlich steht er halt irgendwie immer so an erster Stelle so ein bisschen. Und wenn wir uns natürlich mit dem verbünden würden, gegen die anderen Altdrachen, fände ich das mega fetzi. Wenn du uns natürlich betrügen am Ende, dann bringen wir ihn noch rum und dann Raurin ultimativ Göttin und dann keine Ahnung und dann geht es. Es gibt ja diese verrückte Theorie, dass irgendwie Aurin die Mutter aller Eidrachen ist, weil sie ja alle Energien in sich vereint hat und dass das quasi so eine Zeitschleife. Nein, dass das halt so ein never-ending Circle ist. Irgendwie sie sammelt mit alle Magien in sich. Sie reißt in die Vergangenheit und macht dann die. Oh Gott. Sie teilt das dann alles halt wieder auf die sechs Eidrachen auf und irgendwann kommt sie dann halt wieder und sammelt die Magie wieder. Dass das so ein never-ending Circle ist, dass das schon tausende Male passiert ist in der Geschichte der Welt und so. Ich glaube, du bist schon, das ist sogar eine gute Theorie, weil das könnte sogar wirklich die Story-Arc von Aurin, die übergeordnete Arc einfach sein, als Prisma-Drache. Dass halt sie nicht die, also dass sie die neue Mutter wäre, in Anführungszeichen halt, wieder genau, die Balance herstellt auf die Anweisung. Und wir erfahren ja sicher noch über die andere Mutter, die ja Kralkatorik angesprochen hat, weil Tom Abernathy. Und auch in dem Forenbeitrag, da müssen wir unbedingt irgendwie noch gucken, dass wir das mal zusammenfassen. Da gab es auch wieder einiges. Wollten wir schon lange, aber. Ja. Weil Tom Abernathy hat ja auch jetzt wieder groß gesagt, dass er halt absolut freut. Also dass wir kaum erwarten können, was die halt hier jetzt am 30. schon raushauen. Also da wird auch nochmal richtig Hype gemacht, storytechnisch. Und dass er das mit Aurin ja weitergeht, war ja schon seit dem Guild-Chat klar. Und mit der Muttersache auch. Also du könntest da wirklich auf was gestoßen sein. Das würde durchaus Sinn machen. Kommt mal nicht von mir. Das hatte irgendwer in den Chat gepostet. Von der Community, die könnte da gut dabei sein. Also es gibt viele, viele schöne Möglichkeiten, klar. Der Vorteil bei natürlich Feuer und Eis ist einfach, man könnte wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und hätte dann natürlich immer noch den Tiefseedrachen frei, falls man doch noch eine Abschuss-Expansion für GW2 machen will, trotz allem. Nach dem Leos weiß man ja nicht, vielleicht dann doch Kanter noch und dann halt wirklich dieses komplette Thema halt abhaken, weil dann hast du wirklich alles weg im Prinzip und könntest dann endlich eine neue IP-Kommstand machen oder halt die Richtung. Bei Guild Wars 3 mit Kanter macht ja wenig Sinn, finde ich irgendwie. Macht eher Sinn, dann komplett da von vorne neu anzufangen mit, das weiß ich, in der Zukunft. Vielleicht Steampunk-mäßig mehr oder mehr Sci-Fi reinhauen mit Guild Wars 2, warum nicht? Könnte ich mir gut vorstellen, bei Guild Wars 3. Gut, so oder so, viel wird sich also am 30. August entscheiden. Und haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Wir machen das, wie schon angekündigt. Ich bin am 30. August nicht da, weil meine Mutter an dem Tag heiratet. Ich werde den Live-Ticker auf Guild News machen, quasi live von der Hochzeit. Und die anderen hier
Sky wird hosten, kümmern sich um einen Livestream auf twitch.tv/gatenews. Ja, ich hoffe, dass ich habe da eine gute Verbindung, aber ich habe keine Ahnung, wie das sein könnte, wenn ich dann hier mitten im Stream den Stream zeige. Deswegen, ich bin nicht ganz so sicher. Gib das mal vorher, aber das sollte eigentlich performance-technisch kein so großes Problem sein. Ja, weil ich habe kein 1080p, das mache ich nicht, weil dann habe ich das Gefühl, dass bei mir hier Probleme gibt. Das ist nur 720, ist halt so. Ich habe es mit 1080 noch nicht probiert, vielleicht sollte ich echt mal ein 1080er. Wir machen vorher ein paar Experimente, ja, streamtechnisch, damit wir da eine gute Qualität haben. Also ja, es tut mir übrigens tatsächlich auch weh, nicht bei dem Event live im Stream sitzen zu können. Ja gut, deine Mutter heiratet, ich meine, das ist wichtig. Ja. Das passiert das halt einfach einmal so. Konnt ja nicht wissen. Hm? Übrigens, nur falls euch das, nein, das kann ich tatsächlich nicht erzählen. Aber die Hochzeit hat mich einiges gekostet. Aber es ist okay, es ist die Hochzeit meiner Mutter. Spenden wir wieder für da dich. Kann man, für Mutti. Nee, das tatsächlich nicht. Dann muss ja aber mal wieder hinten ins Bild reinlaufen, ne? So viel Zeit muss. Gut, also 30. August, Augen offen halten, Hype ist da. Vielleicht passiert auch vorher noch mal was mit den verdächtigen Reisenden. Es könnte ein Patch in zwei Wochen, und es wird ein Patch in zwei Wochen wieder kommen, also am 27. August. Vielleicht erleben wir da schon die erste leichte Story-Entwicklung. Erstmal ein paar Schilder aufstellen und so, vielleicht kriegen wir das hin. Oder Braham kommt her und redet uns so wie Darmi Cave, wir haben einen Brief bekommen, so in der Richtung, könnte ich mir auch gut vorstellen. Macht ja Sinn, dass er jetzt leider Gottes im Fokus steht. Gut, im schlimmsten Fall haben wir noch gar nicht gesagt, Taimi könnte ja Omas Maschine neu bauen und dann einfach die zwei Drachen wieder mit Energie befeuern. Hat ja schon mal funktioniert. Nicht schon wieder. Aber ich glaube, die Maschine ist hin. Den Plot-Twist, diese Story-Arc werden die nicht nochmal gehen, hoffe ich. Hoffe ich. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, dass der Großteil von der unserer Gilde einfach verreckt und wir endlich mal gescheite Charaktere bekommen, die nicht so furchtbar sind. Aber egal, das ist halt Geschmackssache. Ich bin Final Fantasy verwöhnt. Gut, wir haben, wenn du jetzt gerade schon Final Fantasy sagst, noch das eine große Thema, zu dem ihr auch gerne hättet im Vorfeld kommentieren können. Es hat tatsächlich niemand gemacht. Ich machen es das ja jetzt, also von daher. An oder in den Stelle Kommentaren später. Trotzdem nochmal, schreibt gerne was dazu in den YouTube-Kommentaren, wenn ihr das hier später hört. Schreibt gerne einen Kommentar auf der Webseite, wenn ihr das Ganze über Spotify und iTunes hört. Und natürlich schreibt jetzt aktuell live im Twitch. Wir saßen hier am Dienstag, so haben wir den Podcast eingeleitet und haben darüber gesprochen, was wir uns eigentlich vom 30. August wünschen könnten, beziehungsweise was halt Guild Wars 2 machen könnte, um Langzeit oder längere Zeit für Motivation zu sorgen. Das große Problem ist, baut man sein ganzes Spiel so auf, dass es keine horizontale, horizontal ist flach, keine vertikale Progression gibt. Das horizontal heißt, haben wir jetzt aktuell. Genau, richtig. Und es fehlt so ein bisschen das, was halt andere Spiele haben, weil alle Spiele und alle Add-ons leben halt quasi davon, dass das Level-Cap erhöht wird, dass die Ausrüstungsstufe erhöht wird. Und die erste Aufgabe, die man halt hat in dem neuen Add-on, ist Leveln. Die zweite Richtig. Aufgabe, die man hat, ist Equipment-Farmen. Und die dritte Aufgabe, die man dann hat, ist, es kommt ein neuer Auf Raid Content raus. Warten. Und der neue Raid gibt noch mal eine höhere Equipment-Stufe. Also eigentlich befindet genau, man sich bis zum nächsten Add-on dann in so einer Itemspirale. Das heißt ja nicht umsonst Itemspirale. Hamsterrad ist so viel besser. Hamsterrad? Du machst so viele Dinge und farmst so viel, damit du es besser Gear hast und drei Monaten da schon wieder von vorne anfangen. Das ist eigentlich im Prinzip ist das Pelle vor die Säulen werfen. Genau, also das ist also halt Final Fantasy ist definitiv so. Das ist halt so dieser große Punkt, was Spiele oder was vor allem viele MMORPGs nutzen, um Leuten Content zu bieten. Das ist der Content in vielen Spielen. Und Guild Wars 2 hat darauf verzichtet und hat gesagt, wir machen das anders. Wenn ihr einmal eure maximale Ausrüstungsstufe habt, in diesem Fall aufgestiegen, dann gibt's nie wieder was höher geht. Und wir kümmern uns stattdessen darum, das Spiel breiter zu fächern. Diese Breite endete aber meistens darin, dass irgendwelche Währungen oder ähnliche Sachen gefarmt wurden. Für Sammlungen, Beherrschungspunkte waren einfach nur purer XP-Grind. Das ist halt alles nicht so optimal gelaufen. Es wird sich häufig darüber beschwert, dass es keine klare Linie gibt. Was habe ich zu tun in Guild Wars 2? Und auch keine, nicht so diese klassischen Ziele. Es ist so ein Mini-Teil von, ich muss mir meine Ziele in Guild Wars 2 selber stecken, weil das erste große Ziel, das ich in jedem Spiel habe, Leveln und Ausrüstung herstellen, habe ich halt relativ schnell erreicht. Deshalb die Frage an euch, ist es schlecht, dass Guild Wars 2 keine Itemspirale hat? Würde euch eine Itemspirale motivieren,
Oder würde es euch halt, wäre es Content für euch tatsächlich? Das ist erstmal die Frage Nummer 1. Später möchten wir noch wissen, was ihr euch an alternativen Ideen noch vorstellen könnt. Sky, Itemspirale und du. Hättest du sowas gerne in Guild Wars 2? Nein. Jetzt musst du. Oh, ich muss es erklären. Ja, eine Begründung wäre ganz. Ganz warte, da muss ich meine Brille wieder aufsetzen hier. Da muss ich natürlich total intelligent aussehen. Nee, ich möchte es nicht haben, ganz ehrlich. Das ist etwas, was ich in Final Fantasy 14 absolut hasse. So jeden Storypatch alle 3 Monate. Was jetzt, im Anfangszeit ist nicht schlimm nach dem Add-on. Da spielst du noch ein bisschen mehr. Du hast dein Itemset, du kriegst von deinem ganzen Gear, du kriegst die von den ganzen Steinen, kriegst dein Gear. Die Sache ist gegessen. Das reicht auf jeden Fall für den nächsten Storypatch, für die nächste Instanz reicht's völlig aus. Aber wenn du dann pausierst, 3 Monate und nicht die weiteren Raids machst und am Ball bleibst, bist du halt ganz schnell hinten dran. Wenn du dann natürlich dir die neue Story spielen willst, heißt das erstes Mal, okay, du brauchst Item-Level, was weiß ich denn jetzt mal, 430. Und wenn du es nicht hast, kannst du den Dungeon nicht spielen und der ist leider Gottes Voraussetzung in der Story. Du musst ihn spielen, damit die Story weitermachen kann. Das heißt, ich bin erstmal damit beschäftigt, die gleichen alten Dungeon zu farmen. Mal wieder. Und mit vielen Punkten, damit ich irgendwann das Zeug bekomme. Und da musst du halt wirklich jeden Slot fast austauschen, musst richtig machen, bis du ungefähr den Durchschnitt hast. Und damals war es schlimm, weil du die richtige Waffe noch nicht bekommen hast. Die war sehr schwieriger zu bekommen. Und dann saßst du halt da. Dann hast du eine Woche lang gefarmt, wenn es wirklich schlecht lief. Oder halt, du hast extrem viel Gold und konntest dann halt dir gekräftetes Zeug kaufen. Und dann konntest du die Story weitermachen. Und das finde ich einfach dämlich. Das ist eine künstliche Spielzeitstreckung, die, keine Ahnung, die unnötig ist. Das mag ich in GW2 einfach lieber. Ich kann direkt meine Story anfangen, ich kann sie spielen und fertig. Ich bin mit Guild Wars 1 aufgewachsen und Guild Wars 1 hatte halt auch keine Itemspirale. Stufe 20 war ratzfatz erreicht. Nach Stufe 20 einmal eine Max-Rüstung bauen, die kostete noch nicht mal viel Geld. Wenn man schicke Skins haben wollte, wurde es dann teuer, aber abseits von schicken Skins war halt die Max-Rüstung schnell zu bekommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das ist in so einer Itemspirale. Ich habe probiert, ein paar Spiele zu spielen, aber die haben mich meistens schon vorher abgefuckt, bevor ich. Ja, freu dich auf Classic, wenn du es richtig spielst. Ich freue mich tatsächlich drauf. Weil da ist schwierig, an Gear zu kommen. Der Chat hat eine relativ eindeutige Meinung zu dem Thema. Ich sage ja, oder? Das fing an mit Spechtmusik oder Music, der gesagt hat, bitte keine Itemspirale, die habe ich gehasst. Dann Stoppard hat Erfahrungen aus WoW und Aion gesammelt, fand das fürchterlich. Jana, Yasha und Berg sind sich einig, eine Itemspirale ist kein echter Content. Ich möchte mal Berg 94 da einfach zitieren. 2004 hat angerufen, weil sein MMO-Content will sein MMO-Content zurück. Ja, und da gibt es halt eine Menge Leute, die gesagt haben, eine Itemspirale würde mich dazu bringen, aufzuhören. Ich spiele Guild Wars 2 genau, weil es keine Itemspirale hat und so weiter. Einzig Sven hat gesagt, ein guter Punkt wäre halt, es ist ein Economy-Sink, also ne, zieht halt Gold aus dem Spiel, sich regelmäßig neue Rüstungen herzustellen. Das würde ich vielleicht als Punkt zählen. Wir hatten ja sogar mal so ein leichtes Konzept entwickelt am Dienstag im Livestream. Richtig, wie man eine Soft-Item-Spirale einführt. Genau, weil wir ja die Tools im Prinzip schon seit HOT eigentlich haben. Wir haben die Mastery, wir haben Sammlung und man könnte sowas natürlich ein bisschen schlauer an vielleicht, sag ich mal, neue Add-ons, weil ich sage jetzt bewusst Add-ons, weil das muss ein bisschen mehr sein als einfach nur Living World. Und dass man sowas an sowas koppeln könnte. Und dann könnte man natürlich, also wir würden nicht den Weg gehen, also Alex, du kannst ja schon mal deins sagen, weil du, nee, obwohl, lass mal. Du hast ja gesagt, du hättest dann gerne ein neues, auch Ausrüstungsset aus, was weiß ich, 5 Teilen oder so in der Richtung, das du bekommst, das man upgraden kann, aber dass dann, je nachdem, wie weit du halt in der Story vorkommst, dass das halt von den Stats her größer wird, dass du am Ende wahrscheinlich nochmal 5% mehr hast, statt aufgestiegen, nochmal die nächst höhere Stufe so in der Richtung. Das war so deine Idee, stimmt's? Nee, unser die ursprüngliche Idee, die ich entwickelt hatte, bestand daraus, dass eine neue Rüstungsstufe an Beherrschungspfade und bestimmte Erfolge gebunden ist. Dass du also dass du halt nicht sagen kannst von Tag 1 an, ich krieg diese Ausrüstungsstufe sofort, sondern ich muss dafür bestimmte Erfolge und bestimmte Beherrschungspfade abschließen. Und wenn ich diese Erfolge und Beherrschungspfade abgeschlossen habe, dann schaltet sich die Möglichkeit, ein neues Rezept frei, mit dem ich eine höhere Ausrüstungsstufe herstellen könnte. Wichtig dabei ist, in dem Moment, in dem ich aber die Erfolge und die Beherrschungspunkte und sowas freigeschaltet habe,
upgradet sich meine legendäre Rüstung automatisch auf die höchste Stufe, sodass legendäre Rüstung, wenn man sie sich einmal hergestellt hat, um da auch so ein bisschen Motivation für zu liefern, für immer den höchsten Wert hat. Um halt aber trotzdem nicht zum Start des Add-ons Leuten mit einer legendären Rüstung automatisch die höchste Stufe zu geben, ist halt quasi das Freischalten dieser Stufe an Erfolge und Beherrschung gebunden. Das nenne ich so ein bisschen Itemspirale Light. Ja, also ich möchte meine Ausrüstung upgraden, dafür muss ich aber nicht stumpf farmen oder was, sondern ich bin halt an Erfolge und Masteries gebunden, plus Legendary Armor bleibt immer die beste Rüstung. Das war so ein Konzept, das ich live im Stream entwickelt habe. Ob das jetzt gut ist oder nicht, da darf übrigens der Chat dann auch gerne drüber diskutieren. Ja, klar, das ist natürlich, das ist ein reines Gedankenspiel. Ich war dagegen. Welche Überraschung, oder? Ja, du bist immer dagegen. Aber die an sich ist natürlich gut. Du musst natürlich die legendäre Waffe natürlich noch mit berücksichtigen, weil alles, was Legendär-Status hat, müsste natürlich auch für einen neuen Status dann hochgehen, zwangsläufig. Außer es gibt dann halt eine neue Waffe, die du da auch machen kannst. Oder du könntest natürlich sagen, du kräftest dann eine neue Waffe. Als Add-on-Content. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, was man machen könnte. Ich persönlich wäre das Ganze ohne diese höhere Stufe gegangen. Ich hätte aber, das ist so ähnlich wie in Legion, wenn du deine Artefaktwaffe halt bekommst am Anfang. Und die begleitet dich halt das ganze Add-on. Nur der Unterschied bei WoW war halt, dass die halt mit Stats immer mehr geupgradet worden ist, bis die halt richtig mächtig wurde. Das hätte ich halt auch weggelassen, weil du hast grundsätzlich halt einfach eine Teilung in der Community, wenn du mehr Stats oder mehr Prozente anbietest. Und das ist halt etwas, was meiner Meinung nach gegen GW2 spricht. Das ist ja gerade das Schöne an GW2, dass es eben nicht diese Itemspirale hat. Aber du könntest dir halt ein neues Set, du startest halt mit dem neuen Set, das halt im Add-on gibt. Da kannst du natürlich theoretisch sagen, da gibt es irgendein Feature, was nur in der Add-on-Karte nötig ist, deswegen brauchst du die Rüstung, vielleicht sowas. Genau, ich habe gerade auch drüber nachgedacht, so ein bisschen Qualresistenzmäßig. Ja, vielleicht also, sowas in der Richtung. Gibt, so in der also Richtung. Angenommen, der neue Teil der Welt ist eiskalt von Jormark. Und du hast nur eine Chance, dort zu überleben, weil die neue Ausrüstung eine Kälteimprägnierung oder irgendwie sowas hat. Ja, das, was sie in Bitterfrosch halt probiert haben, durch den Drang, was ein bisschen nervig war, oder zum Beispiel mit den HOT, mit den Giften zum Beispiel. Da war ja auch das Ganze, mach die Mastery, damit du die Gifte halt aushalten kannst, damit du auch bei den Drängen in diesen Gebieten halt was sammeln kannst, machen kannst. Das war so, ja, die Grundidee dahinter war halt nur schlecht umgesetzt. Sowas wäre zum Beispiel möglich. Das heißt, dass du auch einen Grund hast als Spieler, die überhaupt diese Rüstung anzuziehen, weil warum soll ich die Kleidung tragen, wenn es keine Notwendigkeit dafür gibt? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das heißt, du würdest dann spezifisch quasi ein Rüstungsset, das über die Zeit aufgebaut wird, und da könntest du dann quasi mein Prinzip übernehmen, du bindest das an Erfolge und Beherrschung. Ja, dass das ein neues Rüstungslevel, genau. Baust du dir halt eine komplett neue Rüstung, die spezifisch für die neuen lebendige Weltgebiete gedacht ist. Sowas wäre zum Beispiel, ja, sowas wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. In der alten Welt funktioniert sie dann quasi ganz normal als aufgestiegene Rüstung. Richtig, genau. Also, ja, genau. Es gibt keine neue Itemstufe, aber du kannst sie dann trotzdem benutzen. Du hast halt keinen Nachteil in der alten Welt. Von neuen Karte wäre dir allerdings wichtig, dass du hast, weil das ist halt die Voraussetzung dafür, dass du die überhaupt trägst und upgradest, damit du überhaupt motiviert bist, da was zu machen. Oder du lässt natürlich diese ganzen Resistenten und den Quatsch einfach weg, sagst fertig, das ist nur unnötiger Scheißdreck. Braucht man nicht. Und gehst halt wirklich nur den Weg über, sag mal, Fashion in Anführungszeichen, dass die Rüstung halt durch das ganze Zeug immer mehr geupgradet wird, dass du dann später halt ja so ein richtig schönes, geiles Rüstungsset zum Beispiel hast dafür. Oder was auch immer, was man da machen will. Weil das ist ja im Prinzip das, was wir in der Diskussion am Dienstag gehabt haben, dass das Fashion halt das Endgame von GW2 ist, jedenfalls in meinen Augen. Genau, wir gehen jetzt quasi zu Punkt Nummer 2. Wenn halt keine Itemspirale kommt, was sind die Dinge, die halt eine lebendige Welt Staffel 5 haben müsste an neuen Features oder an Add-on-würdigen Features, die Spieler motivieren, langfristig länger und interessierter Guild Wars 2 zu spielen? Du hast halt dieses große Problem, so sind wir ursprünglich dahin gekommen, dass ich einen Artikel geschrieben habe, was könnte am 30. August angekündigt werden und was nicht. Und da ging es darum, was sind so typische Add-on-Features. Also das heißt ja, die lebendige Welt Staffel 5 soll Features bekommen, die für ein Add-on zurückgehalten werden. Richtig. Darkwater hat es ja schon geschrieben, hier, wozu Rüstung? Ich brauche kein Fashion, ja. Housing und erweiterte
Ja, es kommt gleich. Erweiterbare Sklaven? Darf ich nochmal ausholen? Okay. Achso, du warst schon nicht fertig, Entschuldigung. Nein, Bella. Also wir haben darüber, also typische Add-on-Features bisher, also was unterscheidet lebendige Welt und Erweiterung? Das waren zwei Dinge, größere Beherrschungen und Elite-Spezialisierung. Das war bisher alles, was quasi ein HOT von einer lebendigen Welt Staffel 3 und ein POF von einer lebendigen Welt Staffel 4 unterschieden hat. Es kommt vielleicht noch die Menge an Content, wie viele Gebiete, wie viele Erfolge und so weiter dazu. Aber im Großen und Ganzen unterscheidet die lebendige Welt und das Add-on eigentlich nur. Die Beherrschungen waren Gamechanger. Das Gleiten und die Sprungpilze waren absolute Gamechanger. Genauso wie die Reittiere. Jetzt in der lebendigen Welt Staffel 4 ein neues Reittier wie den Rollkäfer zu bringen, ist nicht so gamechanging, wie überhaupt Reittiere einzuführen. Das heißt, wenn sie halt mit der lebendigen Welt Staffel 5 einen Unique Selling Point haben möchten, dann muss das halt entweder Elite-Spezialisierung sein oder halt eine Beherrschung, die das Spiel nochmal von Grund auf den Kopf stellt. Und da bist du jetzt bei deinem Punkt, Darkwater, und das, was du dir unbedingt wünschst, Housing. Das wäre für dich ja das große Ding, richtig? Ja, für mich auf jeden Fall. Ich denke, das ist der nächste logische Schritt einfach. Und da haben wir eine kleine Diskussion gleich geführt, weil ich gesagt habe, wenn sie Housing reinbringen mit verschiedenen Sachen, die mehr persönlich an dich gebunden sind, Gildenhalle setzt halt voraus, dass du viel Gold hast, dass du Leute hast, die dir helfen, bei der Gildenhalle zu erstellen und dass du allgemein halt, ja, du brauchst halt Leute für die Gildenhalle. Also du schwimmst halt in Gold, dann spielt es keine Rolle, dann kannst du dann erstellst du deine Obersteinerhalle und machst, was du willst. Aber im Großen und Ganzen, der Normalsterbliche, so wie ich, kann sowas nicht sich leisten und hätte halt einfach kein kompaktes Housing, mit dem ich ein bisschen individualisieren kann, mit dem ich Sachen machen kann. Das wäre ein ideales Monetarisierungssystem, ob wir wollen oder nicht, aber so funktioniert Arena nicht normal. Das war wie mit den Stühlen, es kommt ein neues Feature und es wird zu Geld gemacht. Das heißt, Housing wäre definitiv das neue Finanzierungsmodell. Also es gibt dann genug schöne Sachen wie ein Quagga, ein Aquarium mit Kuckuckju oder wie der hieß und weiß der Teufel was alles, Platz für die Hauskatzen, keine Ahnung. Also man könnte einiges machen, aber man könnte natürlich aber auch viel im Spiel dadurch sammeln, durch Erfolge, durch Sammlungen und so weiter und könnte es aufbauen. Und wenn man das dann so, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, mit dieser Norn-Expansion und mit dem vielleicht das Auge des Nordens oder sowas ähnliches, wo man als Hauptzentrale für unseren Pakt haben, dann könnte man da auch die ganzen NPCs reinstellen, da könnte man dann locker auch mal, da könnten die alle paar Wochen mal einen Dialog reinbringen, der vielleicht nicht vertont ist, so okay. Kleine Sachen, solche Dinge. Die Ideen also sind ja tatsächlich sehr süß, ne? So, da weiß ich nicht, dein Animal Crossing oder was auch immer du gerne in Guild Wars 2 noch hättest. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Es gibt, ich sag mal, das ist jetzt eine grobe Schätzung, aber es gibt die Raider, die PvPler, die WVWler und auch einen guten Satz an PvElern, die wahrscheinlich einen Scheißdreck auf Housing geben. Also, mir persönlich würde, egal was ich da machen kann, das Housing nicht viel neuen Content. Es ist eins der Feature. Also, dann sag mir doch mal, was möchtest du gerne jetzt in diesem Spielmodium einfach sehen? Wir sammeln ja Ideen, wir machen ja nicht nur ein Feature in der Richtung, wir können ja ruhig ein bisschen mehrere machen. Also du könntest nicht Living World machen, du sagst, du hast nur PvP, weil, oh Gott, PvE ist das, was das Spiel am Laufen hat. Ja gut, wir wissen halt schon mehr oder weniger, das müssen sie ankündigen und das muss jetzt auch in nächster Zeit kommen, die WVW-Überarbeitung und ein bisschen was fürs PvP. Aber das meine ich noch nicht mehr. Ich bin tatsächlich am Überlegen, was mich langfristig an Guild Wars 2 binden könnte. Und das ist verdammt schwierig, weil mir tatsächlich auf Anhieb und auch wenn ich so länger drüber nachdenke, nie was eingefallen ist. Das, was halt Guild Wars 2 für mich immer, oder der große Reiz war für mich immer, das Neue, also ursprünglich war es halt alles neu. Riesige Welt, Weltbosse, alles irgendwie Abenteuer, Jumping-Puzzle, jedes Gebiet hatte was zu entdecken und so weiter. Aber all das verliert halt einfach mit der Zeit seinen Reiz. Irgendwann ist auch das 17. Gebiet nach Schema F einfach verstanden. Mit Münzen sammeln und so weiter ist halt irgendwann lang. Du verstehst halt irgendwann das System und dann ist halt dieser Zauber weg. Mich fesselt eigentlich dann hauptsächlich daran, ich möchte wissen, wie das Spiel storytechnisch weitergeht und ich möchte es einfach erleben, weil es halt das Spiel ist, was ich über Jahre so mitgetragen habe. Aber eigentlich gibt es nichts, wo ich sagen würde, das könnte in mir jetzt nochmal so ein richtiges Feuerwerk auslösen. Außer vielleicht lore-technisch, sie bringen halt irgendwas Verrücktes. Das wäre dann so. Ja, gut, aber das kommt ja. Story wird definitiv weitergemacht. Das ist ja das, was auch wieder kritisiert wird. Es gibt eh wieder eine Story und haha, die ist wahrscheinlich in 30 Minuten durch, solange wie die Präsentation funktioniert. Boah, zwinker, zwinker. Ich möchte, Burks GW2 liegt gerade in der stabilen Seitenlage.
Das beschreibt, also dieser kurze Ausschnitt, hat noch mehr geschrieben, aber dieser kurze Ausschnitt beschreibt so ziemlich genau mein Leben mit Guild Wars 2. So, es ist halt da, ich werde es immer spielen, es wird mich immer begleiten, ich finde es immer wieder faszinierend, ich bin immer wieder fickerig, wenn was Neues kommt, aber es ist halt nie mehr so, dass es aufspringt und mich anschreit und ich schreie zurück oder sowas. Ich glaube, das wird auch ArenaNet nie mehr schaffen. Dafür ist das Spiel einfach schon so alt und sie müssten halt eine komplett neue Welt kreieren mit irgendwelchen neuen Features, die mich irgendwie aus der Reserve locken. So ja, ich verstehe, was du meinst, ja. So statt jetzt ist es halt die stabile Seitenlage. Du weißt, was du bekommst. Du weißt, dass das, was du bekommst, ist gut. Aber du weißt halt auch, es wird dir nicht die Schuhe ausziehen. Ja, das ist nur etwas, was halt eine Erweiterung könnte oder dann halt wirklich ein Nachfolger. Und das ist halt das, was sie nicht machen. Zumindest aktuell nicht. Also aktuell ja nicht. So. Wir wissen ja nicht, wie jetzt der Fokus ist. Weil NCSoft sagt, Leute, GW2 macht was draus. Fertig. Es gibt keine weitere IP aktuell. Alles eingefroren. Also muss das Studio ja jetzt mal ein bisschen was machen. Also die Zukunft ist zwar nebulös, aber es könnte einen zweiten Frühling vielleicht geben. Es hat das Spiel, also ich meine, aber jetzt hat hier gerade MeZone geschrieben, ich hoffe auf eine neue Rasse. Eine neue Rasse ist zum Beispiel auch so ein Punkt, das ist für mich noch schlimmer als Housing. Also Housing ist halt wenigstens so ein Punkt, okay, ich verstehe, Leute wollen das haben, da können sie Zeit reinstecken, dekorieren. Ich merke jetzt auch, ich habe halt News über No Man's Sky zum Beispiel geschrieben, dass diese Cyberpunk-Stadt, die die da gebaut haben, war sehr, sehr beeindruckend. Die Spieler sind auch da heiß drauf. Es ist halt immer wieder cool, was die Leute machen. Wir haben ja auch News geschrieben. Minecraft ist ja cool, ne? Genau, Minecraft hat denselben Prinzip. Final Fantasy 14 läuft wundervoll mit dem Housing. Ich habe es ja gezeigt gehabt im Stream. Also da gibt es echt viele, die geile Sachen machen. Einer hat sogar, glaube ich, ein riesengroßes Haus und eine kleine japanische Stadt reingemacht. Einkaufsmeile und so. Aber der Punkt ist halt, dass ich das Housing-Feature so von der Idee her verstehen kann, warum das Leute fasziniert. Und ich glaube auch, also auch wenn es mich halt persönlich, mir würde es am Hintern vorbeigehen, so könnte ich mir halt zumindest vorstellen, dass wir halt darüber reden, schreiben, berichten und so weiter. Neue Rasse hingegen hat für mich so 0,0 Mehrwert für das Spiel. Im Gegenteil, es hat sogar einen abwertenden Wert. Das beginnt an dem Zeitpunkt, es beginnt in der Lore, weil lore-technisch ist es schwierig, nachträglich eine neue Rasse zu begründen. Entweder die neue Rasse hat halt keinen Zugriff auf die komplette alte Story, was eventuell für Neueinsteiger total verwirrend ist. Und wenn sie Zugriff auf die ganze alte Story hätte, wäre halt die ganze alte Story obsolet, weil es gibt diese Rasse eigentlich gar nicht darin. Der andere Punkt ist der technische Aspekt, den Zintrax gerade angesprochen hat. Rüstungen, Clipping, Waffendrops, alle möglichen Anpassungen. Das heißt, es hat auch ganz viele grafische und technische Aspekte, so eine neue Rasse. Und Punkt Nummer 3 ist für mich halt dann der Mehrwert. Der Mehrwert ist, ich erlebe das, was ich vorher als Baum oder als Ratte oder als Katze erlebt habe, dann als Hund oder Bär. Es ist aber dasselbe Spiel. Als Vogel. Also das Spiel verändert sich halt nicht. Ja, das ist genau das Problem. Du spielst halt in der gleichen neuen Rasse den alten Content wieder, den du die Jahre lang gespielt hast. Und der sieht zwar anders aus, dadurch, dass du einen anderen Charakter mit anderen Animationen spielst, aber es ist halt immer das gleiche in Blau oder in Grün. Das macht das Spiel nicht besser. Weil es ist in jedem anderen Spiel ist das gleiche. In Final Fantasy gibt's die Vera jetzt und die Hrothgar. Also Löwen, Männer und Bunny Girls. So, und die musst du auch wieder. Du kannst entweder deinen Charakter komplett umstylen, dann ziehst du halt so aus und fertig. Oder du fängst halt einen neuen Charakter an und spielst die ganze Story damit durch. Und fertig. Ja, dann bist du halt die ganze Zeit eine Vera, auch wenn die im ganzen Spiel nie vorgekommen ist. Das wird halt ignoriert. Wie bei WoW spielt ja dann keine Rolle. Aber es ist trotzdem immer noch das Gleiche. Mist of Bedaria haben sie ja ein bisschen. Ja, das ist anders. Oder Todesritter dann, aber Todesritter war ja keine Rasse, das war eine Klasse. Und Pandaria, richtig, das haben sie clever gelöst damit. Aber da ging es ja noch so, weil der Charakter in WoW war ja, sag ich mal, erst ab Warlords of Draenor war der ja doch erst der Mittelpunkt. Der Champion, bei dem die Story so, also wo ein bisschen mehr Gewicht in der Story hat. Bis dahin waren wir ja eher so der Champion vom König, der was gemacht hat, aber wir waren jetzt. Ja, das ist nicht so wie bei uns mit dem Commander oder in Final Fantasy mit dem Krieger des Lichts, dass wir der Mittelpunkt der Story sind, dass wir ein Hauptcharakter mit drin sind. Das war in WoW immer noch so, Jaina, Thrall und Co. sind wichtiger als der No-Name-Champion. Und bei Legion waren wir ja im Prinzip, obwohl es die anderen Charaktere gab, ja trotzdem sehr, sehr wichtiger Hauptcharakter.
Und da ging es mit Pandaria vor. Ich schaue gerade noch mal so durch. Was würdet ihr euch denn wünschen? Schreibt dazu gerne noch mal was im Chat. Was Jana Jascha schreibt, eine komplett neue Welt. Könnte man sowas mit einer Art Kataklysmus erreichen? Also quasi das, was Cataclysm damals im WoW gemacht hat. Könnte man, aber es wäre viel Arbeit. Hätte halt dann wieder so ein bisschen lebendige Welt Staffel 1 Charakter. Ne? Ich kann halt nicht das leben, was die Leute vorher hatten. Es wird dann immer diese Anekdoten geben, so war es früher, so ist es heute. Ich will einen Classic-Server. Das wäre witzig, ne? Dann die Wünsche. Ja, aber es ist doch so, oder? Das klingt aber auch nach viel Aufwand für wenig Reward, irgendwie. So aus dem Bauchgefühl. Das war bei Cataclysm auch der Fall. Es war beeindruckend, was sie gemacht haben. Das war ohne Scheiß, das war richtig beeindruckend. Die haben das komplette Spiel umdesignt da. Das war der Hammer. Also hast du deshalb neue Charaktere durch die alten Gebiete gelevelt? Ich habe einen neuen Charakter hochgelevelt dafür, aber irgendwann hat er aufgehört. Aber ich habe auch viele Gebiete durchgemacht. Ich weiß nicht, ob ich alle durchgemacht habe. Aber du konntest halt die neuen Quests einfach spielen. Und das war interessant, weil es war wirklich aktuelle Storyline und das war nicht wirklich gut. Die Gebiete sind echt besser geworden dadurch. Es ging allerdings aber auch viel vom Sandbox verloren, was die Leute jetzt in Classic sicher wieder zurückwünschen, was er ja jetzt der Grund ist, warum sie wieder zurückgehen. Und der Nachteil war halt, dass die Hauptstory vom Addon an sich eher die Gebiete und das Ganze, die waren zwar gut design, aber es fühlte sich irgendwie weniger an. Andererseits, wenn man dran denkt, die haben die ganze Welt überarbeitet, hast du halt verdammt viel Kunden bekommen. Den hast du allerdings auch kostenlos bekommen. Da hat jeder kostenlos bekommen, der im vorhergehenden Addon noch war. Das wurde reingefügt, bevor überhaupt Cataclysm rauskam. Das heißt, das hast du alles kostenlos bekommen, du hast nicht mal das neue Addon gebraucht dafür, um die neue Levelphase zu spielen. Die war dann für jeden freigeschaltet. Ne? Was würdest du dir denn? Also du wünschst dir Housing, ja? Also Housing wäre für dich tatsächlich so ein Feature. Das wäre eine der Möglichkeiten, die ich halt sehe. Ja, aber wenn es gut umgesetzt ist, wäre das was du dir vorstellen könntest, was dich auch langfristiger motiviert. Mir hat das High-Clippen mit dem Sanctum viel Spaß gemacht, auch wenn ich noch nicht das komplett durch habe. Ich bin halt faul. Aber ich fand die Idee dahinter halt gut. Und die haben echt schöne Sachen da drin gemacht. Die Tatsachen, dass die nächste Episode mit Cave geteasert haben, weil die dann wirklich da drin Dialog hatte. Die Tatsache, dass du die ganzen Sammlungen gemacht hast und dann NPCs drin waren, die dir dann Sachen erzählt haben oder die Bücher gesammelt hast und andere Sachen. Das fand ich richtig gut. Du hattest eine Hauptzentrale. Du hast mit einer Sammlung interagiert auf eine ganz andere Art und Weise, weil du mit dem NPC geredet hast, der dir die Sammlung gegeben hat und so weiter. Und das fand ich, und du hattest dann auch in der Welt gesehen, das war viel interessanter, als das Zeug im Inventar zu haben und dann einfach nur diese Achievement-Leiste zu haben mit dem Zeug. Ich fand das besser. Man hätte aber viel mehr draus machen können. Das ist ganz klar. Das war halt nur das war ein Testdurchlauf. Und allein deswegen denke ich, dass das für Staffel 5 durchaus Sinn macht. Weil das kam eigentlich gut an und die Leute haben Kritik geäußert, was nicht so gut war. Und wenn man das ausmerzt, kann man da echt was Schönes machen. Sowohl für die Story, was du willst, als auch die Tiefe, die wir halt suchen. Weg von dem Marvel 2 Stunden schnell Story durchboxen, sondern dass wir einfach mehr Details und Sachen bekommen. Ich fände das gut. Aber das dürfte nicht das einzigste Feature da drin sein. Also ganz klar, weil dann ja lokal kein... Also Elite-Spezialisierung. Ich weiß nicht, ich finde das werden, unfair. Die werden wenn man zu die 80%, würde ich sagen, kommen. Ja, aber das ist doch wieder, die Balance ist doch jetzt schon teilweise so eine Sache. Und jetzt nochmal plötzlich 8 neue Klassen reinbringen. 9. Oder vielleicht bringen sie ja auch nur, ja, für jede, oder selbst wenn sie nur 3 reinbringen und sagen, für jede Episode gibt es dann ein weiteres Ding. Das ist doch Blödsinn. Dann dominieren dann 3 Monate lang die Ashen 3 neuen, in der nächsten Episode dann die Was nächsten 3. Was ich mir vorstellen könnte, weil dieser Wunsch halt nach neuen Waffen geäußert wurde, dass sie insgesamt 3 neue Waffentypen dann halt auch in die Loot-Tables einarbeiten und jeder Klasse in der Main-Hand, Off-Hand oder 2-Hand, also jede Klasse kriegt 1 neue Waffe, wobei es halt nur 3 Waffen insgesamt gibt. Also weiß ich nicht. Waldläufer, Dieb und Elementarmagier kriegen Waffe X. Ach so, dass du Krieger ja. Und dass du nur an den Waffenskills ein bisschen was änderst. Das heißt, du hast im Prinzip 3 neue Elite oder Spezialelite. Klassen sozusagen, die an die 3 Waffen gebunden sind. Und ich würde das nicht mit einer Elite-Spezialisierung. Ich würde wirklich nur rein die Waffen mit neuen Waffenfertigkeiten bringen. Weil das ist ein bisschen einfacher zu balancen. Sicher, du müsstest ja theoretisch überlegen, gilt das dann nur für die Classic-Klassen, also für die Standard, oder gilt das dann auch für einen Schrotter und gilt das dann auch für einen Holo? Ja klar, wenn für alle. Das heißt, du musst für den Holo, für den Schrotter jeweils einen neuen Skill oder Sachen machen für einen Stab, für einen Asura, also für den Ingenieur, falls du einen Stab kriegen sollst. Hat das Gewehr andere Fertigkeiten als Schrotter?
Nee, das ist nett, aber das nutzt ja sowieso nur im PvP, nicht nur oben. Ja, aber was heißt denn das? Also, das ist einfach nur eine neue Waffe. Ja, das ist ja einfach nur eine Waffe, die du benutzt. Genau. Ich weiß nicht. Das ist so Elite-Spezialisierung light. Du gibst den Klassen. Ja, aber die Elite-Spezialisierung beim Holo basiert halt auf. Ja, okay. Ja, klar, du musst in bestimmten Bereichen dir eine Fähigkeit mehr ausdenken oder ein paar Fähigkeiten mehr. Mhm, aber im Großen und Ganzen gibst du den Klassen 5, 3 oder 2, Mainhand, Offhand oder Zweihand, neue Skills und that's it. Ohne das an Elite-Spezialisierung zu binden. Habe ich das Gefühl, das wäre kompliziert ohne Ende. Ich finde das überhaupt nicht so kompliziert. Wenn ich da total verkehrt, okay. Siehe Wiedergänger Hammer. So, das Grauen hat es geschrieben. Was ich aber interessanter finde, der liebe Alienfriede Alex hat gerade geschrieben, ich wünsche mir Speed Clear. Ich kann dir halt, also ich weiß, was du meinst. Was heißt? Ja, das ist halt das Bescheuerte. In den Guild Wars 1 Elite-Gebieten gibt es halt bestimmte Sachen, die machst du im Speed Clear, also in möglichst kurzer Zeit. Aber das Problem ist, du holst eine overpowerte Klasse. Nein, es geht nicht um overpowerte Klasse, es geht darum, dass du halt Elite-Gebiete möglichst effizient mit einem Meta-Build abschließt. Also im Prinzip das, was die Raider machen, nur dass du halt als Raider nicht viel Rewards dafür bekommst. Okay, aber was sollst du dann dafür bekommen? Weil das ist so eine Sache, was viele Leute sicher nicht vom hinter dem Ofen hervorlocken würde. Also sag ich mal, der Großteil der Spieler, wo sagt, ich interessiere mich nicht für das Hardcore-Zeug, für die ist das so... Null, genau, ja. Das null. Ist halt auch mein Problem. Und die machen halt den Löwenteil aus. PvE macht halt den Löwenteil, ja. Also ich verstehe natürlich den Wunsch nach mehr Herausforderung. Das ist völlig okay. Ja, also das Spiel muss nicht piss easy sein. Ich persönlich finde Guild Wars 2 nicht easy, aber das ist gut, Spieler kein Ranger. Was Komiasin übrigens schreibt, ist richtig. Die haben gesagt, dass sie nie wieder Content machen, der so wird wie Wing 5 von der Schwierigkeit her. Ja, das heißt, es wird niemals so krass Hardcore-mäßig, wie es in dem einen Raid war. Das ist richtig. Ich bin aber heute der Meinung, ich meine, so sehr ich, und das sage ich auch ganz offen, die Raid-Community schätze, und das tue ich tatsächlich, weil es einen komplett neuen und coolen Aspekt in das Spiel gebracht hat. Guild Wars 2 war halt von Anfang an nie das Nischen-Hardcore-Spiel. Es gibt ganz, ganz viele erfolgreiche Nischen-MMOs, die halt ihren Fokus auf Hardcore-Content gelegt haben. Es gibt welche, die sind damit gescheitert. Wildstar zum Beispiel. Die kam zur falschen Zeit raus, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Ich glaube, Wildstar wäre immer gescheit. Weißt du, Wildstar könnte jetzt besser funktionieren, teilweise, weil die Leute sehen sich wieder nach schweren alten Sachen durch, wie es damals mit Dark Souls war. Ja, aber das sagen sie, und wenn sie es bekommen, nutzen sie es nicht. Das ist auch das, was ich immer noch von Classic, WoW Classic erwarten werde, aber das werden wir halt sehen. Glubschlubber hat geschrieben, insgesamt mehr Gilden-Content, das wäre tatsächlich was ich unterschreiben würde. Wir waren sehr, sehr häufig schon bei dem Thema Special Events in der Gildenhalle, bei denen die Gildenhalle attackiert wird. Man könnte daraus eine Art Tower Defense Minigame machen. Wir hatten schon häufiger diese verrückten Theorien, dass man Gildendekorationen nutzen kann, um quasi eine eigene Festung zu bauen und du dann so einen Endlos-Modus spielst, wo Horden von Gegnerwellen dich angreifen und deine Gilde bekommt Rewards, je nachdem, welche Welle du besiegst. Das könntest du mit dem Housing ohne Probleme machen, aber da musst du halt wieder gucken, ob du dafür das vielleicht dann mit Gruppe machen kannst, statt Solo. Aber gut, für die Leute, wo Solo wollen, vielleicht auch möglich. Weil, wie gesagt, wenn du im Feingebiet eine Basis aufmachst, würdest du sowas anbieten. So wie es damals mit dem Camping HOT war, in Grasgrüner Schwelle, weißt du? Aber ich, also Gilden-Content insgesamt zu pushen, halte ich, glaube ich, für eine sehr, sehr gute Idee. Weil das Problem ist halt, in Guild Wars 2 fehlt so ein bisschen der Grund, in einer Gruppe und in einer Gemeinschaft zu spielen. Und das wäre halt wieder einer dieser Gründe. Das wäre was, mit dem ArenaNet mich tatsächlich positiv überraschen könnte. Also mehr Gilden-Content und Events. Das fände ich ziemlich cool. Endlich mal gescheite Fashion oder beziehungsweise Rewards, die auch wirklich Sinn machen und nicht alles im Game Store, das wäre halt mal schön. Aber das sehen wir ja mit unserer upgradebaren Rüstung und das ganze Zeug, was dann halt erweitert werden kann durch Erfolg und das Ganze richtig, wo du am Ende halt wirklich was bekommst. Oder so wie in WoW halt für deine Reittiere dann so einen Sattelpack oder andere Sachen, Ausrüstung, die sie bekommen können, was du dann auch siehst. Die haben so gute Animationen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass beim Raptor hinten dann an der Hüfte richtig so ein paar kleine Taschen und andere Sachen sind, die dann richtig physikalisch sich mitbewegen. Oder sind wir beim Punkt, das wollte ich am Dienstag nämlich noch sagen. Ich habe mir dann, weil wir gequatscht haben, nochmal diesen Silvari-Stuhl angeschaut. Und
der hatte eine interessante Physik Engine, wenn ich ehrlich bin. Wie viel Physik Engine haben wir bis jetzt im Spiel gehabt, wo es so abgeht? Weil wenn du den nämlich bewegst die ganze Zeit, das ist wie mit dem Schal, der bewegt sich die ganze Zeit, da ist die Technik drin. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Technik vielleicht doch mehr noch benutzen würden, weil das war sehr interessant. Da waren die Blüten, die wurden halt, alles, wie du es gedreht hast, wurde halt physikalisch bewegt. Und das fand ich ganz interessant. Das wäre schade, wenn das halt nur wieder für ein Echtgeld-Ding rausgeschmissen worden ist. Mit mehr Physik-Sachen. Also da könntest du optisch und andere Sachen halt aufs Auswerten. Jetzt übrigens gerade mal ein bisschen was vor auf der Webseite, was ich nämlich vorhin unterschlagen habe. Benz hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass da durchaus Leute kommentiert haben, insgesamt sogar 9 Kommentare. Ich bekomme nur aktuell keine Mails, wenn was kommentiert wird, deshalb ist mir das vollkommen untergegangen. Und zwar hat sich Yoda ganz klassisch gegen eine Itemspirale ausgesprochen. Das ist okay. Benz hingegen hat auch noch so ein paar andere Punkte ergänzt. Und zwar, ich verstehe, dass man seinen Charakter weiterentwickeln möchte. Es sollte ein System sein, das nicht farmbar ist, weil es sonst halt nur ein Grindfest wird. Und dass das Stärkerwerden des Charakters an ein Timegate gebunden ist, hält er auch für eine schlechte Idee. Vielleicht kann man das lösen, indem man seinen Charakter eher in die Breite entwickelt. So wie das jetzt mit Elite-Spezialisierung schon funktioniert. Nur können nicht so häufig Elite-Spezialisierungen kommen, weil zu aufwendig, zu innovativ und nicht balancebar. Das heißt, er hätte halt gerne irgendwie Charakter-Progression, die nicht time-gated, nicht an Grind gebunden ist und die nicht das Balancing zerstört. Das ist schwierig. Ich glaube, Benz, wenn du diese Charakterprogression findest, lass sie dir patentieren und verkaufst sie an alle. Ja, auf jeden Fall, du machst Geld ohne Ende. Entwickler. Oh Mann. Ich glaube, du das reicht damit dann. Aber da kommst du ja mit dieser Rüstung und so weiter, kommst du ja eigentlich im Prinzip schon hin, weil das ja an Erfolgen und andere Sachen gebunden ist. Du darfst natürlich nicht so Erfolge haben wie Töte 500, Jomagdena oder so ein Scheiß. Also da, keine Ahnung. Sachen, die an die Story gebunden sind, dass du die Story natürlich spielst und schaffst und dann natürlich noch ein paar andere Sachen auf der Karte. Ich finde, sowas ist viel interessanter. Aber nicht dieses töte 20.000 davon, sammle 500 von diesem Zeug und baue mir die Gabe der Eisheiligen oder keine Ahnung. Das ist alles so, boah, nee, komm. Was ich sehr spannend finde, das Grauen schreibt wieder neue Dungeons und stell die Frage, die ich jedes Mal stelle, das Grauen. Was ist der Unterschied zwischen einem Fraktal und einem Dungeon für dich? Fraktal ist halt Speed. Weil neue Fraktale schnell kommen ja regelmäßig. Dungeons sind länger, größer und mehr lorebehaftet. Also Dungeons sind in der Regel nicht länger. Also die neuen Fraktale sind teilweise lang und die Dungeons waren eigentlich echt kurz. Von Ara abgesehen schaffst du die meisten Dungeons in 5 bis 15 Minuten. Ara ist da halt, wie gesagt, die große Ausnahme. Und was die Story angeht, fand ich teilweise die Arc-Story deutlich interessanter und spannender als die Story der. Ja, besser als eher traurig und Ridlock und Logan da. Nicht mehr Best Friend, da hast du schon recht. Ja, deswegen. Also, und vor allem bin ich weiterhin der Meinung, dass man über Fraktale super auch Story-Geschichten erzählen könnte. Man könnte es sogar so machen, das habe ich auch schon häufiger gesagt, dass man in den Stufen 1 bis 25 wichtige Story-Dialoge unskippable macht. Und sie in den Stufen 25 plus, damit die Leute die auch wirklich erleben müssen, und in Stufen 25 plus, die halt dann häufiger wiederholt werden für Dailies oder sonstige Sachen und T4-Fraktale, die immer gelaufen werden, da macht man die Szenen eventuell sogar komplett raus oder macht sie halt skippable oder sowas. Dann hast du auch extrem viel Lore in den Fraktalen. Ja, wir hatten ja auch gute Lore. Wir hatten dieses Tiefenfraktal da, diese Zwergenfestung, die hatte eine abgeschlossene Story, ja, das Piratentag hatte auch eine Story. Also ich weiß nicht, funktioniert doch, also so ist es nicht. Und die waren auch gut designt, die Sachen. Also klar, die Arc-Trilogie, die war halt natürlich auf einem ganz anderen Level. Also das war echt klasse. Da war, ist ganz wichtig. Da hat mir eigentlich alles gefallen, alle drei. Weil gerade Juwelier und Koch auf 500 angesprochen wurden. Genau, die zwei Sachen haben ja auch die Entwickler selber gesagt, dass sie irgendwann kommen sollen. Das sind aber so Nebenfeatures. Also jetzt mal Hand aufs Herz, ja, würde irgendwer von euch seinen Freunden erzählen, boah, du musst jetzt Guild Wars 2 anfangen. Warum das denn? Ja, es gibt jetzt den Koch auf 500. The Ice Dragon awakes. Ja, aber das ist halt was anderes, wenn ich sag, 500, Level 500 Cooking Skill. Ja, wenn du jemandem erzählst, boah, die Story war mega. Oder, boah, Guild Wars 2 hat sein Kampfsystem überarbeitet. Oder, boah, es gibt jetzt neue Klassen oder so. Okay, damit kann ich Leute anlocken. Aber, boah, der Koch ist jetzt 500. Okay. Weil wir das mit den Waffendinger angesprochen haben und wegen diesem Fan-Leaks, Anführungszeichen, was da ja war, mit diesen Sachen, wir kaufen Aura
oder Dinge, dass du zum Beispiel jetzt Animation als Aura haben kannst. Zum Beispiel, dass du ein Star-Skill dass du zum Beispiel auf dem Dieb jetzt plötzlich da den Stab, die Animation davon vom Guardian haben könntest und so ein Zeug und das Ganze. Das wollten sie ja. Das war ja diesen Leak drin als ganz schlimme Monetarisierung und neues Feature. Das geht ja auch so in die Richtung mit Sachen. Wenn sowas, sag ich mal, in der Art kommen würde, einfach mal so hingespinst, würde dir sowas gefallen oder würdest du sagen, nee, jetzt, ich mach Guildness zu? Also ich sag, also zum Beispiel die Dodge-Rolle von den Asura, die kauft man sich dann und kann dann plötzlich die Animation jetzt auf den Char abspielen. Also, da mir kosmetische Sachen total egal sind, würde ich deshalb Guild News nicht schließen. Aber wäre das ein Killer-Feature für dich? Hey, das ist halt so, keine Ahnung, eine lustige Spielerei. Mach sie meinetwegen auch noch in den Game Store, verdien damit Geld. I don't care. Das ist so unnötig. Wir sind gerade dabei, irgendwie game-breaking Sachen zu finden. Im Prinzip brauchst du das nächste Reittier, den nächsten Gleitschirm, um halt irgendwas zu haben, was das Spiel verändert. Und selbst wenn wir jetzt hier zusammensitzen, wir können eine Liste von Features sammeln, aber irgendwie ist da kein Knaller-Feature dabei, oder? Also, so im Bauchgefühl. Das Einzige, was sie halt wirklich machen könnten, aber da gehen wir ja nicht hin, weil Eis die ganze Zeit geteasert wird, ist halt irgendwas mit Wasser und Unterwasser. Das wäre halt nächste Möglichkeit, weil da, denke ich, ist noch Potenzial. Weil allgemein Unterwasser, Kämpfe und Unterwasser in MMOs, Navigation, Kampf, ist so ein rotes Tuch für viele MMO-Spieler. Was ich absolut nicht verstehen kann, in GW2, Unterwasserkampf ist großartig, ist nicht perfekt, aber im Gegensatz zu jedem anderen Unterwasserkampf, von WoW bis Final Fantasy bis, was weiß ich, KDE, so überhaupt Unterwasserkampf, kannst du überhaupt tauchen? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist doch alles nichts. Also da könnte ich halt wirklich noch einiges machen, aber da ist halt die Frage, was. Oder mit Wasser und so weiter, mit Kanta. Das hätte halt einfach gepasst mit dem Wasserdrachen. Da könntest du mal wirklich was Innovatives reinhauen. Ich habe so ein bisschen Angst vor Unterwasserkampf. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Unterwasserkampf gesehen, der echt gut und vernünftig umgesetzt wurde. Keinem. Ich meine, der ist doch eigentlich verdammt Fan GW2. Du kannst ja nicht wirklich sterben. Wenn du gehst halt dann musst du halt wieder auftauchen, das ist halt nervig, aber du stirbst ja im Prinzip nicht wirklich, oder? Also das ist doch auch nochmal ein bisschen netter gemacht. Ja. Also es ist nicht ideal, ohne Frage. Man muss schon besser machen, klar. Da ist noch Potenzial da. Aber es funktioniert doch eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, also ich bin gern getaucht, wenn ich jetzt in den Ohr rumgehe und so weiter. Tauchen ist doch toll. Selbst jetzt, als ich am Wochenende die versagt habe mit dieser Lampenquest, mit dem toten Quackern. Ja. Das hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe mich nicht über das Schwimmen und über die Perspektive geärgert da drin, sondern ich habe mich darüber geärgert, dass ich ständig, wenn ich an die Lampe drangegangen bin, wieder zurückschwimmen musste, um wieder hinzugehen, damit der Buff wieder neu kommt, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Das hat mich angekotzt. Aber das Schwimmen an sich mit dem Hin und Her, das Ganze fand ich toll. Das sah schön aus. Mich hat auch Gott sei Dank selten mal ein Hai genervt, was gut war. Also das große Problem im Unterwasserkampf ist halt wirklich, was Syntrax schreibt, die Balance. Und ich glaube einfach, dass, also das ist, glaube ich, nicht mal, das ist ein Problem, das kein Spiel der Welt lösen können wird. Kämpfe in einer dreidimensionalen Welt sind, glaube ich, echt einfach nicht angenehm. Da ist mal was über dir, mal was neben mir, was du nicht siehst. Da ist. Ja, aber also, da musst du halt Wege finden dafür. Alex, ja, dann muss die Programmierung machen, dass das funktioniert. Dass es kein Spiel der Welt geben wird, das dem Spieler in einer dreidimensionalen Kampfsituation Spaß macht. Ja. Aber da mag ich mich vielleicht auch täuschen. Danke übrigens, Kameradenschwein, für den Resub im 15. Monat. Ein fleißiger Unterstützer. Ich meine, was du halt machen könntest bei Unterwasserkampf, damit es interessanter ist, diese statt jeder Klasse Möglichkeiten zu geben, Unterwasserkampf zu machen, dass du entweder für jede Klasse spezifisch was neu designst, was interessant ist, oder dass du halt sagst, jeder hat halt, oder dass du halt neue Skills, die jeder hat, macht und dafür den Unterwasserkampf auf sowas auslegst, also da halt wirklich Überarbeitung machst, die das Ganze halt viel interessanter machen. Also wie beim Ingenieur, wo dann die Bombenkitten alles benutzen kann, was sie sowieso haben und hin und her. Sowas wäre noch eine Möglichkeit. Aber da wäre halt noch Potenzial da. Da wäre tatsächlich potenziell, aber was sagt Kimorian gerade schreibt, Oculus in WoW, das wurde so gehasst wegen dem 3D-Kram. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Unterwasserteil in Vashir auch nicht besser und wurde auch nicht wirklich gerne gespielt. Oculus, ach so, das war das, wo du auf mir Drachen hochfliegen konntest und so. Ja, okay. Aber so, BOTLK ja, war das, ne? Ja. Naja, das war der, genau. Das war der Fünf-Mann-Dungeon.
Schiffkopf, das ist übrigens tatsächlich was, da bin ich, das war was, was mich auch so in meiner Grundidee geflasht hat und was dann sofort kaputt gegangen ist, weil halt, glaube ich, Guild Wars 2 die Engine das nicht hergibt. Aber ich fand diese Idee, tatsächlich deine eigenen Schiffe zu bauen, Schiffkampf zu entwickeln und das halt besser umzusetzen als in Atlas oder in anderen Spielen, hat tatsächlich auch bei mir kurzzeitig für Enthusiasmus gesorgt. Und dann ist mir halt eingefallen, dass wir keine großen Meere Stand jetzt haben, selbst wenn Black sie... Black also, Flag-mäßig mit Asura cool, bin davon dafür. Also ich finde die Idee an sich mega, irgendwas zu schaffen. Assassin's Creed-mäßig, oh Gott. Aber das große Problem ist halt, wir haben, selbst wenn sie halt jetzt in der lebendigen Welt, weil das ist ja der Punkt, lebendige Welt, jede 3 Monate ein neues Gebiet bringen. Wenn du dein Schiff in einem Gebiet einsetzen kannst, die ersten 3 Monate, ist das halt irgendwie mega lame. Das Luftschiffkampf oder sowas umzusetzen. Das würde nicht, das würde halt da nicht funktionieren. Ich meine, wir haben doch gesehen, wie ein Kampf auf dem Drachen aussieht mit Aurin. Das war ja auf Schienen und furchtbar. Es war nett gemacht, aber ich fand es furchtbar. Also intuitiv ist was anderes. Wie gesagt, ich bleib dabei. Also wenn du was machen willst, bietet sich mit Unterwasserkampf oder allgemein Unterwasser-Expansion viel interessant sagen. Kann da diese Slums unter Wasser teilweise mit viel schöneren Wasser-Shader-Effekten mit Boden an. Du könntest da geile Sachen draus machen, aber da musst du halt wirklich Ressourcen reinsetzen und wirklich was Gescheites machen. Das kann nicht, das ist nichts, was für Living World funktioniert. Also finde ich, da brauchst du halt richtig Budget, um was Gescheites zu machen. Und dann könntest du halt echt geile Sachen, vertikalen Karten, mit, wo unter Wasser sind, wo teilweise Gebiete mit Luftblasen sind oder wiederum nicht, wo du Gleiten und Schwimmen und andere Sachen kombinieren musst. Da könntest du geile Sachen vom Movement machen. Also eigentlich, gebe ich zwar das eigentlich Potenzial. Eigentlich ist das der dafür. Punkt. Ja, eigentlich ist das der Punkt. Also de facto, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, egal was sie machen, es muss irgendeine Beherrschung rein. Und meine Gott, Schifffahrt würde jetzt für mich unter Beherrschung fallen. Auch Luftschifffahrt würde unter Beherrschung fallen. Irgendeine Beherrschung rein, die wiederum entweder das Kampfsystem oder halt das Fortbewegungssystem erweitert. Oder im Bestfalle beides. Ja, schneller schwimmen halt, einfach so irgendwie so mäßig, wo du halt richtig abdüsen kannst. Sowas wäre halt möglich. Mir würde es auch reichen, wenn ich mir so eine kleine Schaluppe bauen könnte und damit durch die Gegend fahre. Wasser mauen könnte, ohne Probleme reinmachen. Schaluppe? Achso, so ein Ding, ja. Nussschale. Also es gibt viel Potenzial, was man machen kann. Also in meinem Kopf bilde ich mir halt wirklich so ein Unterwasser-Ding mit keine anderen Sachen richtig an, wo der Smash-Spiegel runtergang ist so ein bisschen mit Ohr, mit den Sachen und dann viel Unterwasser, extra Designs, viele Jadekristalle, Ding. Du könntest unglaublich geile Sachen damit machen. Und das, was ich ja schon seit Jahren predige, einfach Kleiden in dem Add-on freischalten, genauso wie wir alles drin haben, was in der vorderen Expansion drin war. Nicht mehr sagen, hey, das gibt's nur, wenn ihr HOT kauft. Nein, es ist mit in der Expansion mit drin, die ganzen neuen Sachen. Du hättest eine Karte mit allen möglichen Bewegungsfeatures überhaupt. Aber das hast du doch jetzt auch schon. Ja, aber du weißt. Du hackst immer noch auf diesem. Sorry, wenn ich da jetzt wieder laut werde. Du hackst auf diesem blöden Argument rum. Ja, ich kann ja in POF keine Gebiete machen, die Gleiten voraussetzen. Pustekuchen! Nein, das haben sie gemacht. In der lebendigen Welt Staffel 4 haben sie das die ganze Zeit gemacht. War das Aufwinde? Ja, deswegen war es ja gut. Wir haben das ja so richtig gelobt. Ja, aber das ist immer noch an HOT gebunden. Dieses Argument, und ich werde nur so laut, weil ich das zum 20. Mal gegenüber sage, ist Bullshit. Lass Elite doch auf HOT, reicht doch aus. Du musst Gleiten nicht für neues Add-on freischalten, weil die Leute sich HOT kaufen müssen, wenn sie halt das volle Spiel erleben wollen. Punkt. Ach, nein, das diskutiere ich auch nicht mehr. Wenn du jetzt diskutierst, mache ich den Call aus. Wow. Nimm das einfach so hin. Leute, schreibt mir mal, ob ihr das gut findet, ob man wirklich alle Movements nutzen sollte. Nochmal, ich finde, es ist das Spiel weiterbringen und nicht stehen bleiben, nur weil man halt okay, mit 30 Euro. Wir sind uns jetzt übrigens im kompletten Twitch-Chat einig geworden. Es gab zumindest bisher noch keine negative Stimme. Mhm. Das Schiffssystem klingt super. Das können Sie direkt in alle Spielbereiche übernehmen. Sie nehmen Luftschiffe für die alten Gebiete, Schiffe für die neuen Gebiete, Schiffe für eine neue WVW-Gilden-Map, wo du dich gegenseitig bekriegst. Also im Großen und Ganzen Schiffe für alle Bereiche. Schiffe versenken im WVW. Ja, Schiffe versenken im WVW, finde ich super. Also du machst eine eigene das ist Sea of Thieves mit Sputi. Arrrr. Meine Vorstellung ist, den Salat du machst, runter. Du machst einen PvP-Modus, der läuft so ein bisschen,
Also, anstatt halt fünf Spieler befehligst du fünf Flotten. Das ist ein reines Deathmatch. Fünf Flotten, fünf Spieler gegen fünf Spieler. Jeder befehligt seine Flotte, die du dir im Vorfeld zusammenstellen kannst, aus so irgendwie 40 Presets oder sowas. Und dann fahrt ihr aufeinander los. Es kommt dann darauf an, ne, wie flank ich und was weiß ich nicht was. Das wäre der PvP-Modus. Dann spiel doch Skull and Bones, was Ubisoft wahrscheinlich irgendwann vielleicht doch mal rausbringt. Dann hast du auch sowas. Im WVW machst du. Das ist PvP-Spiel. Machst du eine Wassermap bestehend aus Inseln und musst die Inseln mit Schiffen erobern. Also als zusätzliche fünfte Map, die Wasser. Doch, du kannst für jeden einzelnen Spielmodus. Also mich überzeugt das nicht. Ich finde sowas unnötig. Das Ding dann für mich, ich habe jetzt sofort ein Bild von Mobile Game im Kopf mit irgendwas. Hör auf damit. Und ich habe die Schiffskämpfe in Warlords of Draenor gemacht und das war ja einfach nur was anklicken und dann ging das. Da konnte ich nicht mal selbst steuern. Ich kenne gute Schiffskämpfe in Assassin's Creed Black Flag. Ja. Oder jetzt Odyssey, da ist das toll. Ja. Und Assassin's Creed 3. Oder Rogue. Das ist nett gemacht, aber für GW2 wäre das nichts. Weil das ist wie das Singleplayer-Kunde im Prinzip für dich gegen andere Flotten. Auch wenn du mit anderen Spielern machst, aber das ist halt so, das wäre eine neue IP, aber nicht für Guild Wars. Also nicht für Guild Wars 2. Da liegen die Stärken anders bei dem Spiel. Finde ich jetzt. Also, meine Meinung. Aber mit Träumen ja hier. Ich sehe schon irgendwie den riesigen Krakenboss, den wir mit 50 Schiffen attackieren. Doch, doch. Du, den könntest du auch in der riesengroßen Map machen als Super World Boss. Und da könntest du natürlich dann dein Trim-Skill machen, dein Reittier-Skill und dein Kleiden machen mit verschiedenen Lanes und andere Sachen, Sprungpilze okay, noch reinmachen. Aber um jetzt so ein Ebbe und Flut. So ein großes Bild einmal irgendwie zu umreißen, so Fazit mäßig. Wir sind uns einig, einfach nur mit lebendige Welt, so wie die Staffel 4 war, lebendige Welt Staffel 5 weiterzulaufen lassen, das wäre zu wenig. Es muss irgendein Feature rein, im Bestfalle halt was das Spiel so ein bisschen erneuert. Zu wenig ist es nicht, aber es ist halt nichts, was die Leute wieder, wie du sagst, die Flamme, der Funke kommt da einfach, ne? Das ist richtig. Also es muss schon. Aber ich habe es auch vorhin gelesen hier wieder, dieser Ben ist ja nicht dabei, das heißt mit WVW und PvP News gibt es in dem Livestream schon mal gar nichts. Das, also ich weiß nicht, also eine News ankündigen zum PvP und WVW kann auch, weiß ich nicht, Mike O'Brien oder irgendwer anders. Ja gut, bei HOTE hatten sie halt alles angekündigt, ne? Die neue Story mit dem Trailer. Ja, aber da hatten sie doch auch keine WVW und PvP Entwickler vor Ort. Die sind nicht das ist halt aber im Stream. Ja gut, okay, da hast du einen Punkt, genau, die haben ja sowieso einen eigenen Host, der da von kommt der von IGN oder so? Nee, der hat ganz, ganz früh immer bei IGN gearbeitet. Ja, genau, der hat ja selbstständig gemacht. Und so. YouTube-Kanal. Ist ein sehr sympathischer Typ. Und der macht jetzt das Ganze, der moderiert es so wie damals Jennifer Hale. Also von daher. Ja. Aber da war ja, Jennifer Hale hat doch auch niemanden bei der HOT-Ankündigung vom PvP-Team nach vorne geholt. Oder? Nee, das war einfach nur in einem Trailer mit drin. Hier genau, ein neues Stronghold-Map also und das genau. Also ja. Deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen, nur weil die nicht vor Ort sind. Ja, stimmt, im Path of Fire war ja auch das neue Map drin. Ich glaube übrigens, das haben wir vorhin auch gesagt, nicht an ein Guild Wars 3. Also, wir hatten vorhin auch ganz kurz die Arena-Net-Strukturen hier drin stehen. Beim Thema 1 und 1 zusammenzählen, wie sieht die Zukunft von Guild Wars 2 aus, weil sie halt jetzt wieder auf Touren kommen müssen. Also, es war anscheinend eine lange Zeit so, dass Arena-Net halt auf mehrere Projekte aufgeteilt war. Guild Wars 2 deshalb vor allem in dem Jahr 2018 ein bisschen hinten überfiel und deshalb sehr, sehr langsam neuen Content bekommen hat. Das ist so schön. Es war sogar so langsam, dass laut Jessica Price, einer Ex-Entwicklerin, die ein bisschen böse auf ArenaNet ist, dass sogar überlegt wurde, ob mit der lebendigen Welt Staffel 4 das ganze Spiel beendet wird. Also, dass dieses Ende mit Aurene eventuell sogar das Ende des Spiels hätte sein können. Haben wir übrigens auch gesagt, als wir die Sequenz gesehen haben. Ja, das fühlte sich echt endgültig, nicht alles aufgelöst, aber es fühlte sich an, dass man sagen kann, okay. Das wäre ein Ende. Wir könnten das Spiel zu den Akten legen, fertig. Also, theoretisch gesehen wäre es machbar. Wenn es jetzt eingestellt worden wäre, wäre es wäre okay gewesen. Genau, und was halt sich jetzt geändert hat, ist, NCSoft hat sich eingemischt und hat gesagt, hör mal, eure Projekte, die ihr jetzt gemacht habt, sind nicht gut genug, scheiße, noch nicht weit genug, irgendwoher müssen wir Kohle kriegen. Also haben sie mindestens eines dieser Projekte eingestampft und haben die Arena-Mitarbeiter aufgeteilt, und zwar teilweise wieder zurück zu Guild Wars 2, teilweise arbeiten sie anscheinend noch an einem weiteren Projekt und ein Teil wurde entlassen, damit das Ganze rentabler ist. Jetzt, das Mobile-Projekt, oder? Ob das noch das, wir wissen es nicht. Ne, Insito sagt, die haben ja an Prototypen gearbeitet. Es gibt, genau, vielleicht es gibt Prototypen zu GW2 Mobile, aber ob daran gearbeitet wird,
Kein Plan. Ich denke, da kommt der Trailer davon her, was sie uns angeboten haben diese Woche. Ding ist halt, sie werden halt niemals an einem Guild Wars 3 jetzt neben Guild Wars 2 arbeiten. Vermutlich arbeiten sie nebenbei an einem Mobile-Game, das bringt einfach auf absehbare Zeit mehr Kohle. Da müsst ihr einfach mitleben. Schaut euch den Quartalsbericht an. Wir haben es letzte Woche im Podcast gemacht. Ich kann es auch hier gerne nochmal aufrufen, nur um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Guild Wars 2, Lineage. Und Lineage ist dreimal so erfolgreich wie Guild Wars 2. Lineage 2 ist erfolgreicher als Guild Wars 2. Blade & Soul ist erfolgreicher als Guild Wars 2. Aion ist ungefähr ähnlich erfolgreich wie Guild Wars 2. Die alle zusammen sind die Hälfte von 2 Mobile Games. Die alle zusammen sind die Hälfte an Einnahmen von 2 fucking Mobile-Games. Ja, das ist halt die traurige Welt, in der wir leben. Das ist auch der Markt der Zukunft. Und auch MMOs auf dem Gaming, also auch wenn es um die Zukunft von MMOs geht, ist es mobil. Rechnet damit. Mobile-Games. Ja, das ist die Zukunft. Free-to-play, möglichst viele Leute süchtig machen und immer wieder viel Geld investieren. Das ist das, was die Spiele heute, was die Spiele heutzutage auszeichnen auf dem Handy. Also. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also, sie müssen am 30. August auf jeden Fall irgendwas raushauen, irgendeinen Knaller, irgendwas, was uns begeistert. Wir haben ein paar Beispiele genannt. ArenaNet, nicht, dass ihr die jetzt auf Basis unseres Feedbacks umsetzen könntet, aber irgendwas in Richtung Fortbewegung, irgendwas in Richtung Kampf, irgendwas in Richtung gemeinsamen Content, Gilden-Content, Gruppen-Content. Das wäre so das, was sich die Spieler wirklich, wirklich dringend wünschen würden. Ja, und es wird auf jeden Fall die lebendige Welt sein, weil es ja auch jetzt wieder, glaube ich, gestern war es, oder? Ja, gestern wieder mal den 30. August wieder hervorgehoben haben und nochmal explizit gesagt haben, dass es hier mit der Next Living World Story weitergeht. Also. Ja gut, aber das steht ja seit über einem Jahr. Ja, aber es steht halt nochmal da, deswegen Freud, es gibt kein Add-on, es gibt kein Guild Wars 3. Weit. Glaubt nicht, hofft nicht auf sowas. Es wird eine Staffel 5 sein mit verschiedenen Episoden. Und was da drin vielleicht ist. Vielleicht ein paar coolen oder neuen Features. Das ist ja halt das, was sein sollte mittlerweile. Oder ich meine, spätestens vielleicht ab der zweiten, dritten Episode können wir vielleicht sogar noch mehr hoffen, hoffentlich. Aber ich hoffe, dass sie die Roadmap mittlerweile haben. Aber Guild Wars 2 ist nicht tot. Lasst euch das nicht von Leuten einreden, die damit versuchen, Geld zu machen, Drama zu machen, wo dann eh abhauen. Zu der 2005er Wiese von WoW. Ich bleibe übrigens dabei, ich werde Spaß mit WoW Classic haben, weil ich Classic nie gespielt habe, aber das wird auch toll, du wirst Spaß haben, das ist ein komplett anderes Spielgefühl, das ist Open World. Aber die Leute, die halt sich viel von Classic erhoffen, ich glaube, die werden ordentlich auf die Schnauze fallen. Ich hoffe es. Hochmut kommt vor dem Fall, immer so schön zu sagen, wenn man gehen will, dann soll man gehen, man muss nicht noch den Stinkefinger zeigen und denken, man muss hier das kleine Kind rauslassen, also keine Ahnung. Ist meine Meinung. Vielleicht bin ich einfach zu alt für den Job. Das ist ein schönes Ende. Sky fühlt sich zu alt. Ich bin gut drauf und schaue leicht optimistisch in die Welt. Es ist also alles so wie immer im Guild News Podcast. Yay! Das war die Ausgabe Nummer 304, der Duo-Podcast zwischen Sputti und Sky, der eigentlich auch schon wieder viel zu lange gegangen ist. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Wie immer. 2, 3 Hinweise in eigener Sache. Wir sehen uns morgen tatsächlich dann auch mal wieder von 11 bis 13 Uhr zum Nostalgie-Freitag. Wir sehen uns in der nächsten Woche dann ein kleines bisschen weniger. Aufgrund der Gamescom fallen der Dienstags- und der Mittwochs-Livestream aus. Montags, wenn ich das richtig verstanden habe, streamt Jojo von Julia aus. Und am Donnerstagabend, ich glaube, das ist dann nächste Woche tatsächlich alles, Montagabend der Gen-Mission-Stream und das Event. Und für Donnerstagabend gibt es dann den Chaos-Cast. Ich bin von Dienstag bis Freitagabend quasi durchgängig beschäftigt. Wir haben Freitagabend unser Community-Essen, Mittwochabend Branchenparty. Und den Dienstagabend nehme ich mir dann nochmal ein kleines bisschen frei. Wird vor allem spannend, weil ich das Wochenende darauf dann noch Turniere tanze. Samstag, Sonntag. Es wird eine sehr, sehr stressige, aber auch sehr, sehr schöne Woche. Heißt im Klartext aber auch, wir sind so ein bisschen von euch abhängig, weil Content wird ein kleines bisschen weniger bei uns sein, weil wir halt alle beschäftigt sind. Ruft trotzdem fleißig einmal am Tag Guild News auf, um uns ein kleines bisschen passiv zu unterstützen. Habt ihr im Bestfall auch den Adblocker deaktiviert. Wenn ihr wichtige News findet, die wir eventuell in der Zeit übersehen, schreibt sie uns gerne per PM, pingt uns im Discord, schreibt uns eine private Nachricht im Discord, eine E-Mail an mich, sputti.gatenews@gmail.com.
Schreibt uns auf Facebook, Twitter, wo auch immer, dann haben wir es leichter im Blick. Gleichzeitig werden wir auch versuchen, euch natürlich mit Infos zu versorgen, die eventuell von der Gamescom kommen. Ich habe halt schon gesagt, wenn ihr mir folgen möchtet, auf meinem Sputti-Twitter-Account wird es eine ganze Menge Content rund um die Gamescom geben und ich werde mir dafür Mühe geben, das Ganze auch so ein kleines bisschen zu begleiten. Und Donnerstag 16 Uhr könnt ihr ihn auf Max anschauen. Das ist auch richtig, ja. Wie die Profis den kleinen Alex mal zurechtstutzen. Oder er die Profis zurechtstutzt. Ich bin gespannt. Gibt's auch noch einen Tweet von zu. Letzter Punkt ist dann tatsächlich noch was, was mir recht wichtig wäre. Der August war dank DocMag kein Katastrophenmonat, was Spenden und Subscriptions angeht. Wir sind aber trotzdem, zumindest bei den Spenden, deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben und bei den Subscriptions dank DocMag nicht. Ich habe aber trotzdem den Wunsch an euch, wenn ihr Twitch Prime habt, also euren Twitch und euren Amazon-Account verbunden habt und ihr habt Amazon Prime, dann habt ihr eine kostenlose Twitch Prime-Subscription im Monat. Oh, gebt das ist ja cool. Uns, das war schon immer, ist schon länger so, aber egal. Gebt sie uns hier auf dem Kanal, um uns zu unterstützen, weil das wird ein echt harter Monat für uns, weil wir halt weil ich weniger streame. Das ist mir durchaus bewusst. Wenn ihr euer Twitch Prime-Abo immer so ein bisschen verteilt auf mehrere Kanäle, die ihr schaut, und überlegt vielleicht, diesen Monat das tatsächlich an uns zu geben, weil die Zahl wird auf jeden Fall ein ganzes Stück nach unten. Ich mache einfach noch ein paar Final Fantasy Streams hier auf dem Guild News Kanal, dann ist das kein Problem, Alex. Das darfst du sehr, sehr gerne machen. wie gesagt, wenn ihr uns sonst unterstützen möchtet, teilt gerne den Podcast auf allen möglichen Plattformen. Guckt, dass ihr eure Freunde informiert, auch so ein bisschen zum Diskutieren bekommt. Und vor allem, dass ihr am 30.08. einschaltet, gerne bei uns und das Ganze dann hier mitverfolgt. Es ist ein cooler Monat, ich liebe den August, aber der August ist halt in der Hinsicht auch ein sehr anstrengender und nicht sehr lukrativer. Es ist Sommerloch. Und doch, ab dem 30. werden wir dann wissen, was passiert, weil ich meine, es sind richtig tolle Wochen, wenn sie viel Marketing machen. Ich freue mich unheimlich drauf, dir auf der Gamescom mit dem Weg zu laufen. Marc, das wird sehr, sehr unterhaltsam. Er freut sich auf die Dollarscheine von Doc, Marc. Genau, richtig. Außerdem, das ist korrekt, könnt ihr natürlich Gems und Guild Wars 2 bei Instant Gaming kaufen. Ich würde auch noch mal gerne darauf hinweisen, dass wir einen Amazon-Reflink haben. Über die letzten 4 Jahre hat der Amazon-Reflink uns unheimlich viel Geld gebracht. In diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr alle kein Amazon mehr benutzt, weil ihr Pakete sabotiert oder ob ihr einen anderen Amazon-Reflink haben möchtet. Die Einnahmen für den gesamten Monat August belaufen sich auf 45 Cent. Es gab ja nichts mehr, es waren genug Sales vorne dran, was erwartet. Ja, aber auch der Sale, also zum Vergleich, der Sale, der Amazon Prime Day hat bei uns, obwohl er länger war als sonst, dieses Mal um die 70 Euro gebracht, im Vorjahr waren es 480. Also ja. Der Link hat sich Also ich habe es immer als Lesezeichen und wenn ich was kaufen sollte, dann kaufe ich immer über den Reflink, der ist automatisch bei mir drin, Schatz. Also von daher, wir haben nicht so viel rum hier. Ja, ich wollte einmal jammern. Ich wollte das jetzt zum Podcast-Ende nutzen, wenn so viele Leute zuschauen. So ein guter Podcast und dann werden wir wieder geflamed für sowas. Ja, hoffentlich. Wenn ihr uns flamen möchtet, tut das bitte gerne auch auf YouTube, gerne im Twitch-Chat. Ich lese gerne. Nein, tut's Flames. Nicht. Das war der Ergebnis-Podcast Nummer 304. Furchtbar. Macht's gut, genießt die Woche. Denkt dran, morgen ist Freitag und danach ist schon wieder Wochenende. Macht keinen Blödsinn. Wir sehen uns. Tschüss. Macht's gut.